merke aber, es geht aber ein bisschen auf mein... Okay, wir gehen rein. Alles gut, Matteo? Okay, Matteo? Ich übe gerade Kehlkopfgesang, sorry. Alles klar, mach weiter. Kann ich nicht. So. Hab ihn nochmal kurz gemutet. Das war ja unangenehm. Hallo? Hallo, bin gleich Hallo. Da. Hallo? Hallo. Moin. Chat, wie war mein Passwort? Ich hab... Test. Perfekt. Hört mich jemand? Nein, es ist ganz schön. Wie hören die sich denn an? Das klingt nicht gut. Klingt nicht gut? Nee. Es klingt auch Slow Motion. Also Slow Motion. Es klingt, als ob man YouTube irgendwie so auf 0,5 stellt. Ja. Ganz weird. What? Kann das so bleiben? Ich glaube, du musst deinen Clubhouse-Vortrag schließen, wenn wir das machen. Ich hab Clubhouse nicht an. Den Raum an. Wie ein Besoffs. Das hört sich an, als richtig eingesoffen. Was denn bei dir los? Also richtig ein Debüt. Was ist denn? Ihr verarscht mich. Nein. Keine Macht in Wenn du Alkohol. Ein Video auf 0,5 stellst. Oder 0, ja, so. Ja. Also komplett Maria Kron drin. Also ich höre mich Gibbet. Normal. Was hast du denn? Klingt so wie Matteo um 12 Uhr mittags. Ja, ungefähr. Ich connecte nochmal neu. Jo, mach das mal. Da verliert gerade jemand völlig die Nerven. Ja, okay. Ja, aber herzlich willkommen an alle anderen, die nüchtern sind. Ich freue mich, dass ihr den nicht trinkt. Hallo. Vor hallo. 20 Uhr. Hey. Hi. Hey. So, ich hoffe, der Tier sagt noch was. Ja, so, hallo? Test. Ja, es geht jetzt. Oh, geil. Ja, jetzt nochmal. Krass. Perfekt. So schnell ausgenüchtert. Aus und an wieder zu machen. Der Klassiker. Ja. Ey, ich freue mich total, mit euch allen zu zocken. Cool. Ja, mega stark. Ich sehe auch gerade, Eddie, du bist ja einzeln drin und die Rocket Beans als Channel auch nochmal. Das heißt, euer Audio ist getrennt. Ja, ich bin von zu Hause. Ich werde auch gar nicht, glaube ich, abgegriffen. Also mein Face zumindest. Und das Rocket Beans TV ist wahrscheinlich Simon, der im Hangi bei uns sitzt und da ganz normal die Sendung macht. Also ich bin quasi still. Also man hört mich dann am Gesprächstisch oder wie das da heißt, am Diskussionstisch, aber eigentlich bin ich hier ja, passiv weil, dabei. Wir hatten überlegt, aber das machen wir heute nicht, aber wir spielen ja mit dieser Sheriff-Mod. Und die Sheriff-Mod ist noch mal witziger, wenn man die mit der Voice-Mod zusammenspielt, mit Proximity. Oh. Aber ach, geht es? Ja, das wäre geil, aber das, also ich habe gesagt, wir machen das heute nicht, weil ich kannte das immer so, dass die Rocket Beans vom Voice über einen Channel herkommen, deswegen ist ja nicht möglich. Aber wenn das getrennt doch geht. Aber jetzt einzurichten, das dauert wieder eine Stunde, Leute. Das machen wir heute nicht. Aber lass uns mal vielleicht einen anderen Termin machen, wo wir das mal angehen, mit Sheriff und mit Proximity zu spielen. Was ist denn das? Geil. Was macht das? Was kannst du Leute im Spiel reden hören und die in der Nähe sind. Und wenn die weg sind, hörst du nicht mehr. Genau, das heißt, man verarscht sich nochmal auf einem ganz anderen Level, weißt du? Ja, das ich habe so schon voll viel Angst vor Dalukal. Ich will nicht, dass du mit mir reden kannst, weil ich da in der Nähe bin. Ja, ich rede gerne mit dir. Könnte aber helfen. Ich auch, aber ich habe trotzdem Angst.
Okay, also für alle die noch fresh dabei sind, ihr findet die Infos für den Among Us Channel, also für die Lobby, in der wir spielen, oben bei den Text-Channel, da sind so drei rote Ausrufezeichen, Among Us heißt der, und da findet ihr den Code für die Lobby, also den einfach mal copy-pasten und dann einfügen. Also geht das speziell... Mest-Q. Ja, heißt Daludan. Das ist sehr gut, also ja, das ist der Code, aber... ich hätte vielleicht vorher sagen sollen, den darf man auf keinen Fall leaken, deswegen ist er in einem geschützten Channel drin. Ja, mach mal eine neue Lobby auf. Aber hier sind doch nur wir drin, oder nicht? Hä? Ja, aber ich höre ja alle. Ja, aber wir streamen ja. Wir streamen, Eddie. Ihr seid alle schon on air, okay, scheiße. Ja. Alles klar. Ja, wir sind live. Alles, was du sagst. Passiert den Besten. Okay, ich dachte, wir sind noch hier unter uns. Aber ist kein Problem, also wirklich nicht, weil... liegt öfter gerne mal. Aber jetzt bitte nicht leaken. Okay. Der nächste Code einfach noch eingeben. Aber geht gut los, ich freue mich. UPHKF ist korrekt? Ja. Also, nein, nicht F hinten, V. Vogel V. Okay. Aber bei mir steht couldn't not find the game looking for. Bist du auf dem richtigen... Im Hauptmenü vielleicht auf EU stellen, unten rechts. Genau. Ach, auf EU, ich dachte, mir wurde gesagt, auf Nordamerika. Das war meine Information. Ich wusste nicht, auf welchem Server das Sheriff-Ding funktioniert am besten. Wir spielen auf EU. Also, wenn die Rocket Beans das gerade auch hören, also Simon, kannst du mal der Technik weitergeben, dass wir auf EU spielen? Ja. Nee. Also, ich bin jetzt in einer vollen Lobby, Leute. Ja, wir sind alle, wir sind 8 von 10, es fehlen noch genug. Wir haben eine neue Lobby aufgemacht. Ja, ich unterhalte mich gerade mit den Leuten. Der neue Code ist VHXTPL. Ja, ja. Ich dachte gerade, was schreibt ihr denn da alle auf einmal rein? Wer ist Player in Orange? Ich. Wie kann man denn raus? Eddie, geh nochmal raus und oben, wenn du im Menü bist, da steht oben dein Name, da kannst du deinen richtigen Namen reinschreiben. Richtiger Player, Alter, ui. Player, ja, direkt. Ach, da, ja, okay. Simon, wir hören dich noch nicht, falls du uns hörst. Warum? Ich bin doch da. Nein, der andere Simon. Ach stimmt, das wird jetzt kompliziert, wir haben zwei Simons. Ich werde Simon jetzt immer Unge nennen und anderen Simon nenne ich dann Nils. Okay, 9 von 10. Fehlt noch eine Person. Ich muss mir eine Hose anziehen, Achtung. So. Ja, ja, zieht euch gern was an. Nein, bleibt nackt. So, warte mal. Habe ich jemanden vergessen? Also, Gnu ist da, Jan, Eddie, Simon, Dalu, Vlesk, Baso. Maxify fehlt noch, oder? Oh, stimmt. Maxify, Moment. Die kleine Schnarchnase. Ja. Übrigens gehört, es gibt eine Mod. Sorry. Ja, was denn? Was für eine Mod? Es gibt eine Mod, die heißt Jester. Deren Ziel ist es, es gibt wieder so eine neue Rolle. Deren Ziel ist es, rausgevotet zu werden. Der muss dafür sorgen, dass er rausgevotet wird, ohne dass die Leute merken, dass er quasi rausgevotet werden will. Genau, also perfekt für genug quasi. Es gibt den Jester, den Arzt und den Sheriff und als Gruppenrolle Mafia. Und Mafia ist wirklich am besten. Was ist Mafia? Also wenn ihr da noch ein bisschen mehr Variationen reinbringen wollt, theoretisch gibt es da, glaube ich, noch deutlich mehr Mods als nur Sheriff. Ey, da bin ich voll dabei. Wir können da gerne mal ein bisschen ausprobieren beim nächsten Mal. Ja. Die alle mal Mafia testen. Ist, es gibt einen Hauptimposter und zwei Sidekicks. Aber es darf nur der Hauptimposter darf nicht rausgeschmissen werden. Ah, okay. Ich habe Maxi kontaktiert, er ist auf dem Weg. Nice, danke dir. Das ist ja Ich habe gestern noch eine Mod gesehen, da hatten alle Crewmates Taschenlampen und sonst war alles dunkel. Das sah auch funny aus. Oh mein Gott. Nice. Okay. Ich habe noch eine kurze Regelfrage, sorry, wenn das dumm ist. Es gibt auf jeder Map so Common Tasks, ne? Ja. Und wenn ich sie als Crewmate nicht habe, kann der Imposter sie dann auch nicht haben? Also Common Tasks. Wow, ich habe nicht mal die Frage verstanden. Also Common Tasks bedeutet einfach nur, du hast eine Aufgabe, die alle haben. Genau. Und aber wenn du Imposter bist und du klappst dein Seitenmenü auf mit deinen Fake-Tasks, dann steht die auch da dabei. Das heißt, als Imposter kannst du auch sehen, ob du die hast. Was ich meine, ich glaube, bei der Map hier ist jetzt dieses Stream Boarding Pass oder irgendwas habe ich gelesen, ist eine Common Task. Wenn ich die jetzt aber nicht habe als Crewmate,
Kann, wenn ich dann sehe, der Imposter macht Scream Boarding Part, dann kann sie auch niemand anders haben, ne? Richtig, richtig. Genau. Ja, absolut korrekt. Vier verschiedene, so diesen Card-Swipe, dann den Boarding Pass-Scan, die Kabel und die Schlüssel oben im Dropship. Mhm. Und von diesen vieren haben wir immer zwei jede Runde. Und das sind die ersten zwei, die links in der Liste drin stehen. Ja, ich spiele einfach schon die Advanced Games. Ich habe Max schon angerufen, Gnu. Ah, alles klar. Ja, krass, dass Jan schon so advanced Fragen stellt. Das habe ich selber. Ich würde nur Angst machen, ey. Ich weiß immer noch nicht, wo was ist. Ich renn gleich wieder gegen. Ich bin total geschockt gerade, ey. Ganz ehrlich, bin ich hier der Depp? Also, ich habe noch nie so eine Frage gestellt und ich spiele jetzt schon seit 4 Monaten oder so. Keine Ahnung. Wer knuspert denn da so laut, hä? Hm? Stimmt, leid, ich habe Hunger. Okay. Ich mute mich gleich. Ja, Simon ist noch gemutet. Wir hören ihn jedenfalls nicht. Oder ich höre ihn nicht. Ja. Heißt Simon eigentlich Nils? Achso, Nils, sorry, hab mich versprochen, das tut mir leid. Nein, aber ich meine, warum Nils? Also ich verstehe es nicht. Ich kenne Insider nicht, also kannst du mir ganz kurz aufklären? Das ist gar kein Insider. Der ist eben erst entstanden, der Insider. Ich habe einfach Scheiße gelabert. Okay, weil ich bin gerade so verwirrt, weil ich dachte... Simon, du kennst mich doch. Ich laber doch die ganze Zeit. Nein, ich bin Simon. Ah, da ist er doch. Hallo Simon. Hallo Simon. Ihr könnt mich jetzt auch hören. Ja, ich habe eben noch ein bisschen diese Mod erklärt und alles, deswegen, ich wollte euch da nicht reinlabern in euren Kram. Ja, schön, dass du da bist. Wir müssen ich bin sehr gespannt. Ja, wir müssen noch ein bisschen warten, weil Maxify noch ein bisschen später kommt, aber dann legen wir sofort los. Ist oben im Badezimmer. Ah, ja. Dann zieh ich ihn. Sekunde. Sorry. Ich dachte, der hat's verballert. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe extra Trillux gekickt wegen Maxify. Also es wäre jetzt schade, wenn er nicht gekommen wäre. Also der wollte mitspielen, Trill, aber ich habe gesagt, nee. Ich bin wirklich enttäuscht, Matteo. Ich weiß, dass es wahr ist und du machst es als Maxi! Schwer. Nee, ich habe es auch im Stream schon thematisiert. Hat er mich, Janne? Hi. Nee. Warte, ich muss ihm noch die Rolle geben, bevor er. Oder hören wir ihn schon? Ja, hat er schon. Er redet schon. Hallo. Ich wollte vorweg gesagt haben, ich seit gestern 12 Uhr wach. Keinen Schlaf gehabt. Bin heute auch geflogen. Ach, bist du wieder auf Madeira? Ja. Oh. Kein Schlaf, aber egal, passt alles easy. Oh, Maxi, du Ehren-Maxi. Maxi, du müde Maus. Ja, schraub den kleinen Maria Kron rein, komm. Ich dachte, du wärst doch bei deiner Mama zu Hause. Nee. Maxi. Nachts durchgemacht und dann erstmal mit einem Auto nach Frankfurt gefahren, 4 Stunden und dann von da aus geflogen, nochmal 4 Stunden. Krass. Nice. Da Maxi als einziger, glaube ich, noch nie in der Runde dabei war, sagt mir ganz kurz, woher er kommt und was er so macht. Hä? Was? Maxi? Einen kleinen Mops. Das möchte der ist mega süß. Das möchte Maxi nicht beantworten. Okay, gut. Alles klar, dann das. Hey, sorry, ich erkenne Maxi nicht. Dann gib Maxi mal bei YouTube ein, dann weißt du, glaube ich, mehr. Ja, gut, dann mache ich das während der Runde, während wir spielen. Okay. Maxi, stell dich vor. Ich bin Maxi, ich trage oftmals einen Dino Onesie, höre mich an wie 16, bin aber 24. Okay. Moin. Moin. Bei mir ist genau andersrum. Okay, also dann. Moment mal. Würde ich sagen, legen wir los und starten einfach. Das war die erste Lüge. Ja, aber 24 und 16 Adil, ne? Mandalo, du bist auch ein Alter, sag jetzt, komm mal runter von dem. Jetzt komm, lass mal bitte loslegen, ist unangenehm jetzt. Komm, viel Spaß. Ja, Moment, aber Maxi fehlt doch. Maxi fehlt doch in den Mund. Mann, das ist ja noch unangenehmer, ich gehe wieder raus. Maxi oben bei Ding. Oben bei Ausrufezeichen, Among Us, Ausrufezeichen, steht der Code. Ah, die nächste Frage ist, Maxi, zu nah dran ist. Hast du den Sheriff-Mod installiert? Ah! Och, Kinder! Gut, das ist auch mit seinem Job! Jemand vorgewarnt hat! Ach, Maxi, du bist nicht gut vorbereitet. Das wusste ich doch nicht, das wusste ich. Ja. Woher wird sie das wissen? Ja. Also, Gnu, das habe ich dir aber gesagt, dass du das Maxi sagen sollst. Du mir sagst viele Menschen was am Tag. Mhm. Gnu hat mir nichts gesagt. Ja, machen wir jetzt eine Runde. Wir machen eine 9er-Runde erst. Eine 9er-Runde ohne mich. Okay. Aber Maxi, schaffst du es alleine, das zu installieren? Oder brauchst du Hilfe? Ja, bestimmt. Hat er hier, könnt ihr sagen, wo es runterladen kann? Dann kann es ja schon mal machen. Ja, dafür gibt es gut. Ja, ich habe es in dem Channel reingeschickt. Genau. Du hast einen Drive-Link runterladen. Und Matteo, du müsstest kurz, da gibt es ja eine Anleitung für, ne? Das ist eigentlich ganz einfach. Du lädst es einfach in deinen Steam-Ordner rein, wo Among Us drin ist. Ja, nimmst easy, kurz easy. Among Us, Copy, damit du dann eine andere File hast, die du nicht überschreiben kannst und packst das Zeug da einfach rein, dann funktioniert es. Wenn es sogar ich hinbekommen habe, dann kriegst du es 10-mal hin. kein Druck aber, ne? Falls du es doch nicht hinbekommst. Ready? Okay, dann ready. Dann machen wir die erste Runde ohne Maxi und dann danach sehen wir uns. Bis gleich. Okay. Okay. Viel Erfolg. Viel Spaß. Ich bin's nicht.
Okay, Chat, ich drehe mich mal weg, wir gucken jetzt mal. Okay, Crew. Let's go. So, erstmal reinkommen. Boah, ich habe seit letztem Donnerstag, glaube ich, nicht gespielt. Ist das ein bisschen laggy? Nein, ist es nicht. So, wir machen die Task hier direkt. So, bin mal gespannt, wie diese Gruppe sich jetzt hier anstellt. Okay. Dalu hat wieder was vor. Was will Dr. Dalukat hier wieder? Jan und Dalu mit mir zusammen. Warum sind die beiden davon so überzeugt, dass sie beide zusammen rumlaufen können? Die sind beide Imposter. Die wollen mich kaufen. Na, ich sag mal, geht klar für mich. Könnte aber auch sein, dass Dalu der Sheriff ist. Licht geht aus. So, die Task haben wir auch. Die bleiben hier. Wir schauen mal auf den Monitoren, wie man stirbt. Nein. Ich habe Specimen, habe ich zwei Tasks. Wenn ich da jetzt aber reingehe, bekomme ich nichts mit. Es ist noch niemand gestorben. Ich gehe mal auf Admin. Wir schauen erstmal, wo die Leute sind. Hä? Da ist jemand nicht gemutet. So, drei sind im Labor, zwei sind Security. Zwei sind an den Cams, jetzt noch einer Security, Electrical. Zwei Electrical, was machen die? Es gibt keinen Grund, in Electrical reinzulaufen zu zweit. Jetzt einer, zwei sind O2. Communications ist hier jemand die ganze Zeit, aber ist noch niemand tot, oder? Orange ist gerade gestorben. So, wir gehen mal suchen. Wenn es nicht im Labor liegt, dann würde ich auf O2 schätzen. Nee, ist nicht hier. Okay, also. Okay. Yo! Ich kenne beide schon. Ich kenne beide Imposter schon. Was? Okay, sag mal. Nee, erstmal, Vlesk hat die Leiche gefunden. Ja. Hast du die Leiche von Simon gefunden? Ich lebe noch. Der lebt ja, ich meine, die Leiche, die du hinterlassen hast, Simon. Aha. Ach, so hast du das gemacht. Ja, wir sind orange Stumpen gefunden in Communications. Ah, in Communications. Wo bist du denn gerade, Simon? Ich bin ganz im Norden auf dem Weg zu Security. Bin bei dem Dropship gerade lang gelaufen. Ja, würde ja von der Location her passen. Okay, Bless, sag erstmal, wo du die Leiche gefunden hast. Ja, das würde ich nochmal, auch okay. Ich habe Orange in Communications gefunden. Oh, sorry, ich habe das nicht gehört. Das macht nichts, Matteo. Ich sag das gerne selber. Ich habe ein bisschen getrunken. Also, was ich euch sagen kann, es waren zwei Leute auf der linken Seite bei Security. Und ich glaube, die haben auch dann später den Mord begangen, also einer von den beiden. Weil die sind auch ganz komisch in Electrical reingelaufen, obwohl es keinen Grund gab, da reinzulaufen zu zweit. Ich kann das ist nicht richtig. Das ist falsch? Okay. Also eine von den Personen ist vielleicht der Mörder, aber die andere Person nicht. Die waren sehr weit auseinander ganz getrennt, kurz, die beiden. Ich würde gerne was zu diesem Electrical-Ding sagen. Das ist doch der Weg einfach zu der Überwachungskamera. Genau, ja, aber man läuft aber, ja in den... Da muss ich doch durch. Ja, man läuft aber in den Elektrikraum nicht rein normalerweise, wenn da das Licht an ist, oder? Warst du da drin, Simon? War das jetzt... Nein, ich bin in diesem Weg, wo... Also ich habe die Karte vor mir, muss ich vielleicht zur Erklärung sagen, die die Regie mir ausgewählt hat. Und da steht in diesem langen Flur Electrical, der zu Security führt. Das ist richtig, und nicht unten. Ja. Also ihr meint den Außenbereich, ne, mit dem Gartenzaun und so. Genau, das genau. Nicht. Nee, ich oben Raum. Nein, da kommt das Problem her. Ich war nämlich oben. Mhm, mhm. Aber jetzt war mal ganz nicht kurz. Unten in diesem Gatter. Unge, warum denkst du kurz, denn... Wer sind die beiden Imposter? Ja, sag das mal. Ich will nicht direkt beide verraten. Wenn ich jetzt die nächste Runde überlebe, dann vielleicht den zweiten, aber... Also Simon ist safe, meinst du? Also Kretschmann. Sag mir mal, warum? Nee, nein. Hä? Aber das würde ich jetzt auch gerne wissen. Ich habe noch nicht mal eine... Ich konnte nicht eine Quest bisher machen. Aber ich bin doch noch nicht mal... Aber nur nach links gelaufen. Also das könnte auch sein, dass Unge, Simon, uns ein bisschen reinlegen will, aber... Ich bin gerade erst angekommen, ich habe gerade erst mein Mikro hier eingesetzt, habe mich hingesetzt. Ich bin noch nicht mal am Spielen hier. Oha. Und schon direkt Imposter. Und direkt jemanden umbringen, wow. Das ist oha, Simon, das hätte ich gedacht. Hä, warum weiß denn Simon das schon? Wer waren denn die... Also, es waren ein paar Leute im Labor drin. Wen ich jetzt also ich bin ready. Ja, dann holen wir dich in die nächste Runde rein. Wir sind gleich ready. Das ging jetzt aber wirklich schnell. Also wenn ich dran denke, wie lange ich gebraucht habe, um die Sheriff-Mod zu aktivieren, bin ja kompletter Boomer. Da ist ja Maxify voll der Pro-Gamer. Was ist denn da los? So.
Okay, ich fülle mal auf. Wenn Simon der Killer ist, also Simon, also der Simon Unge, Mann, Alter, ich muss Unge. Ich mach das. Warum wird auch der Alarm immer ausgelöst? Das ist untypisch. Warum kommt keiner drücken? Ich nehme an, die suchen die Leiche, oder? Ah, da Lord von hinten gedrückt, okay. Ist schon jemand gestorben? Basu kommt rein. Warum ist hier zu? Mit Basu. Mann, immer wenn Basu nicht mit mir spielt, ist sie so voll die Megakillerin. Und wenn sie mit mir spielt, in der ersten Runde, wird sie dann immer gesnackt. Wetten, please. Oh, wir können Wetten starten, Chat. Aber nicht... Wollen wir auf die Wette noch wetten? Auf die Runde noch wetten? Hm. Zwei Leute sind tot. Oh ja, Gnu und Matteo. Ja, also ich hatte mit Matteo oben links ausgemacht, bin von oben links nach Lifelines gegangen, hab gesehen, Matteo ist tot, deswegen wusste ich auch easy, wo er liegt. Wir machen die nächste Runde Wetten, okay? Hab reported. Wo liegt er denn? In dem Gang zu Camps, also wenn du da Electric, da wo Simon in der ersten Runde sozusagen war. Ich bin sogar noch mit Matteo in Electric reingegangen und hab mich dann in Security gestellt. Und steht da jetzt auch gerade noch drin. Wie dreist ist sie denn? Also ich war die ganze Zeit rechts unterwegs mit Vlesk, Unge und Simon ist uns auch ein paar Mal begegnet. Also es kann ich auch keiner bestätigen. Den Mord begangen haben eigentlich. Simon ist zwar komisch durch die Gegend gelaufen, ich bin ein bisschen von geflüchtet, aber war die ganze Zeit rechts unterwegs. Ja. Auch gerne. Hast du schon mal ein Video von mir gesehen? Ich laufe original immer so. Es war trotzdem. Ich hatte ein bisschen Angst vor dir. Ich aber du warst nicht. Ich werde die Regeln gleich anwenden. Was sind denn deiner Meinung nach die beiden? Also zumindest einen brauchen wir jetzt. Ja, also Simon ist einer, der andere, den habe ich, der andere ist leider tot. Also ich bin beide vertan. Ach so, okay. Der zweite war auch nicht 100% sicher. Also ich denke nicht, dass Simon zwei Kills in der Zeit gemacht hat. Deswegen schließe ich Jan und Vlesk aus, weil wir waren zusammen Specimen die ganze Zeit. Also sind es entweder Simon oder Basu, Simon und Dalu. Warum denkst du, dass es Simon ist? Warum nicht Basu? Das würde ich jetzt aber auch echt gerne mal wissen. Du bist ja seit, bevor wir gestartet haben, warst du ja schon der Ansicht. Ja, dann sag mir auch ganz kurz, dann kannst du mir ganz leicht beantworten, welchen Schlüssel hast du denn, Simon? Ich glaube, dass der cool ist. Das ist der dritte rechts. Genau, deswegen bist du es, Simon. Das Thema hatten wir nämlich letztes Mal schon. Ja, also Simon ist auf jeden Fall der Erste, das wissen wir jetzt. Und den war gemein. Ist das jetzt ein Joke, oder? Das war gemein. Ja, es war ein bisschen fies. Ja, das ist schon sehr fies. Nee, deswegen habe ich es auch nicht gesagt. Aber es ist halt, man gibt ja keinen Welpenschuss, oder? Nein, keinen Welpenschuss. Simon, du hast uns ja gerade ins Bett gesehen. Aber wie kann ich Simon Unschuld beweisen, Junge? Ich hab dich damals retweetet und so, als du Ärger hattest da. Ehrenmann. Ehrenmann. Aber die Sache ist, Simon, wir haben diese Runde gar keine Schlüsseltasks. Ehrlich? Ja. Oh no. Oh mein. Fuck! Simon, der Sündenbock. So, okay, ich muss Tasks machen. Aber wir versuchen mal, die Tasks zu machen, aber die werden es ja lösen. Obwohl, Basu ist noch drin, Chat. Die Runde ist noch offen. Basu ist eine sehr gute Imposterin, wenn sie nicht mit mir spielt. Das heißt, die Möglichkeit, dass Basu die Runde noch holt, ist noch gegeben. Ich weiß nicht, wie sehr sie im Verdacht steht bei den anderen. Das Ding ist, dass Vlesk, Unge und Dalu voneinander wissen, dass sie es nicht sind. Das heißt, der Verdächtigenkreis ist schon sehr eingeengt. Und da wird es für Basu richtig, richtig schwer, da noch rauszukommen irgendwie. So, wir machen mal das O2. Follow doch Basu, mal sehen, wie dieses Spiel ist. Das Problem ist, wenn ich jetzt Basu hinterhergehe, kann ich meine Tasks nicht machen. Wenn wir dann deswegen verlieren, wäre es schade. Ich versuche, Tasks ein bisschen zu machen, zumindest. Na, Jan läuft doch die ganze Zeit mit Vlesk rum. Dalu ist eingesperrt in O2. GG. Vlesk, was der Sheriff? Es wurde geschossen. Sehr gut, Vlesk! Krass. Die Sache ist, wenn ich auf Basu schieße, wenn ich sterbe und sie Crewmate war, dann wisst ihr, dass Dalu ist. Deswegen war es egal, auf wen ich schieße an der Stelle. Oh, das ist gut. Gutes Play, gutes Play. Wir hatten den Sheriff dabei.
Ja, ich habe den Sheriff komplett vergessen, um ehrlich zu sein. Ich hatte gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe auch den Sheriff komplett vergessen. Sehr gut. Ich war gerade so verwirrt, ich dachte so, hä? Vlesk hat Basu gekillt? Oh, scheiße. Ja, wenn ich Basu töte, aber sie Crewmate ist und ich sterbe, dann weißt du ja automatisch, dass Starlo ist. Und an der Stelle war halt. Ich habe für einen ganz kleinen Moment habe ich kurz gedacht, Simon hat doch die zwei Kills alleine gemacht und du warst jetzt der andere Mörder. Und ich war ganz kurz, für eine Sekunde dachte ich, oh mein Gott, reingeschissen. Aber dann ist dann Schwickel. Naja, er konnte ja keinen zweiten Kill gemacht haben, das hast du nicht gesehen, als du im Download warst in Specimen. Ist Simon ganz kurz oben in die Vision reingelaufen, sprich, der war die ganze Zeit bei uns in Specimen, kann keine zwei Kills gemacht haben. Okay, ist Maxi noch im Voice? Maxi, hörst du uns? Ja, ich bin da, ich warte, ja. Alles genau, gut. Wir sind ready, du kannst in die Lobby joinen. Du findest den Code oben bei den Text-Channeln mit so drei roten Ausrufezeichen, heißt der Among Us. Und es ist der letzte Code, der gepostet wurde von Dalukat. Ich habe dich gerade übrigens gegoogelt. Oh oh, das sagt der Arbeitgeber. Fanboy. Ja, hab direkt Abo dagelassen. Ja, und du hast gesendet. An Simon oder NA? EU. Okay. Und an Simon, das ist genau das, was du gemacht hast, das war die Frage, die Jan eben gestellt hat mit den Commentasks. Mhm. Und du bist halt, du hast quasi eine Commentask. Ich mach die Fake, die es nicht gab. Genau, genau. Ja, machen wir das halt so weiter, dass wir die Leute, die noch nicht so viel gespielt haben, so Metagame? Oder wollen wir vielleicht ein bisschen. Ich habe gesagt, wenn ich gestorben wäre, hätte es ja keiner. Also, ich habe ja nicht gesagt, warum. Und als wir noch sechs Leute waren, dann dachte ich, okay, jetzt den Sieg wegschmeißen, obwohl man es halt offensichtlich gesehen hat, wäre auch nicht die richtige Option. Ich denke, so lernt man es halt schneller vielleicht. Alles cool. Du hast ihn ja vorher schon geoutet, also ich hatte den umgedrehten Fall. Und deswegen wollte ich diesmal einfach smarter sein und diesmal hatte ich mir schon einen überlegt und gesagt, wenn die Frage kommt, sage ich, du bist rechts. Aber war aber so gut, deine Antwort so selbstsicher. Ja, den merkst du, woran scheitert? Ja, wenn du im Hauptmenü bist, steht oben links Sheriff Mod loaded? Ja, steht es. Okay, und du hast unten auf EU gestellt, also nicht auf Custom. Weil ich schalte mir das spiele. Nee, aber Custom ist halt, stand da halt vorher nicht bei, zumindest. Mich hier privat. Ne, muss online spielen. Unten rechts bei der Serversuche. EU, NA, Custom und AS steht da jetzt. Ah, oh. Etienne? Ja? Hast du eine Lieblingsfarbe? Ist hellgrün, magst du es gerne? Ich war eben noch orange. Wieso bin ich denn jetzt hellgrün? Ich habe gar nicht. Weil irgendjemand erst dann orange. Also, es ist so, man hat so eine automatische Farbe eingestellt und wenn man der zuerst reinconnectet, kriegt zuerst die Farbe, die er eingestellt hat. Mhm. Nein, mir ist wurscht. Echt? Also, es gibt kein Grün. Wenn du dich von hellgrün verabschieden könntest, wäre ich dir da dankbar. Achso, du willst hellgrün, ja klar. Sorry, Max. Achso, das Grün. Hey, gibt es auch Grün für mich noch? Hallo? Das sieht Nein, ich merke, sie werden nicht alle. Den Sheriff Mod nicht installiert, der kommt zu spät. Das sieht leider schlecht aus. Ich habe mich noch nie mit einem um eine Farbe geschlagen. Ich habe noch nie eine andere Farbe außer Grün genommen. Dass sie das wissen, dass wir uns da nicht. Wegen dem Madbase-Scanner, dass die Rocket Beans-Jungs und Max das wissen, dass wir uns da nicht scannen. Ich würde nicht gegenchecken. Was machen wir? Okay, also passt auf. Es gibt eine Task. Das ist ein Madbase-Scanner. Da stellt man sich drauf und dann wird so ein Bodyscan durchgeführt. Während man da drauf steht und gescannt wird, kann kein anderer gescannt werden. Das bedeutet, wenn du Crewmate bist und du gehst dann an die Task dran und da steht schon einer drauf, steht dann waiting for bla bla bla. Das bedeutet, du würdest sofort herausfinden, dass die Person, die draufsteht, ein Crewmate ist, weil nur Crewmates können sich scannen lassen. Wir machen das aber so, damit das nicht so offensichtlich ist. Wenn jemand sich scannen lässt, lassen wir denen das machen, aber versuchen es selber nicht, um nicht zu confirmen, ob der Imposter ist oder was anderes. Und wenn ihr auf den draufklickt, dann einfach niemandem sagen, genau, dass ihr es wisst. Genau, wenn ihr es auszusehen macht. Man muss draufklicken, um das zu sehen. Genau, du musst die Task mit E machen, sozusagen. Genau. Das heißt, wir machen einfach die Regel, wenn einer Madbase-Scanner ist, scannt euch nicht gleichzeitig. Und das war's, das reicht schon. Ja, dann wartet man einfach, bis der andere fertig ist. Dann für Maxi. Okay. Maxi, du weißt ja nicht, wie die Sheriff-Mod funktioniert, weil du hast ja gerade erst installiert. Also, das ist einfach. Klar, habe ich schon verstanden, habe ein Tutorial angeguckt, alles gut. Sag mal, was hast du alles gemacht in der Zeit, wo wir weg waren? Das ist ja voll krass. Ich habe mir kurz ein Tutorial angeguckt und easy. Ja, nice. Sehr gut. Ich habe eine Stunde gebraucht, um zu installieren, das Ding. Gut, alles klar, dann würde ich sagen, legen wir los. Viel Spaß, good luck, fun. Und wir sehen uns auf der anderen Seite. Yay. Ich bin Gelb! Okay, wir sind Crew. So, wir laufen schon mal los. Haben wir oben Task? Nein, haben wir nicht. Okay, wir gehen als erstes ins. Na, Eddie verfolgt mich. Warte, wir drehen jetzt um. Das Licht geht aus, wird jetzt sofort ein Kill passieren. Wer ist reingelaufen noch? Ich glaube, Dalu ist noch mit rein. Ja, war klar. Okay, es war so klar einfach. Ich hab den ersten Mörder direkt. Enttarnt. Es tut mir leid, dass es so schnell geht, aber diesmal hat ein kleiner, lieber Junge mit einem kleinen, anderen kleinen Jungen auf dem Kopf
einen Mord begangen. Oh nein. Oh nein. Willst du mir echt gerade, denkst du wirklich, dass ich einen Kill gemacht habe? Ich spiele seit gerade 10 Sekunden. Meinst du echt, dass ich es so riskieren würde? Aber warum hast du es dann gemacht? Warum? Why you do this, man? Come on. Ja, das tut mir leid, Maxi, aber du... Lass mich doch ganz kurz bitte mehr als 2 Minuten spielen. Ich habe keinen gekillt. Ich will einfach ein bisschen rumlaufen, die Welt erkunden. Hast du wirklich keinen gekillt? Hast du wirklich keinen gekillt? Ich habe keinen gekillt, nein. Wirklich? Wirklich? Ja, wirklich, wirklich. Wirklich? Also, hallo, häng mir doch kein Kill hier an. Also, ich bin mit Bless zusammen runtergelaufen im Dunkeln. Wir sind nicht zum Licht gelaufen, sind erst weggelaufen. Richtung... Ja, seid ihr mir vorbeigelaufen. Ich bin Richtung Lifeline. Ich habe gerade noch ein paar Sachen eingestellt. Dann sind wir wieder hochgelaufen. Vleska mal ein Stückchen vor mir und ich ihm hinterher und dann laufe ich plötzlich über seine Leiche und Maxi rennt mir genau kurz davor entgegen. Also, hallo. Aber warte mal, Simon. Das ist so eine Lüge. Simon, das Licht ging ja gerade aus und warum sollte, wenn Maxi den Kill begangen hat, wenn Licht gerade ausgeht, in dich reinrennen? Das warum sollte er nicht direkt reporten? Das ist die andere Frage, weil die Report-Button, die kriegst du auch ohne Licht. Das ist halt der Punkt. Ne? Aber also ich bin mir nicht ganz könnte sicher. Könnte wieder ein Unge-Ding sein, Leute. Darf ich mal eine Frage stellen? Ja. Eine Frage. Ja. Hast du jemanden umgebracht? Nein. Also mich hat er überzeugt. Okay. Der erste Tote ist Bless, das müssen wir auch im Hinterkopf halten. Ja, nee, der Fall ist abgeschlossen, Leute. Also wir haben es gerade eben doch, die Befragung war doch eindeutig. Ich mag meine Farbe nicht. Gib mir, oder? Deswegen hast du rosa gekillt. Ja, wir skippen. Also, nein, okay. Ich würde grün so eindeutig machen, das ist irgendwie für mich nicht mehr. Wenn ich Killer wäre, würde ich einfach den grünen Farben killen. Ich sag so, wie es ist. Es könnte sein, dass vielleicht in einem anderen Paralleluniversum auch Barso den Kill gemacht hat, weil Barso war auch da. Aber nee, ich bin nach unten gelaufen, ich war da nicht. Bin ich aber im Labor gelaufen. Also ich tendiere aber eher zu Maxi. Wenn Maxi stirbt, Barso. Okay, umzubringen. Oh. Das Licht ist noch aus, fuck. Okay, Cooldown ist aber am Anfang noch ein bisschen länger. Wir könnten es schaffen, das Licht anzumachen, ohne zu sterben. Dann müssen wir aber direkt weg. Also wenn, dann müssen wir das fast machen. Alle Türen sind zu. Barso ist bei mir. So, Barso macht auch Türen auf. Das spricht dafür, dass sie... Weil normalerweise als Imposter lässt du andere Leute die Tür aufmachen, wenn du gleichzeitig mit ihnen dranläufst, damit dein Cooldown nicht pausiert wird. Das mache ich jedenfalls so als Imposter. Wenn ich mit jemandem... Ey, was haben denn alle für ein Problem mit mir? Also, ich habe eine Leiche gefunden, ein grüner Mäntel, und zwar außen vor dem Laboratory-Komplex, quasi auf der linken Seite vor dem Eingang. Und hinter mir läuft die ganze Zeit Ede, der mir ein bisschen Sorgen macht, aber noch ist er unschuldig. Noch. Einer von den Grünen ist tot, war Maxi? Also, das kann ich erklären, okay? Ja. Ich war links oben gerade... über Security und irgendwer war dann noch bei mir. Ist an mir vorbeigelaufen. Wer war das? Irgendwer war da. Scheiße, ich weiß nicht, wer da war. Ich habe nicht aufgepasst. Wahrscheinlich Mäntel und jetzt der Tod. Zufall? Nein, der ist rechts gestorben. Ist ein Mod da, Chef. Ach so. Das passt gar nicht zeitlich. Also der Kill, das war ich nicht. Ich sag so, wie es ist. Barso benutzt übrigens unsere Tricks. Also der erste Kill warst du, oder was? Nee, der war ich auch nicht. Okay, also war es der erste Kill? Ich habe der Imposter-Kollege war der erste Kill und du bist einfach drüber gelaufen, wie leicht, ohne zu reporten? Nein. Auch nicht. Okay. Hallo, was soll das, Junge? Okay. Ja, also. Bin ich bitte in Ruhe. Barso, wo warst du eben ganz genau, als wir da die Leiche reportet haben? In der ersten Runde oder in der zweiten? Ich bin nach unten gelaufen und war. Also, du warst schon näher an Lifeline? Ja, genau, ich wollte zu Lifeline laufen, aber ich war vorm Office. Danke, Astro. Gewinnt Mäntels Team. Hast du gesehen, dass Bless sich umgedreht hat und wieder in die andere Richtung gelaufen ist? Ja oder nein? Wir können noch wetten, weil ist noch alles offen. Ich bin nicht zum Labor gegangen. Ich bin nach unten gelaufen. Ich habe überhaupt keinen gesehen. Und als es dann dunkel wurde, sowieso nicht. Okay. Und jemand stand an der Node ganz am Anfang. Aber ich weiß auch nicht mehr, wer. Also wer war denn jetzt diese Runde rechts? Ist das die Ghost-Mod? Ja, politisch gesehen jetzt. Ich war genau in der Mitte der Map, wenn du das meinst. Aha. Ja, Moment, Ede, das stimmt aber nicht. Hä, ich bin doch neben dir gelaufen. Wir sind ja, aus aber ich kam ja von dem Office rechts raus, an der Lava dann ist entlang. Ja, stimmt, jetzt werde ich auf die Map, ich habe hier die Map aufgemacht, das ist schon eher rechts, ja. Warum bist du so leise, Dalu? Das ist untypisch. Ja, Simon und Ede haben die Leiche gefunden. Ede war hinter Simon gelaufen. Gnu kann es diese Runde auch nicht gewesen sein. Er war ein bisschen eng hinter mir, der Ede. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, weil wenn ich sie umgebracht hätte, kann ich ja, ich war ja hinter dir. Cooldown, was weiß ich, du hast gewartet. Du warst so verdächtig. Ich war hinter dir, du warst vor mir. An der Leiche.
Okay, geil. Sehr mysteriös. So, Speedrun-Task. Wir machen erstmal hier alles, was wir hier auf der Seite haben. Dann Specimen-Labor. Also Jan ist einer. Zweite Person, wissen wir noch nicht confirmed. Könnte Baso sein. Maxify glaube ich nicht. Simon auch nicht. Dalu maybe. Eddie und Simon schließe ich eigentlich aus, da Licht ausgemacht wurde und schnell gekillt wurde. Das glaube ich nicht, dass sie das machen. Wo ist denn das Ding hier? Der erste Kill war ja absurd schnell. Das ist ein erfahrener Spieler. Blast ist ja schon tot. Den ersten Kill, den wird nicht Jan gemacht haben. Den muss jemand gemacht haben, der sich schon gut auskennt. Was ist hier aus? Das ist Lights out. Okay. So, die sind hier drin. Maxify ist hier drin. Baso sucht Opfer. Guckt mal, habt ihr gerade gesehen? Baso sucht gerade. Wenn das Licht aus ist, geht man nicht als Crewmate in Kill. Baso hat gerade Orange gekillt. Während Maxify noch dran war. So, die Leiche liegt jetzt hier draußen. Wir machen mal Communications kurz. So, Weapons in Download. Mal gucken, wer hier findet. Unge vielleicht? Weiß nicht. Unge, unwahrscheinlich, weil der hat ja direkt Maxify beschuldigt. Das würde als Imposter ist es gefährlich. Das macht Unge, glaube ich, nicht. Also hat er vielleicht schon mal gemacht, aber in der ersten Runde sofort dann so auf einen zu schießen. Oh, Duisburger Eck. Never forget. Schaffen wir das noch, bevor die Leiche gefunden wird? Nice. So, kommen sie zu. Alter, dass die Leiche nicht gefunden wird, ist absurd. Das ist völlig ab. Mann. Oh, oh mein Gott. Ey, krass. Es sind die besten Spieler raus. Also, ich war in den Camps gerade. Hm? Dado, wo hast du die Leiche gefunden? Rechts über Temperatur. Ich sei zu viert dahin gelaufen. Ich muss auch ja, aber das ist das Lustige dabei ist, wir sind vier Leute. Aber wir sind ein. Das waren zwei Crewmates und zwei Imposter. Weil du Imposter bist, oder was, Dalu? Nein. Ich glaube, okay, dass. Warum du und, sonst? Ich glaube, du und Jan wollten gerade Simon und mich wegdrücken. Dalu. Ich habe auch so ein Vibe verspürt. Ich glaube nicht, weil wenn das so wäre, dann hätte ich ja einfach gedrückt. Ich habe fast auf der Lifeline schon gesehen, dass zwei tot sind und ich habe überlegt, ob ich zum Button gehe. Matteo, denk an das Video. Ihr müsst euch ja zusammen timen, ne? An welches Video soll ich denken? Ich habe eine Regel frei, ohne Spaß, weil das habe ich schon häufiger gehört. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Dieser Doppelkill, das heißt, zwei Imposter sind mit zwei Crewmates da und killen gleichzeitig oder wie funktioniert das? Jetzt fragt Jan, wie ein Doppelkill funktioniert. Man suggeriert dem anderen Imposter irgendwie so, dass man halt killen möchte. Manche tanzen sozusagen, indem sie links, rechts oder so machen. Ach so, das Video mit den Regeln. Zusammen und dann muss halt, einer muss halt anfangen und der andere muss halt schnell reagieren. Ja. Alles klar, also wenn man da als Imposter einen Kill sehen würde, würde man mitkillen. Ja, genau, dann wäre es ein Doppelkill. Wenn ich Imposter wäre, würde ich sowieso keine Doppelkills machen. Nein, okay, aber was ich komisch fand, ist, als du an Lifeline standest, hast du mich gesehen. Ich bin direkt nach links weggegangen, weil du einer von vier Verdächtigen für mich warst. Und als ich links raus wollte, ist die Tür zugegangen. Du kamst von rechts, aber konntest keinen killen, weil glücklicherweise Simon noch da stand. Nee, ich habe überlegt, ob ich zum Button gehe. Aber, ja, es aber ist warum halt so ein bist Ding, du links vorbeigelaufen? Ich werde das Video mit den vier Tipps gleich anwenden. Ich habe nicht die erste Tür genommen. Ja, weil ich dann dachte, okay, dann gucke ich doch nochmal, ob ich lieber den Buddy finde, anstatt auf den Button zu drücken, weil dann sind ja beide weg, beide Buddies, und wir haben quasi null Info. Und dann bin ich rausgelaufen mit dir und du hast schneller reportet als ich. Meine Muskeln wiegen sehr ich viel. Ich finde es halt so aus der Luft gegriffen, da jetzt zu sagen, wenn wir zu vier zu der Leiche laufen, zu sagen, dass wir jetzt sind nur sechs Leute, ihr wisst Bescheid. Ich vote in dem Fall Baso, auch wenn ich mir nicht so 100% sicher bin, wie ich mir sonst. Warum votet ihr für mich jetzt? Was war das jetzt? Die beiden Imposter. Ja, wahrscheinlich musst du einem Imposter den Call für den anderen Imposter geben, damit man auch weiß, wen man voten soll. Mhm. Okay, guter Call. Baso ist raus. Jan wird es jetzt sehr schwer haben. Und der Call von Dalu kam schon richtig. Also Dalu hat schon richtig eingegrenzt, dass es die beiden sind. Saubere Nummer. Saubere Nummer. Komm! Gib mir den mal jetzt hier. Boom. So, zwei Tasks haben wir noch, die müssen wir wahrscheinlich aber gar nicht machen. Dalu macht trotzdem Task.
No, meine Punkte, Dalu wieder, ey. Leute, also, es könnte, also wenn Jan jetzt noch Dalu killt und dann es noch schafft. Nee, Jan, nicht da warten. Was machst du denn da? Warum wartest du hier drin? Lights ist raus, aber warum wartet er drin? Oh nein. Oh nein! Nein! Kill. Ja, jetzt musst du aber weg. Jetzt musst du aber weg. Jetzt musst du aber weg. Nee, nicht reinspringen. Genau, warte. Ah, okay, na gut. Kommt er raus? Oder bleibt er drin? Er kommt raus. Ja, sehr gut. Er versteckt sich bei den Rädern. Die Türen gehen zu. Oh, Baso hilft gut mit. Baso hilft gut mit. Emergency. Okay, ich wollte ganz kurz ein Meeting machen, weil Blau gestorben ist. Und ich stand mit Gnu die ganze Zeit rechts beim Feuer. Das heißt, Gnu kann es nicht gewesen sein, ich kann es auch nicht gewesen sein. Entweder Dalu oder Jan. Nice. Guter Call. Guter Call. Okay, super. Ja, ich gebe jetzt nicht zu, dass ich der Killer bin. Sorry, ich habe mich zu spät undeafened, oder wie das heißt, ich habe es am Anfang nicht verstanden, ich habe nur den Verdacht gehört. Ich bin in, wie ach, heißt er, es? Er hat sich auch taub gestellt, okay, krass. Unten, kurz vor Boiler Room. Gnu? Nee. Wer glaubst du, ist es? Eine 50-50 Chance hier gerade. Ist die Chance wirklich 50-50? Ist doch eigentlich eher 90-10. Lass einfach Gnu rausvoten. Okay. Nein, mach jetzt keine Faxen, Gnu. Okay. Das hat bei Gnu immer dazu sagen müssen. Ich hab mein Vote abgegeben. Keine Faxen. Ich weiß nicht, wer es ist von den beiden. Gnu hat Dalu. Also nee. Einer muss es ja sein. Aber fass mal die letzte Runde zusammen. Wer ist es? Du hast Dings gemacht hier. Ja, also, weiß das noch mal. Dalu hat Baso Report rausgevotet. Got it. Ja, aber wer ist rausgeflogen und warum? Hab nicht aufgepasst, hat keinen Schlaf gehabt. Ich Dalu Baso ist zum Löffel füttern muss. Weil ich Baso gecallt habe. Aber was? Mhm. Wir sind jetzt 4 Leute, was heißt das? Dass das richtig war und du rausgehauen hast. Ja! Okay, ergibt Sinn. Hat Gnu. Warte mal, wenn ich jetzt. Nice. Gnu, du hast auf mich gewotet oder hast du auf Maxi gewotet? Also, wenn. Ich habe auf Maxi gewotet. Warum? Jede Runde votet jemand für mich. Gnu hat Maxi gewotet. Warum hat denn Gnu Maxi gewotet? Ja, hallo, ich bin voll müde. Und da warst du. Ey, das war gut. Ey, aber Dalu, ja. gut nochmal die Kurve gekriegt, weil ich hatte ja ein bisschen mehr Maxi im Verdacht. Aber ich habe ja auch noch gesagt, Baso war auch da in der Nähe. Aber ich war. Ich dachte halt, Vlesk, erster Tod, 8 Sekunden im Spiel. Du stehst schon wieder in der Nähe. Ja, das war danke fürs Zuschauen, Leute. Das ist meine Sheriff-Runde. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Oh nein. Oh, aber du hast eben Headshot verteilt. Also ist okay. Du warst zweimal Sheriff jetzt schon. Ey, aber Baso hat den Kill sehr gut gemacht, weil die hat es so gedreht, dass es für mich aussah, als wäre es eher Maxi. Ja, aber Simon, das war irgendwie, es war mir selber klar, dass das nicht Maxi gemacht haben sollte, weil warum sollte der denn direkt den Kill machen und dann im Licht in dich reinlaufen, aber ins Dunkel ist in dich reinlaufen? Ja, irgendwie dumm, ne? Aber irgendwie sah es für mich so aus. Ja, manchmal mache ich solche Sachen. Das ist eigentlich ganz nachvollziehbar. Aber habt ihr gerade nicht verstanden, dass Maxi auch irgendwie 5 Minuten braucht? Baso, wolltest du mich killen, als du die Türen dazu gemacht hast? Ich wollte, dass Jan einen Kill macht, weil ich den Kill da bei Unge gemacht habe, aber dann halt Cooldown hatte leider. Aber. Habe ich nicht gerafft. Ich hätte Dalu einmal vorher killen können, aber die Lage war mir zu riskant. Ich glaube, du hättest generell dieses einen Kill machen sollen. Nein, ich habe zwei Kills hab ich gemacht, oder? Ja, ich habe aber die ersten 4 gemacht. Ja, mich hast du gemacht, Jan, danke dir. Simon, darf ich mein Rot wieder haben? Ja, auch. Der letzte Kill von dir. An mich. Du hast mich so schön in diese. Du hast mich in Electronic gelockt. Ja. Und dann kaltblütig gemeuchelt. Da habe ich auch so gesehen. Schön in der Dunkelheit. Nee, das hat. Das war nicht kaltblütig mehr, da hat das Herz dabei geblutet, wenn es nur wegen mir spielt. Ja, ja. Vor allen Dingen. Dieses Doppelkill ist eine ernst gemeinte Frage. Da müssen beide Imposter dann schnell auf den Killknopf drücken, wenn sie in der Vierergruppe rumstehen oder wie funktioniert das? Ja, also einer muss halt anfangen und der andere muss es halt sehen und direkt reagieren. Also, genau. Alles klar. Oftmals so, wie jetzt da oben stehen 2 Crews und ich sag jetzt Maxify so diesen so einen kleinen Dance. Da so, braucht man aber sehr schnelle Reflexe. Also weiß nicht, ob du damit Schachskills hinterherkommst. Also muss sehr schnell gedrückt werden, Jan. Oh, ja, ein kleines Simon, darf ich mein Rot wieder haben vielleicht? Ja klar, natürlich. Ich hatte das gar nicht geändert. Ja, ja, manchmal ist das so komisch, wenn man da reinjoint. Danke. Ist Blau okay oder will jemand... Nee, ist okay? Gut. Nee, ich hätte den Grünen, aber sonst alles okay. Okay, alles klar. Kann ich alles haben im Leben. Dann sind wir ready, let's go. Viel Spaß. Ich töte einfach nur grüne Leute. So, okay. Geht gleich grün, ist die Wette schon am Laufen? Crew. Okay, was waren die Regeln nochmal? Was waren die Regeln? Also die erste Regel war, irgendeinen Scheiß labern, jemanden beschuldigen und sagen, ah nee, war nur Spaß.
Zweite Regel war, habe ich vergessen. Dritte Regel war, irgendwas mit Hitler. Vierte Regel war, irgendwas mit Eddie? Kein Plan. Wie waren die Regeln? Hitlers Pulli, wir müssen dem irgendjemanden anziehen. Weapons mache ich nicht. Ich gehe jetzt an Admin. Boah, ist ja alles stacked hier. Zwei Leute sind Specimen. Da wird kein Kill geschehen, oder? Weiß ist tot. Der Kill muss dann entweder hier liegen oder es ist ein Specimen passiert. Da müsste ich aber wissen, wer ein Specimen war. Scheiße, ich muss checken, wer aus Specimen rauskommt. Camps sind an, da wurde noch nichts gefunden. Wer kommt aus fucking Specimen raus? Die sind immer noch da drin. Die Killcampen. Junge, komm mit! Ich habe grün gefunden, aber weiß war schon tot, als ich in Lifelines war. Grün war noch nicht tot. Das heißt, der Kill ist nicht so alt. Und ich habe nur zwei Fragen an Gelb und Orange. Warum immer mich? Was habe ich gemacht? Warum seid ihr, als das Licht ausgegangen ist, nicht zum Licht rein? Warum seid ihr in diesem Gang stehen geblieben? Ach, das Licht war aus? Noch ernst? Nur ich habe leider gerade Probleme beim Internetanbieter. Ich habe mit deinem Hund lustige Dinge gemacht, das ist in Ordnung. Was? Yeah. Okay. Ich habe beobachtet alles. Ich habe jetzt einen wackelnden Schwanz. Ich weiß nicht, wie lange Weiß tot ist, weil ich, als ich an Lifeline gegangen war, war Weiß schon tot. Grün habe ich gefunden und habe nicht gesehen, dass er vorher tot war. Das heißt, Grün ist maximal so 4 Sekunden tot. Aber wo ungefähr war die Leiche? Grün liegt in dem Raum von Deacon. Wo ist das? Oben oder unten? Deacon? Ich bin von Lifeline über Admin-Raum, wollte ich zu Specimen. Grün liegt da in diesem Raum und Weiß war schon tot. Aber Grün war zu dem Zeitpunkt noch nicht tot. Wichtig. Ich war zuletzt auf jeden Fall links unten bei Dalu und wer war die ganze Zeit an den Camps? Eden, ne? Ja, Scapegoaten geht aber nur, wenn ich Imposter bin. Eden. Als Crewmate Scapegoaten. Also Maxi war auf jeden Fall links unten bei mir, ja. Also ja, Mann, ich war muted. Okay. Scheiße, ich rede hier seit 10 Minuten. Sorry, ich war bei den Camps. Ich habe ganz lange geguckt, weil ich gehofft habe, dass ich jemanden erwischen kann. So. Und ich einfach Angst habe, mich irgendwo hinzubewegen, weil ich immer sofort tot bin. Und ich stand einmal kurz oben, weil ich habe das alles noch nicht so auswendig und ich muss immer auf die Map gucken, wo ich als nächstes hin muss. Ja, macht Spaß. Und, aber ich bin natürlich. Oder echt? Nee, ich bin maximal unschuldig, wirklich. Also. Okay. Das stimmt, er hat sich kaum bewegt da an den Camps. Ich war auch nicht, ich war die ganze Zeit nur links. Ich weiß ja, aber dann könnt ihr mal fragen. Es ist relativ hoch, dass Gnu Crewmate ist, übrigens. Warum? Aber könnt ihr mich fragen, falls Imposter irgendwo reinstechen wollen, Gnu ist ein gutes Target. Max und Ede, warum? Die macht auch komische Sachen mit dem Hund. Ich lauf da nicht mehr hin. Was die Sache ist klar. Ich sterb dann nur. Also du machst aus Prinzip das Licht nicht an. Ede? Das geht auch keine Ruhe. Ja. Bist du durch das Licht gegangen, als es aus war? Ey, weil ich das gar nicht gecheckt habe, ehrlich gesagt, weil ich im Kopf hatte, zu den Camps zu gehen. Nee, als ich das Licht gefixt habe, standest du in dem Raum an diesem Download-Button und du musst schon checken, dass es plötzlich dunkel ist. Am Download-Button? Noch lost als ich? Nur geht von Georg weg. Flesk, lass mich in Ruhe. Ah, okay. Was ich gerne wissen würde, war der Kill an Jan wirklich in Specimen und haben die da die ganze Zeit gewartet oder sowas? Das würde ich halt gerne wissen, weil alle anderen oder fast alle anderen waren... Weil fast alle anderen, es waren zwei dort, ja, der Killer und die Leiche, oder? Oder wo wurde der erste Kill gemacht? Der wurde nicht gefunden, obwohl alle zusammen rumgelaufen sind, das war strange. Wenn zwei dort sind, kann der Killer dich ja nicht killen. Wird die Leiche weiter angezeigt? Ja, die Leiche wird weiter angezeigt, auch wenn die tot ist. Deswegen war ja mein Verdacht deswegen. Weil die so lange in Specimen waren zu zweit und keiner kam raus. Deswegen dachte ich, dass einer der Tote ist und der andere halt da guardet oder halt wartet, bis er irgendwie wegrennen kann oder noch einen killen will. So wie wir damals. Tote Leiche, ja. Genau, die Leiche war tot. Bin mir relativ sicher, dass die Leiche tot war. Dalu zweiter? Keine Ahnung. Also Unge ist der Erste. Ich weiß nicht, wer in Specimen drin war.
Okay. So, wir machen den Müll, dann Weapons, dann haben wir fast alles. Nur 4 Millionen Kanalpunkte im Topf, was ist da los? Ich kann mir schon vorstellen, dass man... Ich würde hier auch nicht mitwetten, weil es sehr... Es ist sehr 50-50 und da würde ich halt gar nicht wetten. Aber Gewinnchancen sind nicht so hoch. Oder wie sind die Wetten aufgeteilt? Wahrscheinlich so 50-50 ungefähr, oder? Oder ist eine krasse Tendenz? Gut, dass ich all in bin. Immer auf Crew wetten. Ja, immer auf Crew wetten, aber kann halt auch sein, dass so eine Banger-Imposter-Runde rauskommt. Zum Beispiel jetzt mit Unge als Imposter kann es sehr gut sein, dass die Imposter gewinnen. Er weiß halt, was er macht. Aber wir haben alle Tasks fertig in Runde 2. Wir sind komplette Speedrunner. Dann beobachten wir jetzt mal. So, Unge läuft rum, killt Baso an Lifeline. Interessanter Kill. Ich glaube, Lights ist noch aus, ja. Cooldown wird sogar noch weiter runtergehen. Er wird gleich noch einen Kill begehen können. Sehr guter Kill. Oh, den macht er auch noch, oder? Den macht er auch noch. Hä? Okay. Mit Gnu? Wir haben einen Kadaver. Ach, du hast reported. Ach, ich hab reported, Gnu. Ich hab doch reported. Naja, du standest eine ziemlich lange Zeit auf der Leiche und deswegen habe ich dann irgendwann gedacht, ich report jetzt mal. Ich wollte, dass die Tür noch aufgeht, um zu gucken, wer da genau liegt, weil ich nicht sehen konnte, welche Farbe das war. Und dann habe ich gesehen, okay, Dalu, könnt ihr mir kurz euren Laufweg erklären? Weil ihr seid in die obere, okay, Leute, ist RIP. Decontamination gegangen, das habe ich noch gesehen, ist RIP. Als ich in den Lab Imposter reingegangen gewinnen. Bin. Seid ihr dann durchs Bett? Ja, wenn Blesses ist. Gnu und Dalu, warte, erstmal. Okay. Also Gnu, also wie seid ihr? Ich war links, da war dann Dalu, dann sind wir zusammen in zum Desinfizieren rein, da habe ich meine Kabel gemacht, er ist dann rausgerannt, dann ging das Licht aus, dann habe ich ihn verloren, dann war er weg, dann ist er, glaube ich, in die Lights rein. Ich habe mich noch an den Zaun gestellt, weil ich Angst hatte, bin ran, habe Dalu gesehen, die Tür war zu und habe dann erstmal nicht reported, weil ich dachte, vielleicht läuft noch jemand vorbei, ist aber nicht passiert, dann kamst du, hast reported und ich glaube, wenn ich jetzt in Lesk seinen Stream schauen würde, würde ich ein kleines Lächeln sehen, weil er sich denkt, geil, jetzt ist nämlich die dumme Sau endlich verdächtig. Habe ich recht, das sehe ich ein Leichen, okay. Ja, okay. Ja, und Georg denkt das, glaube ich, auch. Ich glaube es tatsächlich nicht. Weil Gnu, nee, Gnu war die ganze Runde bei mir und nach dem Reaktor ist Gnu von mir weggelaufen und jetzt ist jemand tot. Wahrscheinlich, nein, weil sie nicht töten konnte, während sie bei mir war. Du bist mir die ganze Runde hergelaufen und auf einmal warst du weg, Gnu. Ja, weiß ich, kann aber vielleicht ein bisschen helfen. Ja, Antonia, haben wir vor, haben wir drüber geredet. Ja. Nämlich nur Baso oben links, als dieser Notfall war, kam Baso von dieser Antenne ganz oben links runter. Und wer war da näher? Begegnet. Und wer war denn näher? Und irgendwann später war sie ja tot, nicht so lange später, was überhaupt nichts mit mir zu tun hat in diesem Fall. Aber ich wollte gerade sagen, das macht dich verdächtig. Ich habe überlegt, ob ich sage, aber ich bin Ehrenmann. Ich sage okay, das, auch wenn ich mich selbst fragen, dadurch... Ich habe auch vorhin meine Kabel gemacht, dann ging ja der Reaktor an, da ist nämlich Lesk weggedüst. Und ich kann, glaube ich, sagen, Lesk, du bist so ein Profi, dir ist ein Fehler unterlaufen, der dir niemals unterlaufen würde. Beziehungsweise du hast eine Tasse gemacht und du bist nach unten gelaufen. Ede ist einer. Ja. Ede ist so mal mit einer, ja, das ist im Licht. Ede ist einer. Das Ede, was, wo kommt das? Ja, der Call war der. Okay. Wollt ihr mich eigentlich... Ja, oh mein Gott. Gnu. Aber guck mal, da seht ihr ja, guck mal, keiner hat auf Ede mitgevotet. Ja, weil ich auch unschuldig bin. Nein, weil du Imposter bist. Du bist der zweite Imposter. Was war das denn nein jetzt? Nein! Orson, ich erkläre mal ganz kurz die Sheriff-Mod. Das ist einfach eine weitere Rolle. Der Sheriff gehört zum Team der Crew. Der will also, dass die Imposter rausfliegen. Aber er hat eine besondere Fähigkeit. Er kann auf Mitspieler schießen. Wenn er auf einen Imposter schießt, dann stirbt der Imposter. Wenn er allerdings auf einen Crewmate schießt, dann stirbt er selbst. Das heißt, er muss ganz genau überlegen, auf wen er schießt. Und schießen bedeutet einfach nur, er killt. GG. Hast du meinen Hund gesehen, oder? Was habt ihr denn da angestellt? Ich wollte dich auch gerade töten. Ich war Sheriff. Nein. Du warst Sheriff? Ja, ich wollte einfach gerade töten. Alter, nein. Ich war da so nicht irgendwie so. Ja, die Sekunden gehen runter. Ich spiel doch kurz bei denen und dann kommen wir. Merkt euch eins: Wenn Vlesk mich so beschuldigt, dann ist er Imposter. Das macht er jedes Mal, weil er weiß, ich bin ein schutzloses Opfer. Ich will den Moment, wo am Ende Simon nochmal gerufen hat: Eddie ist Mörder. Da wusste ich, dass er selber der Mörder ist. Das war so klar. Ich weiß doch gar nicht. Nee, der andere Simon. Also Nicht Nils.
Ja, aber welcher Fehler ist mir unterlaufen? Was ich komisch fand, du bist einmal oben gegenüber von Security, hast du Kabel gefixt und dann nochmal runtergelaufen, obwohl wir da gerade schon vorbeigelaufen sind. Da dachte ich mir, das ist ein Fehler. Der unterläuft ich dachte mir, das ist schlau, weil du hast die Kabel ja nacheinander und ich musste erst oben die Kabel machen, die kriegt man als erstes und dann muss man runter, sprich... Ich kam ja von unten rein und muss dann oben erst die Kabel machen, dann unten. Ja, da hast du recht, aber bei Specimen dachte ich mir schon, das bist jetzt gerade, dass du es bist. Naja, ich habe 50 Sekunden lang gedownloadet. Nein, du hast das 2 Minuten lang gedownloadet, so lang, dass ich es geschafft habe, dass dein Hund seinen Schwanz aussieht, als wäre es mein Pipi. Wow. Okay, wow. Ja. So, Georg, du bleibst zu Hause für heute. Okay. Nächste Runde. Hast du mich da gesehen, als ich Talo getötet habe? Nee, da bist du ja abgehauen. Ja, hast du mich da gesehen vorher? Nein. Aber ab dem Moment, wo du mich verdächtig hast, wusste ich, dass du es bist. Ja, aber Dalu hat mich im Auge, deswegen ist gut, dass Dalu gestorben ist. Dalu, du hast mich im Auge, oder? Ja, also ich bin oben reingekommen, Unge, und ich gehe erstmal wieder raus. Ja, ich bin der Berglauf und dachte ich, okay, er wusste Bescheid. Aber dann wollte ich die ganze Zeit holen, aber die ganze Zeit war Gnu bei dir. Und dann gehe ich zum Licht und auf einmal liegst du da tot und Gnu steht da drauf. Das ist ja gute Arbeit, Fles. Wo lag denn die erste Leiche, wisst ihr das? Unten beim Pylon, in der Mitte, vor Office krass, links. Dass sie nicht gefunden wurde die ganze Zeit. Ja, war eine gute Imposter-Runde. Habt ihr echt gut gemacht, ihr Penner. Ja, ich hasse euch alle. Ich hasse euch auch. Gut, der nächste Runde. Heute. Du musst eine Sache wissen. Oh nein, Entschuldigung, ich hab gestartet. Einen längeren Kill-Cooldown. Ja, das ist mir aufgefallen. Genau. Ganze 40 Sekunden, Alter. Ich konnte nicht mehr. Good luck, have fun. So, wir sind wieder Crewmate. Unsere Mission ist es jetzt. Nicht als Erster zu sterben, das wird ja wohl möglich sein, oder? Also nicht in der ersten Runde direkt zu rippen. Die wollen nicht, dass ich den Fall löse, die wissen genau. Inspektor Kodumbo ist die größte Gefahr für die Impostoren, deswegen killen die mich immer zuerst. Warum gehen die in Storage rein am Anfang, ist auch gefährlich. So, wir müssen am Leben bleiben. Das heißt, wir müssen uns jemanden suchen, dem wir vertrauen können. Jemand, der unschuldig wirkt. Jemand... Dalu ist Imposter. Habt ihr gerade gesehen, warum er Imposter ist? Man läuft ja von hier hoch, ne? Und man guckt nie nach da, wenn man diese Task macht. Nur wenn man sich noch mal einmal kurz korrigiert, dann ist man... Also das heißt, Dalu hat gerade Licht ausgedrückt, als er diese Task gefaked hat. Dalu ist Imposter Nummer 1. Und Orange ist tot. Okay. So, Dalu ist also Imposter. Aber mit wem zusammen? Das heißt, wir halten uns von Dalu fern. Ich muss mit der Information noch irgendwie versuchen zu überleben. Warum macht hier keiner Licht an? Ja. Wer hat was gefunden? Hallo? Ich habe Mantle gefunden. Ich glaube, wir sollten ja auch mal mitspielen lassen, oder? Der Kill ist... Ja, cool. Ich glaube nicht, dass der Kill so lange her ist. Ich habe sogar vielleicht sogar das Gefühl, der Killer könnte noch im Leitsraum stehen. Nein. Das liegt jetzt... Du musst doch wissen, ob der Killer im Leitsraum steht oder nicht. Warum? Hast du nicht den Leitsraum durchgecheckt? Nee, ich bin reportend reingelaufen, weil so lange schon das Licht aus war. Ich stand vorher mit Matteo und Jan an den Lifelines. Da war Orange schon tot. Und das Licht ging immer noch nicht an. Dann war ich einmal kurz nach unten weggegangen, komme wieder oben rein, ist nur noch Jan da. Matteo also weg. Ich kann mir vorstellen, und jetzt weiß ich es auch, habe ihn ja reported, dass er zu Licht gelaufen ist. Ich bin zu Licht gelaufen, reportend. Ich hätte jetzt nicht gedacht, Matteo finde. Ich habe eigentlich gedacht, der macht das Licht mal an und dann liegt er da. Deswegen glaube ich sogar, dass die vielleicht sogar da gecampt haben, beide. Beide? Weil ja zwei Leute tot sind. Das bestätigen, ist ja dass ich Dalu ja. Nicht alle durcheinander, bitte. Ja, zuerst. Ich bestätige nur Dalus Story. Ich habe Matteo allerdings nicht gesehen an den Lifelines. Ja, also Matteo liegt Licht. Und Jan war das auf jeden Fall nicht. Könnt ihr die Location von mir durchgeben? Baso war unten links im Lower Decon und Maxi war oben rechts im Upper Decon. Okay, am besten. Ja, ich habe jetzt gerade Weapons gemacht, bin auch hoch zum Licht gelaufen. Aber Dalu war schneller. Also meine Theorie ist immer noch, dass Dalu verdächtig ist. Ja, ich weiß nicht, Leute. Simon hat mich ja gekillt. Okay. Also wir wissen nix, oder was? Nö.
Anscheinend nicht. Ja, wie gesagt, wo steht ihr denn jetzt? Also von Vlesk weiß ich. Ich stehe quasi vor der Elektro-Eingangstür von der Außenbereich. Simon Gnu. Wie ist denn das mathematisch? Müssen wir bauen jetzt? Oder? Nein, mathematisch. Ich wollte gerade zu Leitsch laufen, bin froh, dass ich es nicht gemacht habe, wenn da die Imposter gewesen sind. Ich denke, Basel ist Crewmate. Ich bin nicht Imposter. Die hat auf jeden Fall ihr Messer in mich reingesteckt. Absolut nachvollziehbar. Hast du das Video schon gelöscht? Welches Video? Welches Video habe ich gelöscht? So, okay. Ich beobachte jetzt mal eine Runde lang Dalu, weil die Task werde ich sowieso fertig bekommen, weil ich bin Taskmaster. Haben wir hier eine? Nein. Dalu läuft an Lifeline direkt am Anfang. Das ergibt keinen Sinn. Warum sollte man an Lifeline direkt laufen? Dalu ist Imposter. Man läuft nicht an Lifeline, wenn der Kill-Cooldown noch nicht durch ist. Was soll denn da passieren? Sag mal, Dalu spielt ganz strange. Er ist entweder Imposter oder irgendwas. Der trinkt selber Maria Kron gerade. So. Läuft hier hin, geht in die Camps. Nein, er sucht. Die suchen beide. Er ist Imposter. Leute, wir haben ihn. Ich habe ihn überführt mit der Swipe-Card. Guck mal, er sucht. Er sucht. Und? Er überlegt. 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 Er will Blast machen, oder? Aber Maxi ist hier. Uff. Traut er sich? Nee. Traut er sich? Nee. Boah, er könnte Unge machen, ist aber risky. Er macht ihn. Ah! Es war die Ecke! Was? Ich bin ja komplett lost. Was machen die denn hier? Warum spielen die hier im Loch rum? Eine Frage, die man nicht im Internet stellen sollte. Hat es dir gefallen? Perfekt. Lässt es muted. Sehr gut. Schwierig. Drei Leute tot. Ich hatte eben ganz schlechte Dalu-Vlesk-Vibes, aber es kam jetzt nicht mehr hin. Weil diese okay, ich kann es nicht sein, das müsstet ihr eigentlich auch wissen. Ich weiß es nicht, weil ich nicht bei dir war, aber bei Dalu hatte ich das Gefühl, weil er gesagt hat, ja, die Personen müssen noch in Electrical campen, aber er hat nicht so reingeguckt irgendwie so. Es hörte sich so ein bisschen... Ich bin ganz froh, dass Dalu weg ist tatsächlich, weil... Also Dalu ist so gelaufen, weil er Sheriff ist. Einfach selber seine eigene Story genommen hat, um uns so ein bisschen in die Irre zu führen. Basel war aber safe Crewmate für mich, was ein bisschen schwierig macht. Ich denke, Maxi ist Nummer 1. Hä? Maxi? Nice. Ja? Seid ihr sicher? Nein, hä? Wie? Nice. Warum? Ich weiß es nicht. Du hast mich gerade noch nicht getötet, weil du Cooldown hattest, als du. Nein, ich hab dir einen Kuss gegeben und bin dann zu Gnu gelaufen. Sehr gut. Ja, der hat mir auch einen Kuss gegeben, hab mich nicht getötet. Sehr gut. Bless, warum konntest du alles, was dir über den Weg läuft? Oder was wird das jetzt hier? Nein, nein. Sag mal ganz kurz, warum du es nicht sein kannst und du hast gesagt, wir wissen es. Ich war mit Baso unten in Lower Decon, das habe ich dir in der ersten Runde gesagt. Und da sind 2 Kills in Electrical gefallen, da war Slide auch schon aus. Sprich, die ersten 2 Leute, die bei Electrical angekommen sind, nach der Theorie von Dalu, dass beide Kills bei Electrical waren, was relativ wahrscheinlich ist, denke ich, können nicht ich und Baso gewesen sein. Maxi kam aber oben in Lab rein, sprich, der ist von links nach rechts gelaufen, während das Licht aus war, wahrscheinlich, weil er einen Kill gemacht hat und so schnell wie möglich weg wollte. Es hat aber ewig lang gedauert, bis die Leichen reported wurden. Die ganze Zeit. Nee, du warst im Upper Decon dann, aber ich glaube, du hast es einfach geschafft, so schnell wie möglich in Lab reinzulaufen. Nun, du musst dich proven. Nun, ich war doch die ganze Zeit bei dir gerade, als das Licht aus war, oder nicht? Nee, in der ersten Runde. Ach so, erste Runde? Boah, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich hab nicht auch, also wo warst du, was mit dir, Unge? Du kannst ja natürlich aussehen. Ich hab doch in der ersten Runde, habe ich doch gesagt, dass ich mit Dalu zusammen hochgelaufen bin. Ich stand aber noch vor der Ausgangstür. Wenn Dalu meint, dass der Killer oder so kann. Ja, ich Crew geht also wahrscheinlich auf Maxi gerade aus meiner Sicht, aber es kann sein, dass ich Inter. Und Maxi ist gleich. Down, Spiel vorbei ist. Leute, ihr habt voll gechoked. Ist Vlesk? Ich hab euch Küsschen gegeben und ihr votet mich raus. Ist es Vlesk? Hab ich gechoked, ja, oder?
Last was gechoked! Ja, scheiße! Let's go! Oma und Simon, GG! Simon! Oma, wie oft bist du eigentlich Imposter? Haben wir Imposter gehabt? Die Simon! So Maxi und Gnu oder Unge, aber ich hätte wahrscheinlich bei Double Kills auf Unge schießen. Ey, Simon, gut gemacht! Let's go! Ja, das war gut. Die Hände haben gezittert. Ja, das glaube ich. Der Mord war sehr ungelenk. Aber du hast gute Kills gemacht. Geklappt. Du hast gute Kills gemacht. Warum war ich jetzt so sass eigentlich? Was habe ich gemacht? Weil Les das gesagt hat. Ach so, ja, gut. Das ich dachte mir in der ersten Runde schon und dann lag da eine Leiche vor Lifeline und dachte ich, du hast mich nur nicht getötet, weil du Cooldown hattest. Und wie gesagt, aus meiner Sicht konnten es halt du und Gnu oder Simon sein. Simon, kann ich grün bekommen? Also klar. Danke dir. Klar. Maxi, das ist deine Chance. Nein, ich will nicht wegnehmen, Ben. Ich dachte, es ist Dalo die ganze Zeit, dafür. Weil Dalo so ein ganz stranges Movement hat, aber du warst Sheriff, Dalo, oder? Nein. Ja. Ah, Mann. Nein. Es gibt da keine andere Farbe, die ich schön finde. Ich dachte, wie läuft Dalo rum und nicht. So, was ist denn, warum sucht denn der so? Der war sogar voll auf Suchmission. Guck mal, es gibt sogar lila, Unge. Das mach du. Ich will kein Lila. Ich hatte ganz böse Vibes bei Dalo, muss ich sagen. Deswegen war ich dann auch froh, als er tot war. Da dachte ich, okay, dann ist er es wenigstens schon mal nicht. Dalo, dachtest du, dass es Simon ist? Nee, ich habe immer so vier Leute immer. Also ich komme nie. Ich habe mich aber aufgeregt, dass ich nicht einfach mal gedrückt habe. Also Simon, bei dir wusste ich die Runde davor, wo du gesagt hast, du warst Weapons und wolltest danach zu Lights. Das wusste ich, dass das nicht stimmt. Doch, war genau richtig. Ich habe dir fragt, wieso ja, aber in meinem Lichtkegel war deine erste Route nicht da oben zu laufen. Du bist mir halt dann, du hast danach die Richtung wahrscheinlich sonst leer gelaufen. Ja, genau, aber deine erste Intention, wenn ich dann nicht gewesen wäre, war nicht nach oben zu laufen. Hast du recht, aber ich wusste nicht, wo der Lichtkegel in dem Moment war. Ja, genau, das habe ich mir gedacht. Ich hatte mir gedacht, du hast vielleicht gedacht, dass ich dich nicht sehen konnte. Ja. Starten! Let's go. Yo, let's go. Mir reicht es auch mit dem Imposter. Tschüss. So, ich habe noch nicht eine Runde überlebt ins zweite Meeting. Mal gucken, ob ich es diesmal schaffe. Könnte dann Imposter aber sein, ne? Passt auf. Oh! Jetzt wird's wild. Mein Name leuchtet rot, ist das gut? Ich schieß einfach. So, wir müssen. Jetzt muss ich am Leben bleiben. Ich hab Verantwortung. Wetten, dass ich mich jetzt selber kille einfach direkt. So, die laufen oben lang. Lights geht aus. Die sind da oben so rumgedruckst. Ist noch keiner tot. Unge kommt zu mir. Maxi kommt hinterher. Die Task habe ich nicht. Okay, machen die hier draußen. Keiner ist an den Camps. So, ich muss jetzt am Leben bleiben. Das heißt, ich muss jetzt vielleicht ein bisschen mit anderen rumlaufen. Warum laufen die in der Gang? Ich laufe mit denen mit. Ich darf nur nicht auf den Kill-Button kommen aus Versehen. Habe ich das? Nee, habe ich nicht. Licht geht aus. Ich warte auf die Jungs. Sind die beiden Imposter? Warum? Warum haben die so lange gebraucht? Okay, ist das jetzt hier meine Gang? Ey, die bewegen sich komisch. Die laufen an die Tasks so ran und so. Keine Ahnung. Ich will denen nicht vertrauen, den beiden. Wow, what? Warte, wo war die Leiche da? Die liegt unter lag dem... Lag die da drin? Die lag unter dem Tisch von Camps. Okay, Leute, dann ist safe, dass es Maxi und Simon nicht sind. Weil, ich habe aber eine Frage an Maxi. Also Maxi ist safe nicht, das glaube ich auch. Aber Maxi, hast du eine Task in dieser Runde gemacht? Ja, ich habe mehrere gemacht. Wir hatten fast dieselben die ganze Zeit. Okay, weil no joke. Ich, du stehst einfach nur die ganze Zeit bei mir. Nein, ich hatte wirklich dieselben Tasks fast wie du. Welche hast du gemacht, Maxi? Hast du das mit, mit der Temperatur, mit dem Lava-Ding gemacht? Auch Temperatur auf 310 Grad, dann oben Rakete halt und davor, was war davor? Okay. Weil ich habe mich an euch dran geheftet und ich fand es auch strange, dass ihr beide dieselben Tasks habt, weil ich hatte von denen nur eine einzige und das waren die Kabel. Aber es sind zwei Leute gestorben und Mantle und Maxi waren die ganze Zeit bei mir. Ja. Also ich würde. Wo sind denn die Leichen? Wo haben wir Leichen gesehen? Dann lass doch mal Verdächtigenkreis kleiner machen. Orange liegt in Security. Genau, da haben wir Eddie gefunden. Der liegt in den Kameras und wir kamen von Laborseite, das heißt... Ja, wir sind zusammen seit Security rumgelaufen. Security, dann Labor, Rakete, dann sind wir im Dunkeln zusammen geschlichen zum Light. Niemand hat Light ausgemacht, wir haben Light dann gefixt. Ja. Dann sind Unge, Matteo, Maxi, ja? Genau. Okay. Ja, aber den Kill können auch Baso, Jan und Simon wahrscheinlich gemacht haben. Den Cams Kill. Können nicht oder können sie gemacht haben? Simon. Oh, Dalu lässt 50-50.
Also ich bin in Communications, ich weiß nicht. Schon weiter weg. Okay, das würde aber passen, wenn du Eddie killst und nach unten läufst, weil zu uns bist du ja nicht gelaufen. Das könnte also sein. Nein, Simon hat hier gar keinen Kill gemacht, die Runde. Hat er nicht? Okay. Nee. Also was ich Jan, Simon hat zu 100% keinen Kill gemacht und Jan zu 85%. Ja, Basus, ein Imposter, das ist schon mal klar. Aber wer ist der Zweite? Ich stand an der Lifeline, als Licht aus war und habe auch Ede, also Ede ist als erstes gestorben, danach Gnu. Und Ede ist schon eine Weile tot. Ja. Ah, okay, als wir an Lifeline waren, ist noch niemand gestorben gewesen. Richtig. Also wir haben wirklich... Als Licht aus war, stand ich an der Lifeline. Genau. Mhm. Es war kein Double-Kill, weil da lag sonst keiner. Da war keine zweite Leiche in der Nähe, aber die sind schon in einem kleinen Zeitfenster gestorben. Ich würde sagen, so maximal 20 Sekunden auseinander oder so. Also Baso, du bist für mich ein Generalverdacht. Baso kam uns eben auch sehr verdächtig. Weil Dalu gesagt hat, dass ich Sasken und ich nicht reden konnte, weil alle durcheinander geredet haben. Lesk und Dalu bitte nicht vernachlässigen. Naja, okay. Hä? Als ob jetzt zwei Leute Baso-Foten bei mir... Vernachlässig dich gleich. Ich hab mich aus Versehen selber gewotet. Ich hab gerade die Regel angewendet, aber Sheriff-Regel. Ich hab jemanden beschuldigt, einfach Scheiße gelabert, um zu gucken, wie die Person reagiert. Wollen wir trotzdem auf Baso schießen? Weil ich finde, sie hat für meine Verhältnisse strange reagiert. Ob man Bless trauen kann, weiß ich nicht. Bleibt bei Unge auf jeden Fall. Unge kann ich 100% trauen. Bei ihm bleibe ich. Wir werden auf jeden Fall auch ein bisschen knallen, wenn wir überleben noch. Lang genug. Komm mal mit runter, Simon. Lass mal Duisburger Eck gehen. Simon, ich brauche Personenschutz. Scheiße. Ach, Mann! Na komm. Ich bitte! Wenn ich jetzt hier sterbe, habe ich es verdient. Ah! Da ist er. Ich wollte gerade aus Reflex schon Kill drücken, weil hinter mir einfach ein Dude stand. Ja, warum läuft Maxi nicht mit uns rum? Warum ist Maxi von uns... Upp. Okay. Mental and Communications. Oh, mich schon gewundert, dass Matteo so lange dabei war. Kann irgendjemand Lifeline-Daten geben? Nein. Naja, wir können übel viele Leute im Lab ausschließen, denke ich. Im Lab haben wir einen ganz leeren Tanz. Ist ja noch nicht so lange. Maxi, ja, Dalu, Jan, ich. Ich bin im Specimen, aber das glaubt mir jetzt wahrscheinlich eh keiner, weil halt Matteo gestorben ist. Dalu, wie bist du? Matteo. Da oben rechts im Lab. Du bist im Lab, also auch da, wo die anderen sind? Ja. Okay, also Dalu, Vlesk, Maxi, ich wurde noch nie so Jan, verarscht. Simon auch? Ja, ich bin auch, ja. Simon habe ich nicht. Oder Simon war auch da? Ich bin im Simon Labor. Ach, Simon, ja. Okay, also blau. Ich wurde noch nie so verarscht. Bleib noch gut, bin ich. Und Baso. Ey, der hat mich ja komplett verarscht. Musst du es für mich sein, Unge. Ich weiß nicht, was du für einen Imposter-Pass gekauft hast heute. Ja. Das auch. Baso war ja nicht schon unter Generalverdacht, auch von Matteo. Also und warum nochmal, Jan? Was war nochmal der Grund? Ey, bei Matteo hätte ich nicht zugehört. Ich hatte dich auch im Verdacht, weil du uns einmal komisch entgegenkamst. Aus Nein, Max, ich hoffe, du hast nicht gewotet. Dann würde ich einfach sagen, ihr müsst mich nicht rausfahren, sondern der Sheriff, wenn der noch drin ist, kann er sich gerne melden und der kann mich versuchen zu erschießen und wird dann selber sterben, weil ich ein Crewmate bin. Das ist Matteo, der Sheriff. Hat der Sheriff mit so auf? Ja, ich war der Sheriff. Mann, wenn aber Simon ist jetzt schon dritte Runde in Folge im Poster, naja, oder nicht, oder? Ich wenn Matteo nicht geendet hat, hat Simon in der letzten Runde den Kill nicht machen können. Wir können ja vier Leute ausschließen. Ne? Ja, es tut mir übrigens leid, aber dann kann Unge doch die Runde einen Kill gemacht haben. Wenn wir jetzt verlieren, weil Baso jetzt doppelt die letzte Runde Rampage geht, ist die Schuld. Ey, boah, ich muss mich gerade richtig beherrschen, ey. So, Simon, du kleiner, ausgebuffter Frechdachs. War dann Maxi die ganze Zeit... Oh mein Gott, der hat mich so geplayt, wie so eine kleine Violine. Ja, die suchen. Simon macht das. Baso sollten sie leben lassen, weil sie steht ja unter Verdacht. Oh mein Gott. Alter, was playt er hier? Oh, was soll ich dazu sagen? Willst du anfangen? Hast du reported, weil du mich gesehen hast? Dass ich da um die Ecke komme? Ja, genau. Okay. Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Ich kann, also das Ding ist, ich kann ja nur erzählen, dass ich ins Labor gelaufen bin, ist dunkel geworden.
Ich habe den Planeten gesucht, da stand Simon noch neben mir. Aber der stand da vorher schon, deswegen ist er dann wahrscheinlich runtergegangen. Dann ist Licht ausgegangen, ich habe nichts mehr gesehen. Das Letzte, was ich noch gesehen habe, ist dein Grün. Und dann hast du reported. Aber du hast wahrscheinlich reported, weil du mich halt gesehen hast, weil du ja Licht nicht aus hast, wenn du Imposter bist. Also das ist Ballsy von Simon. Du standest mit Simon zusammen am Teleskop, das musst du auch gesehen haben, trotz Licht auch. Habe ich ja gerade gesagt. Genau. Und ich stand auch bei euch. Und jetzt die Geschichte so zu erzählen, dass ich dich erst später gesehen hätte, macht gar keinen Sinn. Leute, es aber einer von euch ist auf jeden Fall. Und einer von euch hat sehr früh geschossen, weil der Sheriff sonst schießen würde Maxi und dann jemand sterben würde. Maxi weiß, dass ich bei den ersten Kills nicht beteiligt war. Bestimmt. Es sind sehr wahrscheinlich Baso und Dalu. Nein, Vlesk ist 100% der Kamerakiller. Wieso Vlesk zu 100%? Weil alle anderen ausgeschlossen. Du hast drei ausgeschlossen. Eben ist nur eine Person gestorben. Oh nein. Eben ist nur eine Person gestorben. Dass du jetzt sagst, dass der erste Kill von Ede war Vlesk. Okay, also an alle Crews, es sind Unge und Vlesk. Ja, also Maxi, du weißt, dass ich keine ersten Kills Maxi, hatte, lass dich nicht trollen. Also, nö, das hat nichts mit Rollen zu tun, aber es sind zwei Dreiergruppen ausgeschlossen worden. Baso hat keine ID, Simon hatte keins. Der erste Kill hatte Baso 1. Baso hatte für den Kamerakill 1 von mir. Du hattest keins. Wie hast du Baso ein Alibi geben können? Weil er zweiter Imposter ist. Nein. Ja, okay, also. Also, Inge hat den Imposter, ich werde verwehrt, aber es klingt sehr Baso-Dalung. Nein, Jan. Wir voten Unge. Bitte, Jan. Unge hat wahrscheinlich Imposter-Bug und Vlesk ist der andere. Er hat den Kamerakill gemacht. Ja, den Kamerakill hat aber Vlesk nicht gemacht. Also, auch wenn Vlesk das jetzt ist, aber das ist ja die falsche. Dankeschön. Oh mein Gott, reingeintet. Danke, Dalu. Ich wusste, dass ich das nicht hätte gewinnen können. Auch wenn Simon. Stimmt. Ja, es ist auch schwer. Es sind beide. Mhm. Ja, auch wenn Bless stimmt, aber den Kill hat ja Simon gemacht, dachte ich, oder? Oder hat Dings den gemacht? Oh mein, Bless hat den gemacht. Und, und Unge hat nur gefunden. Deswegen habe ich das nicht gesehen. Oh. Wann wurde dann der andere Kill begangen? Nee, hat Vles gemacht. Baso hat ja gesagt, dass Ede als erster tot war. Aber wann hat denn dann Unge den Kill gemacht? Scheiße. Ich wusste, dass du es machst, Vles. Vles hat den Kill im Labor gemacht und hat jetzt noch gewartet, bis jemand reinläuft, damit er reporten kann. Ja, ich lasse Maxify selber eins und eins zusammenzählen. Maxi war hinter uns. Ja. Dann Maxi, du müsstest gesehen haben, dass ich halt gerade einfach reingelaufen bin. Und hast du Linda auch Wände gesehen auf der linken Seite? Ich weiß nicht, was heute los ist, warum alle so gegen mich heute sind. Voll schlimm, ey. Krass, ich habe Bless gewortet, weil er es ist. Wenn Dalu nicht den Durchweg gehabt hätte letzte Runde, wäre ich auch einfach gegen Unge den anderen Imposter rausgeflogen, weil ich kann ja da gar nicht andiskutieren. So. Egal, was ich da sage, so, es wird halt eh dem anderen geglaubt. Naja, also? Aber das geht uns ja genauso. Also das von Dalu war ja auch. Nee, gar nicht. Das von Dalu war ja auch nur aus seiner Sicht. Unsere Argumente waren, denke ich, genauso stark wie Dalus an der Stelle. Nee. Das Problem war halt auch so ein bisschen, dass Matteo in der zweiten Runde einfach random gesagt hat, dass ich sus bin und keine Begründung hatte. Und daher war dann halt sowieso schon alles sus auf mich. Ja, ich hatte die ganze Zeit einen Verdacht, aber Dalus Story klingt jetzt ja glaubwürdig. Also du meinst, es war Vlad. Also das Game wäre jetzt auch schon zu Ende, wenn es Unge nicht gewesen wäre. Weil Dalu ist jetzt gestorben, der kann ja kein Imposter sein, weil er gestorben ist. Unge haben wir rausgevotet, das heißt, wir haben jetzt noch einen Imposter drin. Es ist Vlesk, sonst hätten wir ja jetzt schon verloren, wenn noch zwei drin wären. Alles klar. Das also ist, man muss sich immer entscheiden, ob man so das Pferd jagt oder so. Wenn ich Imposter wäre, dann müsste ja von euch, also dann müsste Jan, Maxi noch einer Imposter sein. Aber ihr wisst ja, dass ihr Crewmate seid. Sonst hätten wir ja schon, also sonst wäre die Runde ja schon over so. Bin mir nicht mal mehr sicher, ob ich Crewmate bin. Alles klar. Nee, du bist also Maxi und Jan sind Crewmate, Vlesk ist der Imposter. Was, wenn ich Imposter bin? Nee, bist du nicht. Ja, es ist an der Stelle nur clever, mich zu voten. Baso ist gerade von rechts nach links gewendet, vor Electrical, ist wieder mit mir in Lab reingelaufen, hat wahrscheinlich auf den Cooldown gewartet, konnte mich aber nicht mehr wegmachen und dann habe ich die Leiche reportet. Lügen. Sieht schlecht aus für mich. Ich bin um Baso rumgelaufen die ganze Zeit im Kreis und bin ja, aber die kam ja wahrscheinlich von links. Ich habe die ja rechts noch reinlaufen sehen. Nee, Maxi hat auch gesehen, dass ich reingelaufen bin ins Labor und nicht irgendwie reingewendet bin. Nee, habe ich auch verdient. Sorry, Simon. Nee, ist meine Schuld. Ich dachte, ich habe Maxi in der Tasche, weil ich bei den ersten zwei Kills safe war. Nee, ich habe Dalu gewonnen. Wenn ich, aber dann kam Dalu und dann war mein Kopf so, dann gewonnen. Hey, GG, ich hab komplett reingeintet. Ich hab geintet. Hey, GG. Durch diese. Ey, Maxi, hast du Baso gewotet, Maxi? Ja. Oh mein Gott, wir hätten gewonnen, wirklich. Ah, egal. Ja, also, ja. Bless, du hast die beiden Kills in der ersten Runde gemacht, oder was?
Ich hab die beiden ersten Kills gemacht. Oh mein Gott, ja. Ey! Ja. Oh, Simon! Ich habe halt diese Baso-Beschuldigung gemacht, weil ich mir sicher war, dass ich Maxi gekauft habe. Du hattest mich auch. Du hattest mich auch gekauft. Ich kann man leicht kaufen. Ja, es war ein 50-50 zwischen mir und Unge oder Dalu und Baso. So, das waren die beiden Imposter-Duos, die an der Stelle da sein hätten können. Ich war sogar so lost, dass ich dachte, dass Dalu es falsch gelöst hat, aber es war richtig, weil... Nee, das war so stressig. Wenn Dalu nicht da gewesen wäre, wäre ich einfach schon längst rausgeflogen. Ja, Dalu hat die Runde gerettet, weil ich habe auf Baso geschossen durch Ausschluss, weil ich dachte, Maxi und Unge können das nicht gewesen sein. Waren sie ja auch nicht. Aber wie kamst du zu dem Zeitpunkt auf Baso? Vlesk hatte nicht... So random. Ja, weil du hast mich vergessen gehabt, Matteo, in der ersten Runde. Ja, aber ich dachte, du bist es mit Baso zusammen und dann, weil ihr beide auf euch geschossen habt, und du hast in der ersten Runde dann gesagt, dann ist es ja ein 50-50 zwischen Dalu und mir. Mhm. Und dadurch war es Ausschluss, dass Dalu ist. Und deswegen dachte ich, dann muss Baso mit dir zusammen sein. Das Problem für euch oder für dich spezifisch war, dass du dachtest, das waren zwei verschiedene Imposter, die getötet haben. Genau. Aber es war halt nur einer. Also und deswegen dachte ich, dass Matteo, Baso sind. Du hast selber gesagt, da lagen über 20 Sekunden zwischen. Ja, aber ich dachte nicht, dass die erste Leiche so lange nicht gefunden wird. Und das Krasse ist, Simon, hättest du mich leben lassen, ich war Sheriff, ich hätte auf Baso geschossen übrigens. Ja. Also, scheiße. Das wär, du halt mit mir du warst wirklich. Und da dachte ich, jetzt töte ich dich. Ja. Kann ich mal kurz fragen, warum ich immer als erstes getötet werde? Ist das irgendwie ein persönliches Ding? Oder die das ist so, ich glaube, so Orange generell macht aber auch so ein bisschen aggressiv. Ja, das ist einfach so eine Warnfarbe, da muss man reinstechen. Ja. Aber du schießt aber immer alleine da in der Nacht an dem Felsen. Ja, such dir einen Freund, Eddie. Ja. Ich kann nur dein Freund sein. Komm, lauf, kannst dir vertrauen. Aber Maxi, du hast trotz meiner Story... Ich vertraue dir. Sehr gut. Trotz deiner Story hatte ich trotzdem Baso verletzt, weil ich wusste, Maxi wird... Ich war so verwirrt, ich wusste ja, dass da aber die Story war so verwirrt. Ja, aber aus Maxis Sicht konnte Unge den Kill in der ersten Runde nicht gemacht haben, also war cool mit, weil das zwei Einzelkills waren, dachten Leute. Ne, aber das war ja nur deine Aussage, das wusste ja sonst keiner. Starten. Ja, let's go. Also Eddie, kannst bei mir bleiben, aber ich sag's mal so, ich bleib bei dir. Ich bin bisher jede Runde am Anfang gestorben. Ich war noch nie irgendwas... Ja, ich auch. Okay, viel Spaß! Jo. So, jetzt komm, jetzt... Vielleicht störe mich nie wieder. Wenn jetzt Eddie Imposter ist... So, wo ist er? Wo ist er? Lass mal die Taski machen. So, wo ist der Kollege? Ah, hier. Nee, hä? Eddie? Wo ist er denn? Der ist von mir weggerannt. Ich sag... Ah, da ist er doch. Ich laufe mit Eddie rum. Ich bin Eddies Leibgarde. Jan kommt auch mit. Und wir sind der alte Herrenclub. Club der alten Herren. Wir haben alle auch so Hüte auf. Hat Jan auch einen Hut? Ja, guck mal. Wir sind wie so alte Männer. So also alte Männer, die Hüte tragen in ihrer Freizeit und Spaziergänge machen. So Nachmittagsspaziergänge. Die dann so um 19 Uhr dann müde werden langsam. Dann trinken sie noch so ein Feierabendbier und dann gehen sie schlafen. Das sind wir. Wo ist denn Eddie jetzt? Wo ist... Ey! Die Aufgabe war doch nicht so schwer, Eddie. Einfach mir hinterherlaufen. Wo ist er denn jetzt? O2. Oh, Communications wahrscheinlich. Okay, ich gehe Eddie suchen. Oh mein Gott. Matteo. Das ist so lieb von dir, Unge. Da habe ich dich aber auf der Leiche gesehen. Da hast du mich auf der Leiche gesehen. Die Leiche liegt, wenn man aus Office links rauskommt, draußen direkt. Und... Ich habe jetzt eine konkrete Frage an Eddie. Was wollt ihr nicht zusammen rumlaufen? Ich dachte, das ist ein Scherz. Weil ich weiß ja nicht, ob du wirklich unschuldig bist oder nicht. Ach so, okay. Na gut. Also ich habe die Leiche gefunden. Dalu kam hinter mir angelaufen. Also ich würde da nicht stehen bleiben, Dalu, wenn ich es gemacht hätte. Das wäre ziemlich dumm. Da ist auch noch die Kamera. Sag noch mal bitte, wo die Leiche ist. Also es gibt ja dieses Office, da wo man den Knopf drücken kann, weißt du? Ja. Und wenn man da links, gibt es links einen Ausgang, direkt da liegt die. Okay. Ja, also... Ich stand eine Stunde da am Cardswipe, Matteos Geschichte stimmt, Maxi steht da auch rum. Ja, aber auch immer mal wieder durchs Admin-Gebäude durchgelaufen. Wer ist da durchgelaufen? Dalu. Ja, aber Dalu kam hinter mir an die Leiche. Wenn er davor nicht da hingegangen ist und den Kill gemacht hat... Dalu, von welcher Seite bist du ins Admin-Gebäude reingekommen? Rechts, und ich hatte Unge und Gnu beobachtet. Erst auf Vision-Distanz und dann über Lifeline. Ja. Du Schwein, du Spanner. Hab gedacht, einer von denen steht. Lifeline ist übrigens eine Lüge, weil ich habe nämlich zwischendurch gecheckt, ob er bei Lifeline steht, und er stand nicht bei Lifeline. Dalu war bei Lifeline. Tod gesehen. Hat Jan auch gesehen. Darf ich eine ganz dumme Frage stellen? Was ist Lifeline? Das ist...
von Geräten kannst gucken, wer noch lebt und wer schon tot ist. Dieser Herzschlagmonitor, ja, wo du die Lifeline siehst. Ja, okay. Genau, genau. Der ist auch im Office-Gebäude. Ist neben dem Card-Swipe und diesem Monitor. Ja. Da. Und ja, die Geschichte stimmt. Dalu war da, Matteo war da. Ich habe eine Stunde die Karte geswiped. Ja, das stimmt. Und Maxi war jetzt später da. Maxi kam aber jetzt später dazu. Ein bisschen. Also für diesen Kill wäre es schwierig gewesen, dass Dalu den macht. Da kann man hinter mir langgelaufen. Mhm. Jan fällt komplett raus. Und Maxi dann natürlich auch. Du und Unge sind auch zu 100% raus. Das müsste Dalu auch bestätigen können. Nun, Unge, wo wart ihr denn? Ich stand auf dem Titanic-Steg. Ah, okay. Oh, dann ist aber schon stark eingeengt. Simon, wo warst du? Ich bin gerade gescannt worden, ganz oben rechts beim Labor. Mm, okay, das glaube ich sogar. Maxi kam mit Schlüter, würde ich noch nicht ausschließen. Dann bleiben also Maxi und Ede oder was? Oder wo ist Ede gerade? Was? Ich war mit euch an diesem Terminal. Vergesst nicht. Habe ich heute irgendwie so eine Ausstrahlung, bis mich im Handout alle Leute vergessen? Nein. Bless, du bist doch niemals Imposter. Die hast ja recht. Wisst ihr, was der Grund war, glaube ich, warum Eddie nicht mit mir mitgelaufen ist? Weil er Imposter ist. Also ich glaube, Eddie ist einer. Es würde passen vom Ausschluss her. Hup. Licht geht aus. Wir müssen jetzt. Wie lange dauert denn das? Das ist der längste Download meines Lebens gewesen. So, wenn Eddie einer ist, es kann immer noch jeder von den anderen sein. Wow. Das ging schnell. Wow. Wo denn? Eine Leiche im Lifeline. In Lifeline? Und ich stand wieder auf dieser Titanic-Piste. Ja, ich singe gerade, du hörst es ja leider nicht. Also, ich kann für Dalu voten, also. Dass er unschuldig ist, weil ich mit dem gerade auf dem Weg zum Lichtschalter gegangen bin. Also, du sagst, wir haben uns da getroffen. Ja. Genau. Wir waren doch alle eine Stunde in Lifeline zusammen. Und dann ging das Licht aus. Habe ich irgendwas verpasst? Dann sind zwei Leute rechts raus. Ja, wer ist denn rechts raus? Wer denn? Wer ist denn rechts raus? Weil die Leiche liegt quasi in der Tür, so ungefähr. Ich bin links raus und ich bin auf der linken Seite und ich laufe jetzt gerade auch ins Office rein, von links allerdings, ne? Wer ist rausgelaufen? Welche Farben? Ich bin mir nicht sicher. Es waren sehr, sehr viele Leute in Lifeline. Ich bin mir nicht sicher. Es wurde dunkel, ich bin mir echt nicht sicher. Okay. Aber sind zwei nach rechts rausgelaufen, dann irgendjemand sich komisch bewegt, dann bin ich nach links wieder abgebogen, weil es mir suspekt vorkam, weil ich weiß nicht sicher. Ich glaube, meine, dass Dalu dabei war in der Gruppe. Dalu in der Gruppe, die nach rechts gelaufen ist? Dalu, bist du nach rechts rausgelaufen? Ich bin am Anfang nach rechts rausgelaufen, bin dann zum Licht gegangen. Ja, aber also Eddie hat sich gerade so ein bisschen Alibi bei Dalu geholt. Ich glaube, die beiden sind zusammen. Also ich habe auch das Gefühl, warte mal kurz, Dalu sagt, er ist zum Licht gelaufen am Anfang. Das Licht ist immer noch aus. Wie passt das zusammen? Wie lange kann das dauern? Ich habe reported wurde, dass auf dem Weg dahin. Wir waren alle da bei diesem Lifeline, sind rechts raus. Dalu ist oben lang, über Storage, ich bin unter Storage. Wir haben uns dann auf dem Weg bei Electrical wieder getroffen, waren kurz vor dem Raum und dann war reported. Aber, also hat das Dalu bedeutet, auf dem Weg noch andere Sachen erledigt. Ja, aber warte mal. Das ist richtig, Simon. Wenn ihr aber du hast gerade gesagt, er hat gerade gesagt, er ist zu leise gegangen. Aber stimmt ja gar nicht, sondern du hast einen Task. Nein, ich war an der Task, als Licht noch an war. Ich bin rechts raus, stand an der Node und hab gedacht, jetzt geht endlich Licht aus. Und bin direkt eine Sache, die wichtig ist, Eddie sagt, sie sind zusammen zu Lights gelaufen, dann ist Dalu oben bei Storage lang, Eddie unten. Wenn Licht aus war, dann sieht man das nicht. Das ist super schwer zu sehen, wo Leute langlaufen. Aber er musste ja von oben kommen, weil ich von unten gekommen bin und wir uns genau getroffen haben vor dem Eingang von Electrical. Aber kann er nicht hinter dir gelaufen sein? Du hast es nicht gesehen. Wenn Licht aus ist, sieht man fast gar nicht. Ja, gleichzeitig. Er kam ja auch von oben, ich kam ja von schräg unten. Schwierig. Klingt gelogen. Und das ist auch der Grund, warum man nicht mit mir mitläuft, weil er ist nicht mehr mein Freund. Das wollte ich gar nicht drücken. So, Eddie wird jetzt wahrscheinlich versuchen, mich abzustechen. Jan ist da bei mir. Ich glaube, Jan könnte man vertrauen. Jan hat auch irgendwie den Investigativmodus an. Und Eddie hat, glaube ich, Dalu mit runtergezogen. Also ich glaube, Eddie hat uns so ein bisschen verraten. Oh, guck mal, wir bleiben mal bei Jan. Eddie hat uns, glaube ich, so ein bisschen verraten, dass Dalu, glaube ich, der Zweite ist. Da kam auch wenig Gegenwehr. Ich denke mal, das Licht wurde ausgemacht. Und beim Hochlaufen hat Dalu dann einen Kill begangen. Das ist ja so ein typischer Move, ein Imposter-Move, dass man Licht ausmacht und dann beim Hinlaufen einen wegsticht. Und dann sagt man, ja, aber ich war doch Licht anmachen. Das heißt, man holt sich ein gutes Alibi. Mann, Jan, komm. Lass mal hier. Frage ist jetzt, wie können wir das bestätigen? So, Eddie ist bei uns. Er wird versuchen, uns abzustechen hier gleich. Licht geht aus. Wir müssen weg hier, Jan.
Werde ich jetzt hier abgestochen von Eddie am Licht? Wäre unangenehm. Sind beide hier. Licht geht wieder an. Warum chillt Max hier eigentlich die ganze Zeit mit uns rum? Ich würde gerne bei Jan bleiben. Komm, Jan. Wir gehen mal, lass mal Lifeline checken. Mann, wir haben krassen Delay. Oder Schachreflexe sind wirklich nicht die besten. Vlesk ist tot. Wir versuchen mal zu gucken, wo er liegen könnte. Vlesk lumert Weapons. Zwei Leute, ist aber unwahrscheinlich, dass Vlesk. Oh, okay. Nein, Vlesk. Yo. Okay, meine Vermutung. Ich war eben mit Ede, Mente und Jan, glaube ich, bei Electric Hill. Ja. Entgegen kamen uns Gnu und Unge. Ja. Und ich weiß, dass Gnu sehr gerne bei dieser Lava-Titanic-Stelle ist. Und da war auch die Leiche. Deswegen pauschal würde ich sagen, Unge und Gnu könnten es sein. Keine Ahnung, wo Dalu war. Also jetzt gerade in dieser Runde die Leiche Vlesk liegt auf der Lava-Titanic-Stelle. Ja. Ich war erst in Specimen alleine, dann bin ich durch Lab gelaufen alleine. Dann bin ich zu Storage gegangen und erst dann ist mir Gnu hinterhergelaufen. Also ich habe Gnu die erste Hälfte der Runde nicht gesehen. Ich kann also Gnu auch nicht dafür decken. Also ich weiß nicht. Was heißt Lava Titanic da rechts mittig, genau. Da wo diese Temperatur, diese Planke, Planke. Und die Leiche ist wie lange tot, wissen wir das? Das wissen wir nicht. Ich weiß nicht, okay. Ich bin kein Lifeline gewesen. Ich war Lifeline dran. Wir waren dran. Unterwegs, also, bist du da kurz hin abgebogen, Matteo, und jetzt kamst du gerade wieder in meine Richtung, dann wurde reported. Ja, also ich bin... Nee. Wenn, dann hätte ich ja Cooldown, wenn ich den Kill begangen hätte, Jan. Also, die Sache ist, Max verdächtigt Gnu aus dem Grund, weil Gnu da gerne steht und da jetzt die Leiche ist, kann ich verstehen. Ich kann Gnu auch nicht zu 100% Schutz nehmen, weil es sind immer nur Einzelkills passiert. Das heißt, es könnte sowohl ich und Gnu, könnten wir es beide sein, es könnte auch nur einer von uns sein, nach wie vor klar. Ich habe davon nichts mitbekommen. Also ich kann dazu sagen, meine Orange schmeckt wunderbar und war ein schlauer Move vom Imposter. Mhm. Amen. Also da zu killen, klingt auch so ein bisschen nach Framing, dass man die Leiche da hinterlässt, wo die beiden die ganze Zeit vorher rumgespielt haben, ist schwierig. Eddie war bei uns für einen großen Teil der Runde, Jan auch, Maxi auch. Wir sind dann runtergelaufen, da lag die Leiche, glaube ich, aber noch nicht, sonst hätten wir einen Report-Button gehabt. Ich bin dann runtergelaufen an Lifeline, habe gesehen, dass er tot ist und bin dann zu Admin. Es ist schwer, es ist richtig schwer. Dalu, was ist denn dein Input? Wo warst du? Du bist dann zu Admin gelaufen, Matteo? Ja, ja. Ich habe dich doch gut gesehen. Nee, das ist gelogen. Nee, das ist nicht gelogen. Was? Warum sollte ich das denn lügen, Jan? Ich habe dich doch gerade gesehen, wie du mir da in Kamera ankommst. Matteo, den Fall löst du auch schon nächste Runde. Also, okay. Da kommst du drauf. Gut, danke, Papa. Kein Ding. Ein Wort auf Gnu. Matteo, jetzt mach. Nächste Runde will ich was hören. Bin tot nächste Runde, glaube ich. Ich werde dich abstechen, Mental. Bleib bloß weg von mir. Okay, Licht ist aus. So, ist es dumm, bei Dalu zu bleiben? Ja. Was ist mit Jan? Hat Jan diesen Kill begangen? Nein. Mann, warum hat denn der Report-Button nicht geleuchtet? Wenn wir hier vorbeilaufen und die Leiche lag da. Wenn es Gnu ist, kotzig, ne? Ich gehe nach Duisburg. Wir drehen da ein bisschen im Labyrinth rum. Also den Blesskill, was macht Simon? Eddie kommt von... Ach Mann, ey. Jan und Maxi. Warum laufen Jan und Maxi die ganze Zeit zusammen rum? Warum vertrauen die sich? Dalu guckt Lifeline. Oh Mann, kauft mich Unge gerade ein? Ich raff's nicht. Ich bin so krass verwirrt von diesem... Von dem Blesskill auf dem Board da. So, Jan läuft runter. Die chillen auch die ganze Zeit hier. Maxi läuft rein. Es sind vier Leute hier gerade. Lol.
Oh Mann, da muss ja. Oh mein Gott. Stirbt halt keiner. Ich glaube, sag mal. Wo will er hin? Nee, vergiss es! Als ob ich da mit Simon reinlaufe. What the fuck? Gnu kam uns gerade entgegen. Von Office oder von oben? Ich bin mir nicht ganz sicher. Gnu ist an La. Oh Mann, es waren doch Gnu und Simon. Ah, Mann! Es kann nicht sein, dass Simon jede Runde okay. ist. Ich habe gerade eine Leiche gefunden und da ist eine andere Person drüber gelaufen. Wer ist über Tilo gelaufen? Also ich habe Mäntel gefunden und Gnu ist drüber gelaufen. Gnu, warum hast du nicht reportet? Weil so wie vorhin meine Maus rausflippt und ich dir entgegengelaufen bin, weil ich wusste, du würdest das wie letztes Mal für mich erledigen. Meinst du? Ach so, dass ich reporte und du einfach... Ja. Hm. Okay. Ich höre dich so gerne reden. Das kommt mir aber ein bisschen... Moment, kannst du nochmal sagen, deine Maus ist rausgeflippt? Ja, an den Chat, also aus dem Bildschirm raus. Und das passiert öfter, oder was? Das ist vorhin auch passiert, dass ich vor der Leiche stand, dass ich kein Imposter war und ich deswegen verdächtigt worden bin. Ganz zufällig da. Ja. Also auf jeden Fall ist Gnu gerade über die Leiche gelaufen. Ich habe keinen Kill gesehen. Ich weiß, dass Mantle das Licht ausgemacht hat. Gnu ist irgendwo von links scheinbar gekommen. Ich habe noch meine Folgetask gemacht von dem Communications-Raum, wo man das Ding hochgehalten. Und was denkst du, wer ist es? Sag mal, nimm mal zwei Namen. Ich denke, Eddie und Gnu. Weil Ede die ganze Zeit links alleine rumgelaufen ist, habe ich einen sehr hohen Sass auf Ede. Wow. Und weil Gnu gerade über die Leiche drüber gelaufen ist, sofort habe ich auch einen Sass auf Gnu. Also ich würde die beiden... Du bist krass. Ich mache meine Tests wie ein fleißiges Männchen und das bringt mich, macht mich verdächtig. Ja, weil guck mal, als wir unten in Admin standen, da waren alle außer du. Und zwar waren Maxi und Jan und Dalu und Mantle waren alle in diesem Raum. Also es ist zwar auch niemand in dem Zeitpunkt gestorben, also ich denke auch nicht, dass... Du bist halt einfach alleine rumgelaufen die ganze Zeit, deswegen... Ja, ich laufe immer alleine rum. Maxi, wen hast du gewotet? Deshalb bin ich auch ständig tot. Inten ist, wenn einer verkackt oder irgendwie... Ich habe die gewotet, die bei der Titanic-Stelle da beim Lava-Ding jemanden gekillt hat. Was denkst du denn, Dalu? Also meistens ich will das immer so ungern sagen. Ich bist du da aber mit. Gnu und du wurdest auf Braun? Ja. Ja, dann muss ich ja mitvoten, weil sonst haben wir eben, wir müssen uns ja einigen als Crew. Das ist echt okay. Furchtbar. Ich hab auf Braun gewotet, weil Maxi angefangen hatte. Ja, die Sache ist... Ja, damit jetzt ist meine habt ihr absolut mit der Maus falsch gelegen. Das mit der Maus hat ich hasse euch alle, ihr. Hey, nicht solche Wörter, sonst kriegt ihr einfach. So, ist Eddie der Zweite? Ist der Mann mit dem Hut der zweite Mörder? War das der Grund, warum er nicht mit mir mitgelaufen ist? Ja, er ist es. Wir haben gerade gesehen, wie er diese Task hier sehr schlecht gefaked hat. So, dann läuft er hier die Wand lang. Ja. Dann läuft er hier ein bisschen hoch, geht in irgendein Loch rein. Warum auch nicht? Man kann man ja mal machen. Man kann aber nur hier rauskommen. Jetzt hängt er wahrscheinlich im Loch drin und denkt so, fuck, ich kann nirgendwo rauskommen, wo es gut ist. Jetzt hat der Imposter-Kollege Licht ausgemacht. Wo kam er? Kam er aus dem selben Loch jetzt wieder raus? Wir müssen die Task nicht machen. Wir müssen die Task nicht machen. Dalu weiß schon, dass es Eddie ist. Unser Call war übrigens richtig von Anfang an, dass es Eddie ist. Okay. So, und Dalu ist hier drin. Labor ist eine Person, Communications auch eine. Office ist Dalu. Check kurz, wird ein Mord begangen? Nope. Simon ist hier oben drin. Dann denke ich mal, dass Eddie irgendwo hier im Labor war oder so. Der wird wahrscheinlich rausgelaufen sein. Wo ist denn der jetzt? Hier ist er nicht. Jetzt sagt mir nicht, dass Eddie die ganze Zeit in einem Dings, in einem Vent drin hängt. Ne, hier ist er doch. So, geht hier dran. Oh. Okay, er hat die Task ein bisschen zu kurz gefaked, weil er gesehen hat, dass Unge reinkam. Ich glaube, er wollte ihn killen. Der hat jetzt ganz schön Stress. Einziger Imposter noch im Game. Und die Tasks sind schon relativ weit.
Das ist geil. So, okay. Licht geht aus. Simon wird jetzt sterben. Eddie, komm! Fass ihn! Du kriegst ihn! Du kriegst ihn! Ey, Simon, rennt weg jetzt zu schnell! Kill! Nee, hä? Oh, Eddie ist aber zögerlich. Eddie ist aber zögerlich hier. Eddie ist aber richtig zögerlich. Okay. Ja. Ja. Keiner. Oh, gelb ist. Warte mal. Hat Eddie den die Runde gemacht? Warte. Hä? Hat Eddie den Kill gemacht? Wann hat er den gemacht? Jan hat gefunden. Junge, wo ist die Leiche? Keine Ahnung. Jan, wo hast du die Leiche gefunden? In diesem Decon-Room, wenn man von Laboratory auf dem Weg zu Specimen geht, da direkt an der Tür. Ich kann ihn nicht sehen, erst wenn man die Tür aufmacht. Okay. Da liegt ein gelber. Oh, jetzt bin ich aber wirklich, jetzt muss ich sagen, jetzt bin ich verwirrt. Bin ich verwirrt. Ich weiß es nicht. Wenn es der Sheriff ist. Ich bin leider nicht intelligent, genau. Ich habe Dalu gesehen, der hat mich nicht getötet im Laboratory. Ansonsten habe ich da brav meine Tasks gemacht und niemand gesehen, bis ich eben die Leiche gefunden habe. Ich war auf dem Weg zu meinem letzten Task. Oh Mann, ich war schon wieder muted. Wissen wir, wie lang, also wann war das letzte Mal lange, jemand da? Lange. Die Leiche ist schon lange tot, schon bestimmt über eine Minute oder so. Okay. Also ich hatte ja Unge auf dem Schirm, weil er mich so aggressiv wieder beschuldigt hat. Und das letzte Mal war er schuldig, als er das gemacht hat. Aber er hatte vorhin, muss ich sagen, hätte er eine gute Gelegenheit gehabt, das lautlos über die Bühne zu bringen. Hat er nicht gemacht. Aber du auch. Deswegen hatte ich auch Angst vor dir. Ja. Und ich hatte Angst vor dir und dann kam Dalu und dann habe ich mich sicher... Chat, hört mal auf, andere Spieler zu beleidigen. Sowas wie Pleb oder sowas. Ist nicht cool. Schreibt es bitte nicht, okay? Ja, das ist auch. Ey, es ist doch schon wieder Dalu, oder? Dieses Ganze, ich will noch nicht sagen, wer es ist. Nein, Jan, ich bin es nicht. Es ist enorm schwer. Aber ich war gerade auf dem Weg, ich war die ganze Zeit in dieser Dreieck. Ja, mich dürft ihr beleidigen, es geht. Zu diesem Specimen-Room, aber ich konnte die Tür noch nicht, diese Kontaminierungstür, weil du wahrscheinlich gerade in dem Raum warst. Dalu, wenn du es nicht bist, wer ist es dann? Jan, sag du erst, was deine Vermutung ist. Ich finde, Etienne redet mir ein bisschen viel, klingt verdächtig, aber ich weiß es tatsächlich nicht. Ich habe außer Daloser Ewigkeit niemand gesehen. Also ich sage auch ganz ehrlich, ich bin mir nicht zu 100% sicher. Ich finde aber auch Ede verdächtiger als Jan und Dalu. Viele Grüße an Lebenszeit. Okay, krass. Ich finde Ede verdächtiger als Grüß alle. Und Jan. Ja, okay. Wenn wir uns nicht zu 100% sicher sind, müssen wir nicht voten. Sollen wir voten? Also es wäre super dumm, sage ich mal, jetzt mich... hier zu killen, aber... Okay, dann machen wir das nicht. Ja, nicht. Dann lieber nicht. GG. Es haben doch zwei gewotet. Jan, warum machst du sowas? Schöne Grüße an Barbonas. Aber dann bist du nur der andere, der gewotet hat, weil ich hab geskippt. Schöne Grüße an Frank. Ah, fickt euch. GG. Es war nochmal knapp. Es war nochmal knapp. Also dafür, dass ich dich direkt auf dem Kicker hatte, Eddie, ne? Mann, wieso denn? Ja, weil, guck mal, wir sagen vor der Runde, wir laufen zusammen rum und du verpisst dich einfach. Ja, aber das ist ja wohl nun gar kein Argument. Wieso habt ihr denn jetzt Zeit für Pipi-Pause ganz schnell, während ihr redet? Ja, Pipi-Pause. Ja, okay. Ja, ich brauche auch eine in zwei Minuten wieder da. Ja, ja, klar. Jan, hast du gewotet gerade, oder was? Ich glaube, für dich haben gewotet Jan, oder? Und Dalu und... Nee, ich habe geskippt. Ich habe für dich gewotet. Ah, ja, ich habe auch gewotet. Weil für mich... konnte es die anderen beiden nicht mehr sein. Darf ich was sagen? Ja. Ich hätte dich doch umbringen können, ich habe dich extra nicht umgebracht. Und aber als Dalu kam, dann hast du... Ich habe das Gefühl gehabt, du hättest mich ja wirklich umbringen können, weil die andere Leiche lag ja schon lange genug da. Aber ich frage mich, warum du mich nicht umgebracht hast. Damit ich deine Stimme krieg in der nächsten Abstimmung. Ich hatte so Angst vor dir. Das hat nicht geklappt. Hallo. Ja, Maxi, was willst du sagen? Okay, ich würde gerne schlafen gehen, wenn das okay ist. Ist der platt? Ich bin halt sehr lange schon wach. Ja. Und ich werde morgen gegen 6 Uhr aufstehen ungefähr.
Ja. Ich hätte jemanden, der einspringt sogar. Ja, kommt drauf an, wer. Man kann seinen Namen vorwärts und rückwärts aussprechen und es kommt dasselbe bei raus. Kajak? Otto. Kajak? Nein. Warte, nicht, sag nicht. Nein, Otto? Nicht Mauer. Lagerregal. Nein. Warte, ich bin nicht weiter. Oh, ich weiß es, darf ich sagen? Ja? Ja. Timid. Richtig. Ah, ja klar, gerne. Sag's ihm dann in Discord. Und wir spielen mit der Mod, weiß er das? Ja, er hat schon alles installiert. Geil, geil, das gut. Ist sehr, sehr gut. Ob er es richtig installiert hat oder nicht, das weiß ich nicht, aber ja. Er meint, er hat es. Finden wir gleich raus. Wirklich richtig. Ja, richtig spiel. Mausi. Ja, Maxi, dann vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, danke, Maxi. Schlaf gut. Ja, Maxi. Und danke. Wir hören uns. Gute Nacht. Ciao. Tschüss. Tschüss. So, dann schaue ich mal, ob ich Tim mit direkt ziehen kann. Oh, der ist noch nicht da. Aber er weiß, er kennt unseren Discord, oder? Nein, Timid, nicht Jibbit. Hat schon mal mitgespielt, glaube ich. Ey, waren ein paar Leute im Chat verwirrt, die dachten, das ist Jibbit. So, ja, sobald er kommt, ziehe ich ihn rein. Nee, der hat noch nicht bei uns mitgespielt, oder? Bless, wer vielleicht ist doch, ich kenne den nicht ganz irgendwie. Ne? Weiß ich nicht. Ich glaube noch nicht in der Gruppe hier. Nee, er hat auch nicht die Rolle. Also am Dienstag. Ich habe es ihm jetzt gegeben. Theoretisch. Entweder kann er direkt sprechen oder er muss noch mal rein und raus aus dem Discord. Matteo, kannst du mir noch mal deine Geschichte von vorhin erklären? Ich habe dich gesehen in der Sekunde, als Reporter wurde, kamst du bei mir an und erzählst du warst in Admin. Ich verstehe nichts mehr. Du warst unschuldig. Ich war unschuldig, genau. Ich war an Lifeline, habe gesehen, dass jemand gestorben ist, bin dann zu Admin gelaufen, glaube ich, um zu checken, weil ich bin. Ich bin hallo. Hallo, hey. Hi. Hi, schön, dass du da bist. Ede, hast du die Leiche gekillt an dem Platz, wo Gruma steht? Oder war es Gruma selber? Die Leiche? An dieser Planke. Hast du die Leiche da? Also hast du den Crewman? Nee, das war Gnu. Das war Gnu selbst? Okay. Ja. Ah, da war das echt Gnu. Jan, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe vielleicht mich da auch versprochen oder so, aber ich habe nicht gelogen. Also ich hätte auch keinen Grund gehabt zu lügen. Ja, eben, das frage ich, weil es verwendbar war, weil ich dich ja gesehen habe und du erzählst eine andere Geschichte, aber das war. Ich laber immer prinzipiell viel Scheiße. Ja, also Timid. Du hast dich aber auch gefreut, oder? Ja. Timid, den Code für die Lobby findest du, wenn du. Ja, voll. Findest du, wenn du hochscrollst, da ist ein Among Us-Channel mit so roten Ausrufezeichen dran. Und das ist der letzte Code, der gepostet wurde von Dalukat wahrscheinlich. Müsstet ihr nochmal neu reinschreiben, glaube ich, weil ich sehe es nicht. Hast du Sheriff auf mich gerade erst. Ja, habe ich alles drauf. Alles gut. Perfekt. Warte mal, ich guck nochmal kurz. Normalerweise müsstest du den aber sehen, den Channel, wenn du. Also da müsstest du eigentlich alles. Also scroll mal weiter hoch. Der ist ganz oben mit so roten Ausrufezeichen. Among Us heißt er. Den siehst du nicht, diesen Channel? Doch, ich sehe den. Nur ich bin gerade erst auf dem Discord gejoint, deswegen sehe ich wahrscheinlich. Ah, okay. Und Jan hat ihn gerade gepostet. Dankeschön. Aber Vlesk, ich habe echt lange überlegt, ob ich es tun soll. Weil die Rache, die war. Aber du wusstest es eh, oder? Nö, ich hatte keinen Plan. Ich dachte mir so, die wird schon nicht Imposter sein. Tut mir leid, ich habe die nicht gesungen. Dass du dann auf dem Platz killst. Hätte ich gedacht, ich wusste nicht. Das wusstet ihr gar nicht. Ich habe sie, zwei Wochen davor habe ich sie auf dem Stick gekillt. Ah. Ja, ich wollte eigentlich der Titanic-Mörder sein, aber ich liebe es manchmal so dreist zu sein, dass es mir keiner zumutet. Das war wirklich dreist. Hast du den ersten Kill gemacht, als wir zusammen da standen? Im Dunkeln? Ja, ich habe das Licht ausgemacht und habe dann zugestochen. Ach krass, dann war das ja heftige Kills, weil ich dachte immer, das war Eddie. Ach so, den Dalu habe ich nicht umgebracht. Ah genau, ich dachte nämlich, es war Eddie. Das war Idi! Gut, sind alle. Ich denke aber, ich bin's. Sind alle da? Ja, du warst es ja auch! Ja, aber das konnte ihr niemals wissen, ey. Ja. Alle, die ready sind, laufen nach rechts. Bereit. Ich wusste es nicht. Okay, ist keiner ready. Let's go. Viel Spaß. Okay. Gut, lack fun. Ich hab Rechts-Links-Schwäche. Viel Spaß. Okay, bin Crew. Wir müssen am Leben bleiben. Ich bin heute den ganzen Tag einfach am Sterben einfach. Die wollen mich alle scapegoaten? Nee, wie heißt es? Opfern. Ich bin Opferrolle heute. Wir hatten heute aber auch keine guten Stream-Opfer, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Ich meine, das kann ja nichts werden. Warum ist einer schon an Cams? Warum ist einer so schnell an Cams? Boah, Dalu, wenn du es jetzt bist, bring mich nicht um, bitte. Das wäre absolut Premium. Okay, kein Early Kill. Simon kommt dir von der Seite. Okay, hier ist Gruppenbildung. Ich löse mich mal von der Gruppe, ich will nicht mehr mit so viel. Also, Gruppe rumlaufen ist immer ganz okay. Oh nein, Gnu ist hinter mir her. So, wer ist an den Cams? Die Türen gehen zu. Blesk.
Wow. Wow, wow, wow. Das ging jetzt aber direkt schnell mit dem Alarm. Also ich habe das Gefühl, dass hier ein Sheriff war und auf einen von uns geschossen hat. Gnu, wie sah es aus deiner Sicht aus? Ich glaube tatsächlich auch. Also das Licht ist gerade ausgegangen. Können wir bestätigen, ist irgendwer anders Sheriff? Weil das sah so aus, als wäre er einfach umgefallen. Also er hat... Also Gnu und ich waren im Storage Room. Ich will mich so früh nicht... Ja, es ist jetzt schlecht. Also ich will es jetzt auch nicht direkt sagen, aber ich... Damit also wenn keiner Sheriff ist, dann war Jan einfach Sheriff und hat einfach auf uns geschossen. Also der ist halt einfach nur geplatzt. Also ich dachte gerade, Unge hat ihn getötet, aber Unge ist halt in meine... Inge ist in meine Richtung gelaufen und dann ist die Person geplatzt. Also sah so aus, als hätte die Person es bei dir probiert. Ja, normalerweise hat Gnu auch, wird sich ja sonst zurückteleportieren da oder so. Aber Jan ist einfach an Ort und Stelle umgefallen. Das ist aber geil, dass Jan sich wahrscheinlich einfach gedacht hat, so, mir egal, ob ohne Kugel oder Boss ist, ich schieße halt drauf. Ich würde sagen, er hat den falschen Button aus Versehen gedrückt. Ja, oder Jan wusste halt nicht, was... Nee. Ja, ich glaube, Jan war zum ersten Mal Sheriff, wollte auch Was machen und hat den falschen Button gedrückt. Ja, ich glaube, das war... Aber vielleicht dachte er, weil er den Kill-Button nur gesehen hat, dass er Imposter ist. Könnte auch sein, ja. Nee, aber dann wird er ja sehen, dass kein anderer mit dem roten Namen da ist, weil er sieht ja auch so, dann wird er auch keinen Kill versuchen. Weil er muss Sheriff ja sein, ansonsten kann der Sheriff ja einfach sagen. Genau. Ja, ja, dann sag ich halt jetzt. Okay, Dalo, sag's jetzt, komm. Ja, ich sag's jetzt. Sag's, ich bin's, ne? Du bist der Sheriff? Was? Nee, Dalo nein, Sheriff? Nein, Dalo weiß, dass ich Sheriff bin. Wie kann Dalo Sheriff sein, wenn ich Sheriff bin? Wie kann Vaso Sheriff sein, wenn ich Sheriff bin? Okay, Kinder. Ich bin auch Sheriff. Skippt einfach mal durch. Ihr solltet mich kicken, ich bin auf keinen Fall der Jester. Meine ganze Familie ist Sheriff. Ich bin da auf jeden Fall Sheriff. Mein Großvater war schon Sheriff. Ich heiße mit Nachnamen Sheriff. Also okay, das heißt, es ist aber eine harte Runde jetzt. Ne? Es gibt jetzt einen Sheriff weniger und einen Crewmate weniger ohne Infos. Aber warte mal, doch klar. Es gibt eine Info. Unge oder wie Jan auf Unge schießt, dann ist Unge offensichtlich schon. Stimmt. Unge ist das heißt, wer jetzt sterben. Schützt mich für euer Leben. Gnu, bleib bei mir. Ich glaube, er hat auf mich geschossen. Ich bin der. Nein, Dalo, was ich da. Aber wie kann er auf dich geschossen haben, wenn er auf mich geschossen hat? Aber wie kann er auf mich geschossen haben, wenn er auf Unge geschossen hat? Hier schießt schon wieder jemand auf mich. Oh, weia. Oh, oh. Aber es war nicht der Sheriff diesmal. Les hat sich selbst gebaut und Safe Call. Gnu, beschützt mich, bitte beschützt mein Leben. Nein, Matteo muss weg, er hat mich ertappt. So, wir machen mal hier. Das wird jetzt eine harte Runde. Wir haben keinen Sheriff mehr, der uns schützen könnte. Wir haben einen Crewmate, der wirklich direkt raus ist. Wir wissen allerdings, dass Simon unschuldig ist. Warum läuft mir Vlesk hinterher? Mann, Vlesk, mach mich jetzt nicht weg! Aber Vlesk war in den Kameras. Jesus, wie viele Türen sind hier zu? Ich mach mal eine Task. Jo. Okay, wir sind noch immer hier drin. Wir sind immer noch eingesperrt. Ich warte hier mit Vlesk. So, wir laufen zur Lifeline. Oh, Timid, du kommst aus einer ganz schwierigen Richtung, wenn du diese Task nicht gemacht hast. Dann kommt man eigentlich nur raus, wenn man Imposter ist. Da läuft man aber... ist gar keiner tot. Unangenehm. Ich fühle mich nicht gut. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Bin ich der Einzige, der hier ranläuft? Hey Leute, also ich werde heute nur weggeknallt. Es ist einfach... Nee, Blesk auch tot. Auf frischer Tat ertappt. Oha. Ich habe reported und zwar habe ich Blesk Boarding Electrical gefunden. Und bin gerade aus Security rausgekommen. Ich habe Lights gefixt, also das Lights, was gerade aus war, bin in Security gegangen. Und ich vermute, dass Vlesk dann, keine Ahnung, da vorbeigegangen ist, um zu gucken, ob da noch jemand ist oder so, weiß ich nicht. Und dann bin ich gerade aus Security rausgelaufen und dann lag er da vor Elektriker. Ja. Gnu und ich sind auch gerade in den Raum reingekommen und ich habe genau gesehen, wie Leiche gerade umgefallen ist. Die ist gerade umgefallen. Oha. Die ist in der Sekunde
gestorben. Also entweder... In welchem Raum? Vor Electrical, in diesem Mittel, also in diesem Flurgang vor dem Electrical-Raum. Also es gibt zwei Optionen. Entweder... Warum sagt der Barso self-reporten? Ja, weil Barso gesehen hat, dass ich reinkomme. Entweder Barso hatte sehr viel Pech und ist wirklich zur falschen Zeit an falschen Ort gewesen, oder Barso hat ihn gekillt. Wenn Barso zur falschen Zeit an falschen Ort war, könnte es sein, dass der Mörder gerade in den Electrical-Raum reingelaufen ist. Ich wollte gerade fragen, war die Tür zu oder war die offen? Die Electrical-Raum-Tür war offen. Die war zu, oder? Electrical. Weil ich konnte nämlich auch nicht in Electrical reingucken, oder? Ah, da hat jemand zugemacht. Ich habe gar nicht so genau drauf. Aber Dalu, bist du gerade an Electrical? Nein. Soll ich lügen? Das Ding ist, ich habe die Lights gefixt und da war auch niemand sonst. Wo bist du denn, Dalu? Ich bin zu Lifeline Admin Table und da kam Vlesk entgegen. Dann habe ich gesagt, oh, Vlesk wird wahrscheinlich jemanden auf Lifeline tot gesehen haben und rennt nach oben rechts, weil wir da zu dritt drinnen waren. Ist aber anscheinend nicht nach oben rechts ran, sondern zum Licht. Tot war grün zu dem Zeitpunkt. Sag mir doch, wo du jetzt bist. Sag genau. Immer noch am Admin Table, glaube ich, ja. Kann das jemand bin da nicht rausgegangen. Kannst du jemand bezeugen? Das Ding ist, Gnu, hast du vielleicht gesehen, ob die Tür offen oder zu war, weil ich bin mir sicher eigentlich, dass die zu war und dass ich nicht in Electric reingucken konnte. Weil du hast ja keine Vision, wenn die zu ist. Ich habe in dem Moment unsere Tür gerade geöffnet. Ja. Okay. Also ich dachte, sie wäre offen gewesen, aber ich kann mich auch irren, das muss ich sagen. Nee, die Dalu, du warst bei Admin, war noch jemand da? Wo waren die anderen? Simon? Also einer Specimen, ich bin bei Communications. Ja, dann kann es nur Basis sein. Nee, ich glaube tatsächlich, dass die wirklich zu war und derjenige wahrscheinlich einfach da reingelaufen ist. Und dann wäre die Leiche aber schon umgefallen. Was ist mit diesem Sauerstoff? Warum wird die ganze Tür nicht zu meiner Leiche schon liegen? Das ist zwei Stunden Herchat. Ja, der muss rüber. Ich habe Pink umfallen sehen und ich habe, also wenn ich mich nicht irre. Aber es wäre ja nicht das erste Mal, dass du. Links und dann wieder rechts gelaufen, wenn ich mich nicht irre. Okay, wir gehen mal Specimen, machen die Task. Oh, wo bin ich? Yo. Yo. Die Kabel oben. Sauerstoff-Emote? Nein, brauchen wir nicht. Brauchen keinen Sauerstoff-Emote. Es gibt Insider-Jokes, die sterben schnell. Ich wusste es. Eddie, du bist nicht gemutet. Was wolltest du denn? Ah, shit. Ah, dass er gekillt wurde, krass. Was wusstest du denn? Geil. Gab's FTL oder warum Sauerstoff? Nein, wir haben vorhin ein Video geguckt und ich habe eine Frage gestellt und irgendjemand hat einfach Sauerstoff geschrieben. Also okay. Völlig unrelated. Wir sind noch zu sechst und Orange ist gerade umgefallen. Wo denn? Wo? Entschuldigung nochmal? Ich habe gesagt, wir sind noch zu sechst und Orange ist gerade umgefallen. Das habe ich nur bemerkt und deswegen habe ich den Button gedrückt, bevor jetzt noch was Schlimmeres passiert. Weil ich ja weiß, nein. Wenn Dalu eben nicht gelogen hat, und das müsste schon ein harter Gamble gewesen sein. Kann mir bitte jemand sagen, wer in der letzten Runde in Specimen war? Eddie. Ah, sagst du jetzt, weil er tot ist. Dalu. Okay, nee, das hat er letzte Runde aber selbst gesagt. Eddie gesagt hat, er war Specimen. Hat das jemand gehört? Ja, hat er. Was ist denn mit der Sache ganz am Anfang gewesen? Mit dieser Young-Geschichte, wo legit nur du, Simon, also Unge, sorry, ja. Unge Simon, und Gnu da warst. Das hat ja Gnu und ich haben es ja bestätigt. Jo, aber ich habe gesagt, ich bin Sheriff, Dalu und Vlesk. Ja, und aber Matteo du bist ja auch. Ja, du bist ja nicht Sheriff. Weil der Sheriff hat sich selbst erschossen. Ich war Sheriff. Nee. Du warst, aber bist du jetzt nicht mehr. Also ich glaube mittlerweile dass der Jan Sheriff gewesen sein muss. Ja, kann wirklich sein. Der Unge ist in dem Moment auf mich zugelaufen und dann ist der einfach hinten geplatzt. Dass Unge hingespawnt ist, sondern der war einen Abstand weg und Jan ist einfach hinten weiter weg geplatzt. Was heißt denn von, dass es Unge und Gnu sein können? Das ist halt ein Doppelalibi, ne? Also ich weiß nicht, wie viel das wert ist. Also ich finde es interessant, hier Rase gegen zwei Leute covern. Ja, Dalu gerade getroffen oder also es könnte in einem ganz kleinen Prozentsatz Dalu sein, aber ich glaube eher Barso. Dalu also sagt den Lights Kill hat Barso self-reported, wahrscheinlich weil du kamst. Ja. Und ich habe über mein Ouija-Board ein Ich wusste es gehört. Er hat nämlich gesagt, er wusste, dass Simon der Killer ist. Blau also. Ja, blau also, ja.
Was ich dachte, ihr meint die ganze Zeit Unge. Was nee, das hat, also Ede hat das, also Ede hat mir das noch mitgeteilt. Ich wollte Unge. Meine Ouija-Kommunikation. Unge, du hast heute im Postkasten gekauft. Warte mal, Chat. Ist es nicht Metagaming? Warum verdächtigst du mich? Und wer zuerst Baso dann? Ist es nicht Metagaming gerade? Da du benutzt ja Infos, die er nicht haben dürfte. Kannst du nicht einfach hier so eine Bombe droppen? Nein, Ede hat das gesagt. Ede hat gesagt, als er gestorben ist. Baso, dein Call, das du umgewohnt hast, nicht bei deinen anderen. Ja, ja, du Imposter, Unge. Ja, ja. Ja. Oh Leute, das war ein Fehler. Wisst ihr nicht, wer Imposter ist? Gnu und ich? Let's go. So, okay. Okay, also, die haben Simon ja schon auf dem Radar. Wir können Simon auch gleich einfach beobachten, weil der Fall wird nicht mehr über die Task gelöst werden. So. Unge, Dalu hier unten machen Task. Simon ist oben an den Monitoren. Dann lass mich mal unten ganz kurz die Wasserräder machen. Ich glaube, Simon stirbt jetzt. Nu kommt von unten, Licht geht aus. Dalu ist ja auch hochgelaufen. Simon kommt von oben runter. Während Licht aus ist, läuft er vom Licht weg. Das ist natürlich ein bisschen verdächtig. Er hat genug gemacht. So, ich glaube, wir haben unsere Task fertig. Wenn ich richtig sehe. Ne, noch einen haben wir unten, einen Wasserrad haben wir unten. So, Simon hat hier genug weggestochen. Er hätte noch jetzt Zeit. Er könnte das echt noch gewinnen. Wenn er jetzt noch einen Kill begeht und dann Alarm drückt, glaube ich. Und dann nochmal, cool, das könnte eine wilde Nummer werden, ne? Scheiße, wird gefunden. Ist GG. Hi. Wer ist tot? Gnu ist gestorben. Die gefunden hast? Mann, und die liegt am Lichtschalter. Ich habe Gnu gefunden und sie liegt in O2, so gesehen drin. Ja, also in dem großen Sammelraum vom Müll. Ich habe eine ganz, ganz wilde Frage. Arctic Wolf? Mhm. Simon. Muss man noch machen. Wir haben ja eben uns an dieser geschlossenen Türe von dem oberen Bereich zum unteren Bereich standen wir beide davor. Also wo es zu O2 hingeht. Ich bin ja, links meinst du, ne? Diese Zwischentür. Ja, genau. Und ich bin dann weggelaufen. Wo seid ihr denn? Seid nach Leitung genau, gelaufen? Du bist oben rum und ich bin unten rum. Du bist unten rum, also da, wo jetzt die Leiche liegt. Aber das wollte ich gar nicht andeuten. Ach, du bist da, Simon ist da unten gelaufen? Ja, Simon ist da unten gelaufen. Ja, guck mal, pass auf. Das ist aber schon eine Weile her, ne? Ja, du bist da oben gewendet. Das ist über eine Minute her. Bist du dem, ja, das ist lange her, wirklich. Genau. Aber Simon, ich habe eine andere Frage. Das Licht ist ja ausgegangen, also beziehungsweise du oder dein toter Imposter-Kollegin hat das Licht ausgemacht. Wieso hast du es nicht angemacht? Mir gefällt die Formulierung nicht. dieser komischen Frage so, wo du schon so im Nebensatz erwähnst, dass ich es potenziell wäre. Also Timmy, ich habe hier eher jetzt Unge auf einmal im Verdacht. Ja, ich muss auch sagen. Auf einmal. Du suchst einfach wieder Entschuldigung, Unge. Ja, ihr habt mich erwischt. Wo warst du denn, Dalu, am Ende? Dropship. Ich glaube, es ist Dalu, Timmy. Nee, ich nehm's zurück von Simon. Ich glaube, es ist Dalu. Weil Dalu war auch in der Nähe. In dem Fall, wie wär's denn, wenn wir einfach skippen? Ach, in dem Fall muss es Unge sein. Also, ich hab den Schlüssel jetzt erst gedreht. Dalu, ich immer bis zum Ende. Ich hatte oben links. Also, ich skipp den Bums hier. Nee, da kommt Dalu mir nicht davon. Es gibt. Oh nein, bitte jetzt nicht zwei das Leute auf mich voten. Dann bin ich raus. Aber warum skippt man denn nicht einfach? Ach, Timmels. Ihr seid wirklich ganz hinterhältige Verräter. Timmy hat nicht verraten, der hat wirklich geskippt. Schweine! Ihr seid ja gemein. Ja, dass ich euch da im Gang entgegenkomme, ja, war natürlich echt ein Fehler, aber das kannst du ja nicht vorhersehen. Du bist wahrscheinlich hochgewendet, oder? Zu den Camps? Bist du hochgewendet? Nee, er war in den Camps. Nee, beim letzten Kill davor bin ich gewendet. Ja, es ist halt immer Risiko-Gameplay. Ey, ich muss kurz sagen, es tut mir so leid. Baso, du hast dich so Mühe gegeben, mich zu decken und alles, und bist am Ende ins Feuer gefallen. Ach, Baso hat den Kill nicht gemacht, sondern Simon hat den Kill gemacht und der stand Electrical. Beide waren da, Simon. Ja, sie ist oben rumgelaufen, ich habe das nicht gesehen. Ja. Ja. Und also dann tut es mir auch leid, Baso. Dann nee, alles gut, ist gar kein Problem. Matteo lag noch in Electrical drin, aber ich glaube, die Tür war trotzdem zu am Ende. Aber ich habe da letztens trotzdem weggemacht. Ich habe noch Matteo von mir weggelaufen und dann habe ich nur gesehen, wie Matteo umfällt auf der Live. Dann habe ich so, okay, der wollte fixen gehen, aber es standen halt drei Leute in Electrical drin und dann wusste ich schon, dass sie meinen Tod laufen.
Ja, ich dachte, Vles, du gehst nach oben rechts, weil auch drei Leute im Lab waren. Also ich dachte, ja, aber ich wusste ja, wo Matteo hingelaufen ist. Der war mit mir in der Lifeline. Ah, ich wusste, der geht Light fixen und in dem Moment, wo er stirbt, weiß ich, dass nicht die Lab-Leute sind. Können wir einmal ganz kurz die Story von Jan, dem Sheriff, hören? Ich habe nichts Böses gemacht. Ich renne da zu diesem Kanister. Wie immer drücke ich linke Maustaste, um den Kanister aufzufüllen. Und ich bin tot. Und ich war mit zwei Leuten unterwegs. Ich dachte, die bringen mich da ja nicht um. Also das muss ein Eigenkopfschuss mit linker Maustaste sein. Passiert im Besten, Jan. Passiert im Besten. Aber wir haben es sofort herausgefunden. Ja, ich konnte die Tour ausschließen und Glück konnte mich ausschließen. Das ist eine andere Situation, generell, glaube ich. Oder? Nee, sieht genauso aus, aber nee, du hilfst dich selbst. Genau. In dem Fall warst du nicht beabsichtigt, aber ich glaube, generell brauchst du mit Sheriff Mod auch so ein Gentleman's Agreement, dass man nur schießt, wenn man einen guten Verdacht hat. Weil wenn du halt random drauf drückst und dann sofort einen Imposter erwischt, ich glaube, das fühlt sich gar nicht gut an für den Imposter. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Deswegen finde ich Voice geiler. Ich würde auch ein Gentleman's Agreement eingehen, dass wenn der Imposter den Sheriff als erstes wegmacht, dann, dass man nicht böse ist. Weiß ja keiner. Ich bin immer böse. Oh, okay. Ich werde es beibehalten und immer böse sein. Okay. Einfach immer böse. Random schießen an Sheriff und immer böse sein, wenn man gekillt wird. Genau, das ist mein Fahrplan. Let's go. Letzte Runde für mich, Leute. Sheriff immer cool. Ja, dann müsst ihr noch mal Ersatz suchen. Aber geht klar. Viel Spaß. Mann, ey. 100% Crewmate. Ich sterbe jede Runde. Leck mich. Warte mal. So, Jan chased mich. Machen die Task hier. Haben wir nicht die Common Task mit der Swipe Card? Es ist direkt Baso tot. What the fuck? Liegt 100 pro Labor irgendwo, oder? Labor. Ja. Baso und Dalu. Zwei Leute, also ich kann nur ausschließen, wir waren zusammen und die Kiste ist zu schnell passiert. Wo wart ihr zusammen? Warum? Wir waren an der Rakete und da ist auch jemand gerade reingeleakt und ist dann wieder rausgegangen. Wer war das? Ich. Blesk? Ja. Also, du bist gerade Rakete rein, wieder raus? Nee, nicht bei der Rakete, ich bin beim Lab rein und dann bin ich nach links gelaufen zum Ding, aber ich habe deine Füße noch. Wo waren denn die Leichen? Können wir das erstmal sagen? Ich sage euch erstmal, wo die Leiche liegt, die ich gefunden habe. Baso lag im Labor und zwar, ich war in Lifeline, habe gesehen, dass Baso tot ist. Dalu war da zu der Zeit noch nicht tot und Ich habe dann gesagt, muss im Labor liegen, weil ich so ein krasser Ermittler bin. Bin hochgelaufen, habe sie gefunden. Allerdings habe ich da nicht Unge und Gnu gesehen. Wo wart ihr denn? An der Rakete oben. An der Rakete. Die sind gerade, also. Gnu habe ich nicht gesehen, aber Unge ist vor einer Sekunde gerade rein beim Lab. Bist du wirklich schon mit der Rakete oben? Ja, wir stehen schon, wir haben die Rakete sogar schon fertig. Dann seid ihr hinter mir, weil ihr müsst gerade erst reingelaufen sein, weil Rakete habe ich gecheckt, weil ich dachte, die Leiche. Aber ist der Blesk entgegengelaufen, weil er hat gesagt, er kam aus dem Lab? Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Nee, ich kam nicht aus dem Lab, ich kam von unten. Ich bin am Anfang zur Lifeline gelaufen, da waren beide aber noch nicht tot und jetzt bin ich nach oben gelaufen und habe gerade noch Unge gecrossed und wollte nach links und Light fixen. Okay, ich war nicht im Lab drin. War also im Lab. Und wo sind die anderen? Dann lass mal fragen, wo die anderen sind. Simon, wo bist du? Ich bin bei Weapons. Okay. Ja, das ist gelogen, da bin ich. Oh, Simon. Das ist wirklich unlucky. Ich bin aber da. Naja, vielleicht bin ich halt nicht in deiner Reichweite oder so. Aber ich habe Download gemacht und in dem Feld meinen Kometen abgeschossen. Ja, weil wenn du ein Download bist, theoretisch möglich sein. Ja, wenn wie lange bist du da? Du bist im Download. Woher willst du wissen, dass Leute nicht im Download gemacht und Weapons. Also er müsste schon gesehen haben. Ich hab beides gemacht. Und Blesse versucht gerade deinen Kollegen zu treffen. Ja, aber komm doch einfach gleich einer hin. Ach nee, wir starten gleich wieder. Aber, warum? Aber ich bin recht. Nö, ich habe Mitleid mit Leuten. Ja, das ist immer dein Fehler, Blesk. Ja. Mit in der Imposter-Runde, da hast du mich geschützt. Eddie, wo bist du? Ich bin bei Elektro. Ja, ich kann Leute nicht untergehen. Ich wollte gerade den Lichtschalter fixen. Also, ich werde jetzt skippen, aber dass Vlesk im Labor war und ich ihn nicht gesehen habe, macht ihn schon nein, 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 nicht im Labor, ich war in der Lifeline, da waren beide nicht tot, dann wollte ich hochlaufen, um Licht zu fixen, da bin ich gerade unten an Simon vorbeigelaufen, aber nur, ich habe nur seine Füße gesehen, weil Licht aus war. Okay. Warum habe ich Unge und Gnu nicht gesehen? Kamen die nach mir rein? Das ist alles, was passiert ist, was gerade beschrieben wurde, ist nach mir passiert. Oder was? Weil ich bin ja da reingelaufen, habe niemanden gesehen.
Und wir sind direkt ja vom Kill aus losgelaufen. Aber Vlesk meinte, da war noch niemand tot. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Wenn ich auf Lifeline sehe, wie Baso tot ist, aber Vlesk sagt, Baso war noch nicht tot. Und er läuft vor mir los, aber schafft es dann nicht ins Labor rein vor mir. Was ist das für eine... Hä? Bin ich blöd? Irgendeiner labert hier Scheiße. Irgendeiner, hier. Matteo labert Scheiße, Leute. Irgendjemand labert Scheiße. So, Weapons Communications. Wer ist jetzt schon wieder in Weapons drin? Lights geht aus, Scheiße. We dead. Oh, Mann. Werde ich jetzt wieder bestraft, dass ich Licht anmache? Nein. Wir leben. Wir gehen an die Camps. Aber der Verdacht war zumindest richtig, dass Vlesk irgendwas Komisches erzählt hat. Das heißt, zumindest ermitteln funktioniert. Am Leben bleiben funktioniert noch nicht so gut. Ich versuch den Task Windchat, ich versuch's. Donnerstag Rust habe ich gehört. Ja, es sieht gerade stark nach Rust aus am Donnerstag, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ist gerade... Ist gerade hart. Ist gerade hart, Chat. Ist hart. Ja, und jetzt drückt er noch hier, während ich Labyrinth mache. Aha. Warum ist schon wieder tot? Aha. Hm. Verdacht habe ich im Meeting geäußert, ganz am Ende. Bless, du bist in jetzt in Specimen gerade? Spezimen, ja. Genau. Und da waren aber zwei Leute. Wer ist da noch bei dir? Niemand ist hier. Okay. Ich war kurz drin. Ich war kurz im Labor. Weil Mental ist schon seit ungefähr einer halben Stunde tot. Also ich bin gerade an die Zahlentask gelaufen und da war noch niemand drin. Wenn, dann muss es mega krasses Timing sein, aber hier ist niemand außer mir. Ja, ich glaube mit Durum, weil ich weiß, dass du safe ist und Timmet, du hast nicht verstanden, dass ich dir suggerieren wollte, dass wir zu dritt rumlaufen, weil du hast doch schon Simon exposed. Ja, ich habe ein bisschen Angst trotzdem. Ja, brauchst du aber nicht. Die drei sind safe. Für die nächste Runde weiß ich Bescheid. Sehr gut, also. So, ich war unten links unterwegs, habe meine Tasks fertig gemacht, habe seit Ewigkeiten niemand gesehen. Ich bin Sheriff, deshalb hatte ich immer ein bisschen Angst, mit jemandem zusammen Tasks zu machen, weil ich mich nicht wieder erschießen kann. Deswegen hast du dich so komisch verhalten. Ja, aber Jan, das war nicht klar zu sagen, weil jetzt bist du ein gefundenes Fressen für die Imposter. Und die Imposter sind sehr wahrscheinlich Simon und Vlesk. Ich schieße ja auf alles, was mir... Simon Unge und Vlesk? Ah, Simon, Mann, du hättest uns nicht verraten Simons dürfen. Game Hanks? Verraten. Ah! Ich hab uns verraten. Ich hab gesagt, Simon, das war ja ein Fingerfehler. Warum denkst du, Simon? Weil wir vorhin runtergelaufen sind und Ede stand da und hat dann kurz... Also wir sind dran vorbeigelaufen, zuerst du alleine. Dann ist er da gestanden, dann bin ich gekommen. Dann ist er kurz mit hoch, dann kam ich wieder hoch. Ist er hoch und als er gesehen hat, ich komme alleine, wollte quasi zu mir laufen. Das fand ich war so ein komischer Move, wo ich dachte, so hast du versucht, mich abzuschnetzeln. Könnte auch sein. Das ist auf jeden Fall eine gute Geschichte. Was ich interessant finde, ist, dass Unge einfach mal feststellt und sagt, ja, Gnu und ich, wir sind's einfach nicht. Ja, das macht er halt die ganze Zeit. Ich glaube tatsächlich auch, dass wenn Jan auf irgendeinen Simon schießt, ich glaube, dass Jan, glaubst du denn nicht, oder? Jan auf egal welchen Simon er schießt, nicht sterben wird. Okay. Also, falls ihr mich gerade nicht gehört habt, ich habe hier einen Bug, ne? Ja. Deswegen stehe ich die ganze Zeit nur rum. Okay. Wir sollten vielleicht voten oder vielleicht auch nicht. Ja, muss nicht, aber also, Simon kann sich gerne exposen. Entweder Simon Vlesk oder Simon und Ede, das ist die Kombo, die sein könnte. Ja. Oh! Oh! Ja. Ui! Hat ja eh einen Bug. Da haben wir ein paar Leute nicht gewotet. Okay, wenn es jetzt Vlesk und Ede sind, dann ist das ist scheiße. Dann haben wir ein kleines Problem. Dann ist es scheiße. Ist gut, dass Simon rausgewotet wurde mit dem Bug. Dann hat Timmit reingeschissen. Na ja. Jo. Von wem wurde ich gekillt? Von Simon, oder? Alter. Okay. Soll ich da jetzt draufdrücken?
Ja, ja, sollst du. Aber jetzt ist die Sache. Manchmal hast du Lost einfach heute, weil ich die ganze Zeit tot bin. Also denke ich mal nicht an, dass es Blesk ist. Der wird doch den Sack zumachen, außer wenn wir seinen Posterkollegen geschnappt haben. Leute. Es gibt ganz viele verschiedene Szenarien jetzt, in denen man einen Reaktor anmacht und in denen keine Reaktor anmacht. Ja, es ist schwierig, es ist schwierig. Also, Gnu verdächtigt Ede und Ede könnte auch in Frage kommen. Vles könnte am Anfang einen wilden Vent-Kill gemacht haben, rein ins Lab, wenden, wieder rein ins Lab. Also raus aus dem Vent und dann rein und dann zack, zack und dann so tun, als wäre er zum ersten Mal da. Weil Vles hat komische Fragen gestellt so. Vles hat eben, du hast doch eben mich gefragt, hä, du bist wirklich schon an der Rakete oder so? Und das macht ja gar keinen Sinn, diese Frage. Nee, das habe ich nicht gemacht. Nee, war es Mäntel? Du hast gesagt, du warst schon fertig mit der Rakete. Und ich habe das bezweifelt, weil in meinem Kopf wurde reported, gerade als ich an dir vorbeigelaufen bin. Ja, also ich weiß ja, dass nicht, ich, was für Megaspeedfinger du hast, damit krass, du da Rakete fertig kriegst. Also, ich finde es krass, wie sicher sich Unge ist, dass. Also du zeigst dauernd mit dem Finger auf jemanden, das finde ich immer mega auffällig. Ja, er weiß halt, dass in der ersten Runde zwei Kills gefallen sind und er war bei Gnu. Und ich war bei Gnu, deswegen weiß ich, dass Gnu es nicht ist. Verstehst du? Also es könnte nur sein, dass Gnu was ist denn, wenn ihr beide Imposter seid? Wenn wir beide Imposter sind, dann würde ich ja trotzdem sagen, dass wir es nicht sind. Also egal, wie es ist, ich würde ja trotzdem genau diese Aussage treffen. Jo, liebe Grüße zurück. Ja gut, aber das macht es ja nicht glaubwürdiger. Für euch nicht. Was mit Tim Hitler, den irgendjemand gesehen da draußen? Bist du echt aus Mittelbuchen? Also Powerplay wäre halt, wenn Jan jetzt einfach auf mich oder Ede schießt, so, weil dann wissen wir, dass es der andere ist. Wo Mittelbuchen? Also ich bin 100%ig nicht. Ich bin gerade unten links in der Map und habe irgendein komisches Wasserbehältnis Rätsel gelöst, was ich noch nicht ganz entschlüsselt habe. Ey Leute, dass ihr jetzt gewollt habt, es können immer noch zwei Imposter sein, ne? Ja, es könnte sein, dass Simon falsch. Aber Timmit, wenn du sagst, dass Simon nicht in Weapons war, dann sind wir richtig. Naja, es war ja dunkel. Ich kann das beruhigt skippen, weil ich. Ich hab gar nicht gewotet. Es war ja dunkel, also. Scheiße, Mann. Es kann sein, dass am Download schon. Aber heute noch Rust? Ja, mit Leon. Bei Weapons eigentlich schon heute verraten. Heute ab 0 Uhr Rust mit Leon. Ja. Also ich dachte, es waren Simon und Simon, aber ich bin mir relativ sicher, dass wir einen haben, nicht zwei. Ja, ich glaube auch. Ey, ich weiß gar nicht, warum ich gar nicht gewotet, ey. Ich weiß nicht, warum das eingeloggt ist. Wen habe ich denn gewotet? Oh, drei oder Ede? Ja, das ist nicht gut. Das ist nicht so gut. Matteo, Maluna ist auch aus Hanau. Ach Quatsch, Maluna ist doch nicht aus Hanau, oder? Ich glaube, ich habe mich selber gewotet. Bananaphone sagt, ich wohne am Schwaberg. Ey, den kenne ich wirklich. Machst du von zu Hause noch Rust? Weiß ich nicht. Wenn, dann spontan nur Farmen oder sowas. Richtiges RP wahrscheinlich eher nicht. Das würde ich mir aufheben für den Stream. Damit ihr auch seht, was passiert. Weil sonst, wenn ich Offstream RP mache, dann passieren halt Sachen, wo ihr nicht wisst, was abgeht. Will möglichst alle Sachen, die relevant sind für die Story, nur on Stream zeigen. Krass, ich bin aus Mittelbuchen. Was war das jetzt? Ihr labert doch wieder. Ist jetzt tot. So, ich hab's aus dem Augenwinkel gesehen. Gnu, hast du es gesehen? Ich hab's nur aus dem Augenwinkel, aber ich hab trotzdem genug gesehen. Scheiße, nein, aber ich dachte, du beschützt uns. Ich hab's aus dem Augenwinkel gesehen, dass es Flask war. Okay. Also ich habe gerade Vless schon gewotet als Einziger. Grüße vom Golf. Ich weiß nicht. Also ich glaube, der Sheriff ist Imposter, Leute. Was? Das wäre schrecklich. Das geht, ich hatte ein bisschen Angst, dass Unge ist, aber jetzt, ja. Ne? Wir standen ja zu dritt drauf rum und ja, es war gerade aus dem Blickfeld, aber ich habe. Oh Gott, ja, Vless hat recht. Aber aus dem Blickfeld. Wie soll er recht haben? Vless hat recht. Das geht nicht. Doch. Das muss der Imposter-Sheriff sein. Der Imposter-Sheriff hat seine Waffe so modifiziert, dass er jetzt auf Crewmates schießt. Hast du jetzt Vless gewotet, aber es ist Jan, oder was? Es ist Vless. Ja, Gnu trollt, es ist Jan, aber Gnu hat wahrscheinlich schon mich gewotet. Sprich, wir haben es oder so verloren. Ist egal, was du votest. Wie du mir noch ein schlechtes Gewissen machen willst, du Schmollibär. Schmollibär. Weiß ich nicht, will gar nichts. Gnu. Money Barely. Wenn Timmy jetzt vote. Wenn Timmy noch eingekauft wird von. Ich bin Sheriff. Ich mach dir jetzt Druck. Timmy, vote jetzt. Die Sache ist, du warst nämlich am Scanner, als die beiden Double Kills gefallen sind vorhin. Das war ein bisschen. Gnu. Nee, aber ich muss ja irgendwie gemacht haben. Ich bin ja auf jeden Fall Imposter. Jan hat ja meinen Namen gesehen. Kann nicht sein, dass in der ersten Runde ein Sheriff gestorben ist. Ist er komplett egal. Wenn es nachfragend ist, ist es auf jeden Fall Mask. Eigentlich ist es egal. Nach der Runde bin ich auch raus. Also es langt mir jetzt. Okay, Schmollibär. Imposter. Wählt bitte den Schmollibär. Ja. Schmollibär. EFT die Woche auf jeden Fall nicht. Also, du kannst auch wirklich deinen Namen ändern. Ich EFT hab's auch gemacht. Schmollibär ist noch frei. Ach, Gnu jetzt. Gerade wenig Zeit. Aber Schmollibär. Ja. GG. Krass, dass du mich da noch gesehen hast. Auf meinem Bildschirm war da nur Simon. Aber ich musste Simon töten, sonst bin ich eh weg. Weil der weiß ja, dass ich nur überbleibe.
Ich habe aber echt nur so ein Pixel hier pink gesehen. Es war, ja, knapp, war auch nicht so unwahrscheinlich. Habt ihr doch jemanden, der einspringen könnte für Eddie? In dem Moment, wo ihn Eddie votet, habe ich halt keine Chance mehr, weil ich musste ihn ja am Leben lassen die ganze Zeit. In dem Moment, wo ihr ihn votet, bin ich tot. Ja, Blut an den Händen, Leute, ganz ehrlich. Ich habe eine Frage. Ja? Ich habe mich ja verraten, sagt er, dadurch, dass bei Weapons jemand war und ich gesagt habe, ich bin bei Weapons. Ich war bei Weapons, ja. Ich war aber dummerweise bei Specimen Room und dachte, das sage ich nicht, weil dann werdet ihr ganz sicher auf mich kommen. Ja, ja, okay. War schon was, gut. Also hätte ich in dem, was hätte ich machen können? Ja, sagen können, dass ich da war. Wenn du jetzt sagen können, Open Field, weil dann kannst du am Ende noch ein bisschen drehen, so, ja, du warst da. Ach, okay. In einem Raum ist immer so ein bisschen mehr zu krass Gambling, aber wenn du es dann klappt, wenn da wirklich keiner Weapons ist, dann ist es natürlich sehr glaubwürdig, weil du würdest natürlich nicht Schusslinie. Du hättest auch sagen können, du bist auf dem Weg zu Weapons, bist kurz davor oder so, irgendwie sowas. Ja, ja, ich habe noch überlegt, aber dann, ja, aber Field und so, generell merke ich mir das. Aber wenn ich es jetzt gleich sage, dann ist es ernst gemeint. Ich weiß nicht, wie das da heißt, da irgendwo da oben rechts Mitte, so bin ich. Aber ich kann dich beruhigen, Simon, ist eigentlich egal, was du sagst, im Zweifel wählen die dich einfach. Auch wenn komplett weil Unge sagt. Es gibt immer einen, dem sie alle nachrennen. Mendel, du hast Unge, selbst gewotet. Ich bin die ganze Zeit tot. Ich bin heute den ganzen Abend tot. Ich war noch nicht. Ich habe bis heute noch nicht Runde 3 gesehen. Also, dritte Meeting habe ich heute noch nicht gesehen. Das war nicht so schlimm. Eine ganz kurze Frage, um dann ruhig schlafen zu können. Wer hat alles für mich gewotet eben am Schluss? Ich habe auch für dich gewotet. Unge und? Okay, 2. Ja, also hast du selbst gewotet. Ich hab noch gewotet. Sorry. Ich hab geskippt. Ich wusste, wenn er rausfliegt, bin ich am Arsch. Und dann fliegt er einfach. Ja, ich bin so. Wäre eben 2 Stimmen, wäre ich nicht rausgeflogen, oder was? Ja, dann hätten wir 2-2. Genau, dann nicht. Dann wäre 2-2 gewesen. Ja. Oh Mann. Na gut. Zeit fürs Bett. Ja, okay, Eddie, dann vielen Dank fürs Mitspielen. Hat Spaß gemacht, Leute. War mir eine Freude. Mir auch. Wir müssen jetzt nur überlegen, wie wir das jetzt machen, ob wir jetzt noch jemanden reinholen für die letzte halbe Stunde so ungefähr oder ob wir zu 9 spielen. Haben wir einen schnellen Ersatz? Ja, ich habe niemanden leider. Und es wäre jetzt auch, also, wenn ihr jemanden habt, sehr gerne. Hat Caruso die Sheriff-Mod? Der ist nämlich gerade im Chat. Ja, wenn er Bock hat, kann er. Auf jeden Fall innerhalb von einer Minute verlieren. Ja, ja, Caruso musst du nur einmal sagen und dann ist es sofort hier. Ja, ihr könnt aber auch noch gerne nachher einen für mich suchen, weil ich würde nach der Runde auch düsen. Wir machen ja nicht mehr so lange. Wir machen nur noch 2 Runden. Stunde. Gnu, wir machen noch 2 Runden. Aber dann muss ja, Simon Unge alleine rumlaufen. Gnu. Dann müsst ihr alleine rumlaufen, Gnu. Ja. Jetzt hat er mich ein schlechtes Gewissen zu machen. Gnu, damit lässt mich immer sofort töten. Das hat er mich abgefuckt, dass wir zusammen da standen. Ja, ja. Dann noch 2 Runden, okay? Und nächstes Mal töten wir beide. Ja, 2 Runden, dann können wir alle schön ins Bett gehen und ein bisschen weinen. Da ist Caruso schon. Ja. Caruso, hast du Sheriff Mod? Nein. Dann meinst du, mit dem und ins Bett gehen heißt quasi bis 3 morgens Rust spielen, ja? Möglicherweise. Ich muss ganz gut davon noch rennen. Ich muss doch nur die Sheriff-Mod entpacken in meine Mongas-Ordner, oder? Ja, genau. Ja, in eine Kopie von meinem Mongas-Ordner. Und bitte dein Webcam-Mikro wechseln. Ja. Okay, sorry. Aber nice, dass du so schnell hier reingehopst bist. Kann ich mitbekommen. Ist jetzt besser. Ja. Ja, viel besser. Bisschen leiser. Viel besser. Ja. Und das andere wieder? Also den... den Among Us Ordner im, die Mod im Among Us Ordner entpacken und du kannst dann, also du kannst vorher eine Sicherheitskopie machen und dann aber auch direkt starten, keine Ahnung, müsste eigentlich beides gehen. Ich bin nochmal kurz pinkeln. Ja, ja, ja. Lass, bist du ein Schmollibär? Spielt ihr mit 1.1 oder 1.0.1? die aktuellste Version, 1.0.1 ist, glaube ich, oder? Ich glaube nicht, dass das die aktuellste ist, weil ich habe meins seit 3 Wochen nicht geupdatet. Ich auch nicht, aber gerade noch gemutet, musste mich aufregen über meine Imposter-Runden, dass ich nur verloren habe. Nimm einfach den Link von Bless. Ja, ich habe den nur verloren, weil du den falschen gewotet hast. Oh, das ist so peinlich, ey. Wir sind einfach so easy. Durch Votes hätten wir gewonnen. Ja, aber am Ende war so ein bisschen auf Dalu irgendwie. Dann dachte ich, vielleicht voten jetzt Leute Dalu und dann, Lesk. Caruso, wenn du Hilfe brauchst, dann Bescheid. Als allererstes abgemurkst übrigens. Es ist kurz Zeit, um festhalten. Trinken zu holen? Ja. Ja. Dalu, ich hatte ein paar schwierige Runden und ich dachte mir... Meine waren heute auch nicht grandios. Dalu warst du noch gar mal, kein Mal. Ich brauche jetzt so einen Ego-Boost, das macht man am besten, indem man kurz Dalu am Anfang absticht. Also, dass ich noch nicht im Poster war, finde ich nice, ja. Aber ich würde auch gerne mal am Ende im Victory Screen Beine haben. Tut mir leid. Dalu. Okay, alle, die da sind, einmal nach rechts laufen. Ich glaube, Timmy holt sich gerade noch was zu trinken. Timmy wird noch was trinken, aber das sehen wir ja auch dann. Ja, genug. Timmy ist zum 4. Mal auf Toilette heute. Alles klar. Zählst du mit?
Interessant. Ja, ja. Okay. Ja, aber letztes hat er so ein paar. Ich bin sauer auf Gnu jetzt. Ihr seid immer sauer. Jede Woche seid ihr sauer aufeinander. Ja. Das stimmt. Du musst mit Gnu zusammenarbeiten, nicht gegen Gnu. Das ist wie. Das geht nicht. Wasser. Die hat mich beim Titanic-Spielen getötet. Hello. Da bin ich wieder. Hallo. Nice. Okay, sind alle da. Dann können wir starten. Let's go. Ja. Let's go. Yes. Caruso, warum bist du nicht türkis? Ja, ich habe auch. Ich hab mein Blau auch nicht. Caruso. Ist traurig. Und wieder Crewmates zu machen. 30.000 Mal. Leck mich am Arsch. Ich will doch einfach nur mal. Mann, ich werde sterben. Okay, meine Mission ist es zu leben. Leben ist alles, was ich. Okay, wir gehen ins. Nein, ich gehe nicht ins Labor. Ins Labor zu gehen am Anfang ist Selbstmord. Das ist reiner Selbstmord. Wir werden. Nein, da gehen wir nicht rein. Yo, yo. Okay. Machen den Download. Wie bleibt man hier am längsten am Leben? Das ist die Frage, die ich mir jetzt gerade stellen muss. Wir müssen dabei aber noch Informationen sammeln. Wir können nicht einfach nur. Wir hängen uns mal an die beiden Jungs. Wo ist. Hier sind die. Bleib mal bei denen. Stirbt jemand? Nein. Och komm, sag mir nicht, dass ich mit den beiden Killern abhänge. Sag mir nicht, dass ich mit den Killern. Warum geht keiner. Mann, jetzt geh ich wieder. Es sind drei Leute Electrical. Es kann nicht sein, dass das Licht angeht. Doch, die beiden Killer sind dann Electrical oder was? Hä? Okay, Licht geht an. So, gab's einen Kill? Nein. Bless kam zu Lifeline später dazu. Caruso war auch hier. Bless kommt mit mir mit. Oh. Komm. Ich will. Komm, die erste Runde. Gib mir die erste Runde. Nicht sterben in der ersten Runde. Oh mein Gott. Wir machen sogar den Medbay-Scan. Ne, Jan, weg hier. Weg hier, Jan. Hup. Jan geht in. Nee, der ist nicht reingegangen. Fix Light. Oh mein Gott. Tim mit. Ey! Es ist. Wie? Was soll ich tun? Da sind drei Leute ins oder vier Leute ins Specimen. Oh Mann, ey. Och Mann. Kacke! Aber ich bin nach der Runde auch einfach raus. Ich kann nicht mal zählen. Oh, Gnu, du lebst noch. Ich hab's verloren. Ich hab's verloren. Gnu steht neben mir. Yeah. Auf mir. In dir. Mhm. Oh. Okay, oh, ja, du hast die Leiche. Also Mantle liegt oben rechts. Aber das Mantle-Tod ist jetzt nicht so schlimm, weil der hat ja heute schon sehr viele lange Runden gespielt. Okay. Danke, danke, ja. Auch wenn ich mich daran selber verdächtig mache, ich war im Lab mit Vlesk und Mantle, ist schon ein bisschen her, habe allerdings sonst keinen gesehen. Ich bin runter zu Specimen Room. Vlesk hatte irgendwie Angst vor mir, ist dann zurückgekehrt ins Lab. Haben wir Lifeline-Info? Ja, ein bisschen. Mantle ist während der ersten Lights gestorben und Vlesk ist dann wahrscheinlich während oder danach gestorben. Nee, erste Leiter. Also der Killer muss von der anderen Richtung, nicht von Specimen, ins Lab gekommen sein und sie dabei erwischt haben. Ja, wo hast du die Leiche gefunden, Dalu? In zweiter Leiter gestorben. Mitten im Raum. Also oben rechts im. Ja, genau. Den Kill auf Mantle würde ich auf jeden Fall Dalu und Timmy rausnehmen. Mhm. Und wahrscheinlich auch Unge. Perfekt. Timmy rausnehmen, damit ich gekillt habe. Zwei Personen entgegengekommen, als ich durch Electrical Links gelaufen bin. Da kam mir erst Dalu entgegen. Der war auch schon vorher, war ein bisschen suspekt. Und dann kam Unge noch. Und beide bin ich passiert, aber die müssten ja bei Electrical oben links rausgegangen sein und theoretisch könnten die dann rechts in Laboratory. Ja, Proximity würde ich gerne wieder machen nächste Woche. Das ist alles, was ich weiß. Ich verdächtige sie nicht. Unge, bist du die ganze Zeit nur umgelaufen? Die Möglichkeit besteht, dass der Laufweg ganz gut passte. Nicht ja, das stimme ich dir zu, Simon. Ich bin mit Gnu rumgelaufen, Timmit, bis wir in O2 waren. Da hatte ich dann die Aufgabe, den Baum zu machen, dann ging das Licht aus. Killer haben wir schon gesehen. Ein bisschen in den Camps gesehen, ja. Genau, dann ging das Licht aus, dann bin ich alleine zum Licht gegangen. Da ist aber Dalu auch nachgekommen. Und dann bin ich wieder runtergegangen, hab da noch den Download im Baum gemacht. Da hat mich Gelb gesehen, also Caruso. Ja, hab ich auch gesehen. Gnu war dann aber weg und Baso hat ja gerade gesagt, dass Gnu bei ihr ist.
verstehe nicht, Weapons gerade beide. Ich bin nicht sauer, ich bin nur enttäuscht. Wer liegt oben rechts, Mäntel oder Vlesk? Mäntel, aber anscheinend beide. Achso, beide da. Okay, dann kann ich Caruso und Unge für den Kill jetzt rausnehmen. Ja, Dalu könnte gewesen sein und Simon könnte es auch gewesen sein, muss man sagen, ne? Na klar. Ja, wir haben die, die weggemacht und dann habe ich reported, um euch zu zeigen, was für krasses geleistet habe. Schau mal, hier habe ich hingekackt. Ja, also Self-Report würde ich nicht ausschließen bei Dalu. Ja, also. Danke für die aufbauenden Worte. Dein Friseur sieht heute gar nicht so schlimm aus, danke dir. Da lachen sie. Das war schon ernst gemeint. Auch ich kann mit dem Finger auf Leute zeigen. Du musst dich noch stumm schalten, Simon. Nee, das macht die Regie. Das macht die Regie. Simon? Simon hat Leute, die das für ihn machen. So. Vaso faked die Task hier unten. Jetzt ist alles gut. Ich bin nicht traurig. Vielleicht nur ein bisschen. Ist aber nicht so schlimm. Jeder hat mal. Was ist mit dem Scheißblatt? Jeder hat mal einen schweren Tag. Ich bin aber völlig ausgeglichen und entspannt. Danke, Chat. Vielen Dank für eure Herzen, Chat. Vielen Dank. Dankeschön. Danke, danke. Alles gut. Alles gut. Licht kann ich nicht fixen. Wir machen Communications. Kannst du nicht mit Leon im Studio Rust spielen? Sehr komische Situation. Nee. Ich habe es. Da war nur ein ganz kleines Licht. Und ich habe nur den Report-Button gesehen, immer wieder. Ich habe aber keine Leiche gesehen. Ich bin in Laboratory, quasi das. Da unten die drei Räume, ne? Davon der mittlere, glaube ich. Ja, das ist alles, was ich sagen kann. Da muss eine Leiche liegen. Im Labor heute wieder? Ja, irgendwo in dem Bereich, genau. Wahrscheinlich da, wo die Schleuse ist. Aber ich habe sie, wie gesagt, nicht physisch, nicht wirklich liegen gesehen. Kurze Regelfrage. Kann das auch so scheiße. Es ist so scheiße. Die einzigen beiden, die ich eben saven konnte, war Unge und Caruso. Und die sind jetzt tot. Jan, kannst du noch mal schnell fragen? Kann das noch der unentdeckte Mäntel sein, den Simon jetzt erst entdeckt hat? Weil da Nein, das geht nicht. Also es wird geklärt. Genau, es wird geklärt, die Runden. Also Dalu hätte mich töten können, hat er nicht gemacht, mehr weiß ich leider nicht. Warst du alleine im Labor, Simon? Nee, ich war auch da. Ich bin dann noch mit Kabel fixen gekommen und während ich Kabel gefixt habe, ist dann der Report gefallen. Aber ich bin von rechts nach links gedüst. Bevor es jetzt gleich wieder knapp wird und wieder irgendwer sauer ist, ich glaube, einer der Killer ist Timid. Und zwar, als wir gerade Lights Out hatten, die Runde davor, kam, da waren Gnu, Unge, Simon und ich. Und als Timid reinkam, ging hinter ihm, glaube ich, die Tür zu. Als ich nach rechts raus wollte. Wann denn? Nein, die Runde davor. Die Double-Kill-Runde oben rechts sozusagen. Ich glaube, du kamst von oben rechts und du hast die Türen immer hinter dir geschlossen, um so viel Zeit wie möglich damit rauszuholen. Ich habe vorbeihuschen gesehen. Aber ich würde jetzt mir nicht zutrauen, zu sagen, wer es ist. Vielleicht war es Baso sagt, sie war da. Aber ich würde mich nicht wollen, das ist falsch. Die Sache ist, ich konnte von drei Leuten gesaved werden und ich stand die ganze Zeit in den Camps. Also es wäre wirklich. Nein, du standst nicht die ganze Zeit zu den Camps. Du standst an den Camps, da war Matteo schon tot wahrscheinlich. Wo warst du denn jetzt gerade, Dalu? Ich bin links mit Jan, links unten. Ich bin halt kurz vor Electrical. Ja, also Leute. Also einer von uns muss doch in der Nähe sein. Das Problem ist halt, dass Licht aus war. Hellblau. Oh Leute, mach das nicht. Die zwei Leute. Let's go, Dalu. Ja, schön. Wer hat denn da mich? Schöner Vote. Ich bin ein Engel. Mit deinen Augenbrauen. Baso hat keinen Vote. Ja, wahrscheinlich waren es wirklich die Augenbrauen, ne? Du machst einen Task mal fertig. Wir haben unten hier noch das Water Raid. Water Raid, hört an wie Gatorade. Dann lese ich währenddessen ein paar Subs vor, Chat. Danke an Mr. Knister, der einen Sub gegiftet hat. Dann Hobbs hat für 3 Monate gesubbt. Ich zähle mal ganz kurz. Ja.
Wilma Eierkraulen hat gesubbt und schreibt richtig unterhaltsam, Ausrufezeichen. Danke dir. Weiß zwar nicht, was du meinst, aber. Klagasina hat gesubbt. Dankeschön. Mr. Landström hat für 10 Monate gesubbt. Ich habe hier einen Task, Sekunde. Nullpoint hat für 11 Monate gesubbt, sagt OMG Cute. Der Kall für 4 Monate, Red Titania für 25 Monate, Milbango für 7 Monate, sagt Matteo Herz, danke dir. Guten Tag. Kawaii hat 5 Subs da gelassen, danke dir. Hab ich, Jesus. Habe ich, glaube ich, nicht vorgelesen, weil ich in der Runde drin war. Danke so, euch allen für die Subs, danke schön. Ich war bei Space und habe meine Task gemacht. Ist Dalu tot? Es sieht bei mir so aus, also er ist ausgegraut. Ich bin tot. Okay, also. Ich stehe vor Electrical, weil ewig keiner Electrical gefixt hat. Ja, das habe ich auch gemerkt, das hat mich sehr gestört. Jo. Deswegen habe ich dann gedacht, okay, ich wollte halt eigentlich nicht sterben. Deswegen bin ich nicht hingegangen. Und dann dachte ich mir aber, ja, okay, so wird es halt gar nichts mehr. Ja. Ich war in Weapons, jetzt war ich auf dem Weg nach links. Ich habe leider niemanden von euch gesehen. Spielt. Aber ich weiß ja, mindestens eine von euch muss es sein. Also, welchen Weg bist du gelaufen nach links, Jan? Ich war bei Weapons raus, dann wurde es ein bisschen dunkel, dann bin ich Richtung, wie heißt es da, Southwest, Richtung Boiler Room unterwegs gewesen, bin aber niemand begegnet. Weil das Ding ist, ich bin nämlich nach unten lang durchgegangen, durch unten. Die Türen waren alle zu. Ja, ich stand auch lange vor einer geschlossenen Tür in Weapons, ich war erstmal sehr verwehrt bei Weapons, weil das leuchtete mir als Task auf, aber ich konnte nichts machen in diesem kleinen komischen Computer und dann stand ich vor einer geschlossenen Tür. Da Angst, dass ich beim Rausgehen weggemeuchelt wurde, aber da habe ich dann niemand gesehen. Also ich bin unten rum durchgegangen zu Electrical Knu und da habe ich die Türen noch alle aufmachen müssen. Meiner Meinung nach war da deswegen vorher keiner, deswegen weiß ich nicht, wo Jan da angegangen ist dann. Ich würde gerne noch den Cooldown ein bisschen runterlaufen lassen, weil ich glaube, ich weiß zu 100%, wer der Imposter ist. Ich habe aber keinen Bock, mit dem Imposter jetzt zu diskutieren. Der Imposter hat sich nämlich vorhin bei einem Vote für mich zu 100% offenbart, weil eine Person rausgeflogen ist, und zwar Timid. Und Baso, du wolltest ihn noch verteidigen. Hast gesagt, ach nee, hab ich nicht. Also für mich ist das eindeutig. Baso, nimm Jan mit, auf Gnu. Oh. Wenn das jetzt falsch ist, GG. Dann lief ich. Dann lief mal. Dann lief ich jetzt. Sehr gut. GG, stark gespielt. Gut gerettet. Gut gerettet. Timmy, das war so wichtig. Das war wichtig. Ja, als du gestorben bist, konnte ich Gnu für mich ja auch ausschließen an der Stelle. Also Gnu war ja schon da und mit Simon bin ich da hochgelaufen. Es waren halt nicht mehr viele übergeblieben. Simon, nimmst du immer dunkelblau oder? Ich bin blau. Echt? Nein. Normalerweise würde Simon gerne auch rot nehmen, weil es dann so wie die Brocket-Krone aussieht. Aber wir haben jetzt Baso. Und deswegen ist Simon jetzt blau gerade. Weil er ein Gentleman ist. Ich will nur sagen, dass ich kurz, also ich meine, ich habe es nicht hart genug gesagt, ich habe es nicht vehementer genug gesagt. Aber ich hatte ja schon angedeutet, dass da jemand rot ist, an mir vorbeigeschlüpft ist oben. Und ich habe mich verwundert, dass ihr euch nicht direkt auf Baso eingeschossen habt. Ja, ich war da leider tot. Also ich war auch Sheriff. Hätte ich dich gesehen, hätte ich geschossen, aber leider waren die Lichter aus und dann warst du irgendwie schneller mit dem Wind. Also ist das jetzt die finale Runde? Das ist die finale Runde. Ja. Jetzt nochmal alle Karten auf den Tisch, holt alles raus, was ihr könnt. Direkt sagen, was ihr seid. Lass mal Matteo ein bisschen länger leben. Nee, ist schon okay. Eine Runde. Jetzt ist auch egal. Macht einfach, spielt wie ihr wollt. Spielt wie ihr wollt. Ich will keine Babybehandlung. Ich bringe euch alle um. Ach Mann, ich verkacke doch jetzt direkt wieder. Warum denn Reset Seismic? Warum drückt man das am Anfang? Dauert jetzt, bis das wieder aktiviert wird. Mm-hmm.
Ach man, jetzt krieg ich. Ich verkacke da, ich weiß das. Ich weiß das, dass ich das verkacke. Ich such selbst und finde. Ist geil. Aha, Blesk. Ja. Ich denke, ich bin's. Kann nur Basu sein, oder? Also, heute habe ich zwar nicht immer zuerst Blesk gesehen, aber normalerweise ist es eigentlich mein Image. Warum hat Basu mir das kaputt gemacht? Ja, wollt ihr wissen, wo? Ich bin einfach sauer auf Christian. Na, kurz bevor ich sage, wo Blesk liegt, Galo, hast du gesucht oder was hast du gemacht? Ich habe versucht zu gucken, wer oben links ist. Ich habe die Leute in den Räumen gesucht. Aber du hast keine Leiche gesucht. Du wusstest nicht, dass jemand tot ist, oder? Nee, ich wusste nicht, dass jemand tot ist. Aber okay. Also indirekt habe ich nach Leichen gesucht, aber ohne Wissen. Timmit, hast du gerade in Lifeline gecheckt? Ja, ja. War tot. War schon tot? Mhm. Okay. Wann denn? Sag mal. Er weiß es nicht, weil die Leiche war schon tot. Also wir standen gerade an der Card-Swipe-Geschichte und dann ist er schon mal vorgegangen zu Lifeline. Mhm. Genau. Ich bin von da war noch jemand, aber ich habe nicht auf die Farbe. Das war Basu. Also Basu. Basu war auch bei uns. That was me. Ja. Okay. Also wo liegt der Kill? Und zwar an Admin. Aber wie lange tot ist? Admin. Oh. Wie lange tot ist, weiß ich aber nicht. Deswegen habe ich gefragt, ob die Leute von Lifeline eine Info haben. Ja, das nächste Mal rennen wir zuerst zu Lifeline und dann zu der Task. Sehr kaltblütig. Ich bin Sheriff, ich schieße auf, egal wenn ihr wollt, sagt ihr. Oh yeah, bitte! Komm bitte nicht wieder auf dich selbst, Jan. Du musst aufpassen mit solchen Aussagen. Ey Jan, wenn du Sheriff bist, dann schieß auf Ung und wir voten jetzt Timmit. Was? Wenn aber keiner beide, wenn Jan keiner widerspricht, ist er dann wirklich Sheriff oder war das jetzt ein Schuss? Ja, natürlich ist Jan Sheriff. Nein, Jan und ich laufen zusammen rum und er weiß, dass ich Sheriff bin, weil ich schon angedeutet habe. Und er versucht jetzt die Agro auf sich zu ziehen. Ja, wie könnt ihr Sheriff sein, wenn ich schon Sheriff bin? Spaß. Ich glaube, wir sind alle Sheriff. Ach, du bist auch? Nein, ich war heute kein einziges Mal Sheriff. Schade. Oh. Ich hatte so eine so gute Sheriff-Runde das erste Mal, als wir das gespielt haben. Deswegen er wollte auf mir. Caruso hat mich wieder gewotet. Okay. Keiner hat ermittelt. Muss jetzt kurz überlegen. Ich würde jetzt eigentlich super gerne Dalu rausnehmen. Camps sind an. Caruso ist hier. Er ermittelt. Immer noch. Oh. Ja, das hat Carouse davon. So, Carouse steht, also liegt vor den Camps. Er steht nicht mehr. Vor den Camps? Mhm. Also du hast ihn ja gerade entdeckt. Okay, weil ich habe gerade eben in Lifeline 2 da stehen sehen, aber das warst ja du, der ihn da gefunden hat. Wahrscheinlich, ja. Dann ist er schon länger tot. War jemand Lifeline? Hat jemand Lifeline gecheckt, wie lange er tot ist? Nee, leider nicht. Ich war gerade in Lab. Kill ist nicht lange tot. Bin durchs Specimen gelaufen. Aber ich habe eine Frage an Simon. Ja? Du hast gesehen, dass Timmit mit der Leiche da schon stand? Jetzt gerade denke ich drüber nach, der kann ja gar nicht tot gewesen sein, wenn da, also was ich gesehen habe, war, dass da zwei standen. Okay, Leiche wird angezeigt, Simon. Ja? Leiche wird immer angezeigt, ja. Immer. Ach so, Simon, du hast in Admin-Panel geguckt. Ja, aber warte mal ganz kurz, wenn Simon am Admin gesehen hat, dass beide da stehen. Verwechselt. Timmit, warum hast du da nicht direkt reported? Hab ich. Hey, dann raff ich aber nicht, was Simon sagt. Aber nein, ich hab halt gesehen, dass da zwei stehen. Ich wusste nicht, wer und was. Wie lange stand ich habe nicht Lifeline benutzt, sondern das Admin-Panel. Ja, du hast Admin-Panel. Es ist Matteo. Warum soll ich das denn sein? Wegen seiner Art zu reden. Ich bin mir 100% sicher. Erzähl mir mehr.
Ich weiß nicht mal, ob bis dato was gekillt hat, aber ist ich Bullshit. Bin mir echt sicher. Matteo, wen hast du getötet? Ich bin nicht, also ich bin auf der Seite von. Wen hast du getötet? Timid und davor. Das ist Bless. Die Frage. Ah nee, Timid lebt noch. Bless habe ich getötet. Also ich war mit Simon am Admin-Table. Wir waren vorher in Lifelines. Da war, glaube ich, nicht mal einer tot. Wir sind dann zum Admin-Table gegangen. Ich bin auf die linke Seite gegangen. Simon scheint Angst vor mir gehabt zu haben und ist sogar auf die rechte rübergelaufen. Wir haben zwei an den Cams gesehen und es wurde auch dann reported. Aber wie lange der da jetzt schon solo drinnen lag, kann auch 2-3 Sekunden gewesen sein. Es kann ein easy Kill gewesen sein, weggewendet. Timid kommt rein, reported. Also Timid, hast du sofort reported? Sofort? Ja, ich habe mir kurz an die Stirn gepackt und dann habe ich reported. Aber bist du reingegangen in den Raum oder hast du schon beim Reinlaufen reported? Nee, ich bin reingegangen, stand kurz auf der Leiche, kurz geteabagged und dann habe ich reported. Okay, wichtig. Ey, Dalo, ich bin's nicht, raff's aber nicht. Wir können ja ein bisschen zusammen rumlaufen. Ja. Komm mal Duisburger Ecke oder so. Ja, lass mal ein bisschen zusammen liegen. Ja, wenn Dalo jetzt stirbt, dann ist es Mental, sag ich euch. Ja. Spider-Man. Aber wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich habe 2 Kills gemacht. Ich werde jetzt wirklich mit Dalu rumlaufen, die gesamte Runde und keine Kills mehr machen. Und ich hoffe, dass Simon jetzt ein bisschen aufdreht. Es wäre geil, wenn er aufdreht. Ja, ich kann hier keinen Kill machen. Ist er Sheriff? Nee, Jan ist ja Sheriff, ne? Wir wissen ja, dass Jan Sheriff ist. Wisst ihr, was geil wäre, wenn jetzt Simon runterkommt und ihn killt? Ihr Lights wurde gefixt. Ihr setzt einfach AFK? Ich bin verwirrt. Gab's schon einen Kill? Es gab schon 2 Kills, okay. Oh, Jan ist da der Dings. Oh. Ich habe Lila gefunden, nördlich von Communications auf dem Field. Also so ein bisschen zwischen Communications und diesem Gatter bei Electrical. Mhm. Ich würde mal gerne Dalus Theorie nochmal hören. War Dalu und Mental in Duisburg? Ja, wir waren fast die gesamte Zeit in Duisburg. Dann bin ich losgelaufen zu Lifeline. Auch als das Licht aus war? Ja, wir sind stehen geblieben, die komplette Zeit. Bist nicht stehen geblieben, ich bin stehen geblieben. Ja, aber dann die letzten 20 Sekunden bin ich dann losgelaufen, das stimmt schon. Ja, also für die ganze Runde, ich glaube, Jan ist Sheriff, es hat niemand denied. Simon ist für mich zu 100% Crewmate. Weil ich so gut arbeite. Ja, eigentlich genau das. Du bist in der einen Runde bist du mit Baso an Cardswipe gegangen. Du warst als erstes dran. Baso kam dazu. Du hast aber 30 Sekunden länger gebraucht. Und ich glaube dir, wenn du Imposter wärst, würdest du halt mit Baso wieder weggehen, zeitlich, und nicht länger dran stehen bleiben. Also, du hast den Cardswipe einfach nicht so schnell gemacht. Ich glaube gerade, das ist ein scheiß Karte unterwegs wahrscheinlich. Also, ja. Aber Dalu, was ist denn dein Alibi? Wo warst du gerade, Dalu? Ja. Ich war unten links vor Admin. Wieso? Unten links vor Admin? Ja, und dann bin ich oben um Office rumgelaufen, Jan, und ich habe dich am Button und am Tisch rumlaufen sehen. Durchs Fenster. Also Jan, ich glaube auch, dass du... Ich wollte nur checken, ob du mich auch gesehen hast. Ja, ich glaube auch, dass du Sheriff bist. Ja, ich bin ja auch Sheriff. Ja, das glaube ich ja auch. Das heißt, das Problem ist dann für mich, ob ich Dalu glauben kann. Ja, wenn du mir glaubst, ich habe eben auch gesehen, das wollte ich nur abfragen. Ich habe Unge sonst eben hier, wo auch immer wir sind, da vor Office. Also, home. Ich bin Crew und ich stand in Duisburg über 30 Sekunden oder länger. Dann bin ich von Dalu weggelaufen, aber da war das Licht schon lange an und ich bin direkt zu Lifeline gelaufen. Da waren 2 Leute tot. Auf dem Weg zurück ist mir Jan entgegengekommen, der war da beim Button. Und das war meine gesamte Runde. Baso, wen hast du gewotet? Mein Theo. Ja, ich bin's ich nicht. Ich bin dabei. Dann sind es Baso und Dalu. Simon, es ist Dalu. Dann muss es nur der Zweite. Sorry, ich habe zu wenig Infos für was anderes. Ich habe immer das Gefühl, dass es Dalu sein könnte. Mann, ich kann nichts machen. Ich gehe keine Kills.
Ich konnte es aber nicht mit Herz bringen, Matteo hier zu voten, weil er immer tot war. Wie hört er das? Nur er hört es auch. Hättest du ihn einfach töten sollen? Na, das wäre lame gewesen. Wenn er schon nach Duisburg kommt, dann steche ich ihn da unten nicht ab. Wenn er schon damit drauf eingeht, dass er mit runtergeht, dann steche ich ihn da unten nicht ab, Chat. Das wäre assi gewesen. Du hast so viel geredet. Alle anderen haben es mir abgekauft. Nur Dalo war wieder der Einzige, der gesagt hat, Matteo, der könnte es sein. Und das Problem ist, wenn Dalo was sagt, dann glauben das halt alle. So, lass mal gucken. Simon, wir müssen mal Simon folgen, vielleicht können wir ihm helfen. So, Dalo ist hier unten, Jan ist hier, Simon ist hier. Wir könnten vielleicht noch es hinbekommen. Ich werde mal nicht sabotieren, das überlasse ich Simon. Simon ist an den Camps wahrscheinlich, wenn er hier ist. Oh mein Gott, geht Jan töten? Problem ist, Jan hat noch eine geladene Waffe, ne? Ach, Baso lebt ja auch noch. Okay, die Leiche muss jetzt lang liegen bleiben. Wir können also kein Dings... Kein Light... Oh nein, sie findet's, oder? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Sie findet's. Kann man nichts machen. Egal, was gecallt worden wäre, das wäre der Laufweg gewesen. Oh Mann. Dalo liegt vor dem Electrical House. Hat Rechen. Jemand Lifeline-Infos? Also, Koms? Ich habe gerade Unge, glaube ich, ja, da aber getroffen, wer um die Koms? Ecke, da bin ich gerade. Wir sind im Baum, im Baumraum sind wir. Ja. Was ja dann ein bisschen die Nähe ist. Also das Ding ist, ich war davor in den Camps. Ich habe Dalo gesehen, wie der von Office oben rüber bis zu Electrical gelaufen ist. Und ich habe Jan und Simon gesehen zwischen Comps und Weapons zusammen. Und Unge habe ich die ganze Zeit nicht gesehen. Kann ich bestätigen. Ich bin ein bisschen vor Simon weggelaufen, weil er so ein bisschen unterwegs war. Dann haben wir uns ein bisschen angekuschelt. Was soll ich reden? Also, was soll ich sagen? Ich bin vom bin auch da lang gelaufen, wo Baso gerade scheinbar die Leiche gefunden hat, also würde passen. Bin dann meine zwei Tasks noch in den Baumraum gemacht. Also ich habe den Baum gemacht und den Download. Und ja, stimmt, das habe ich noch gesehen, ja. Und dann wurde reported. Also wenn Jan wirklich Sheriff ist, kann es nur noch ein Self-Report von Baso sein, weil Simon ja schon in dem Raum drin war. Also das Ding ist, wenn Jan und Simon, wenn ihr euch beide covern könnt, dann muss es Unge sein. Ne? Ich war ja, in den Camps und ihr müsst... Baso oder Unge, aber ich bin mir noch nicht sicher. Ihr beide müsstet gesehen haben, dass die Kamera an war, da wo ihr langgelaufen seid. Das war ich in der Kamera. Okay. Simon, du hast Kamera gesehen? Nein, das rote Licht ist mir nicht aufgefallen, nein. Okay. Aber ja, wie gesagt, ich habe euch in der Kamera zusammen rumlaufen sehen. Also ich weiß, glaube nicht, dass ihr es beide seid. Ich war ja mit Simon am Ende im Baumraum, ich weiß ja, dass... Also es ist Baso oder Unge. Primär, ja, aber wenn, würde ich also sagen. Jetzt strategisch müssen wir jemanden wählen oder können wir skippen? Nee, wir können auch nochmal skippen. Aber dann müssen wir halt aufpassen. Aber es ist noch unwahrscheinlich. Also, ja. Ist okay, wir können noch skippen. Es könnte noch gewonnen also, werden. Also, Unge ist schon sehr sus, finde ich. Scheiße. Ist okay, Jan. Unge muss Jan jetzt, weil Unge ist Sheriff. Oh, Junge, Jan ist noch Sheriff, ne? Ist fast gewonnen, Baso. Matteo, ich möchte einen Podcast von dir. Liebe deine Stimme so. Er trollt mich die ganze Zeit. Hier wird einfach hart reingetrollt. Aber danke für das Kompliment. So, okay. Also, Unge muss jetzt eigentlich Jan wegmachen, damit der nicht mehr schießen kann. Das wäre geil. Oder Baso, geht natürlich auch. Beide wären möglich. Nee, er kann jetzt hier nicht reinstechen. Ich glaube, Jan schießt gleich. Ich glaube, Jan wird einfach jetzt schießen. Wow. Auch guter Call. Ich habe auch gesagt, mach mich doch weg, Unge. Bullshit. Okay, es liegt jetzt an Simon, weil es Aussage gegen Aussage ist. Baso hat gerade Jan abgestochen, hat nicht damit gerechnet, dass ich reinkomme. Sie hat vorher Licht ausgemacht. Unge hat Jan vor der Lifeline weggemacht. Und da hat Baso gerade Jan weggemacht. Nie. Also ich habe ja dich und Jan auch letzte Runde schon geklärt. So, du bist für mich safe.
gewesen, ja, schon letzte Runde? Natürlich weiß sie, dass du safe bist, weil sie ja Imposter ist. Oh Gott, das ist so schwierig, Leute. Also das Ding ist, letzte Runde konnten wir noch skippen, ja, weil wir halt drei Crewmates waren und ein Imposter, wir müssen da kannst du dann noch skippen. Komm, ja, let's go. Simon, kauf Simon ein. Das wäre also so geil. Wer von euch würde, sowas würde sich vielleicht erkenntlich zeigen? Jetzt meinen nächsten Tweet mal retweeten oder so. Wer von euch, wem bedeutet das hier wirklich was? Nein, also, ja, da kann ich ja gar nicht mithalten, weil Unge viel mehr Reichweite hat. Nein. Es geht ja nicht um die Reichweite. Es geht um die Intention. Simon, kannst du dich noch an unsere Imposter-Runden gemeinsam erinnern? Unge, es tut mir leid, aber ich habe vorhin schon gesagt, 70% bist du es, 30% Baso. Mathematik hat entschieden. Ich kann es nicht anders. Mathe, Simon. Ja. Mathe, Mann. Durch die Ebenen spinne. Mathe, Mann gewinnt. GG. Ich kann nicht mehr mit Dalu spielen, es tut mir leid. Es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Wir lösen Rust Team auch auf. Dalu, das ist jetzt meine offizielle Erklärung. Rust ist vorbei. Ich bin raus. Es tut mir so leid, als du einfach Fragen zu stellen warst. Oh, da ist er wieder. Ironisch ist so, die Runde fängt an, Matteo fängt einfach alle Kommentare, es läuft mir vorbei. Ich denke so, okay, ich kann Matteo jetzt nicht die Runde versauen. Töt mich, Matteo. Matteo bringt mich um und dann ist ein Meeting so, Dalu so, es ist Matteo, ich hab's in der Stimme gehört. Oh. Ey, selbst wenn ich nicht Imposter gewesen wäre, ich hätte es nicht übers Herz bringen können, Matteo zu voten. Ja, und vor allem, und dann Dalu und ich standen in Duisburg, wirklich über 40 Sekunden oder so, und ich denke die ganze Zeit, ah, ich kann jetzt nicht, das wäre zu blöd, wenn er da jetzt immer noch hinstellt. Matteo, ich hab so gehofft, dass du ihn tötest, dann hätten wir nämlich gewonnen gehabt. Ja, weil, aber guck mal, ich hab zwei Kills gemacht. Und, ja. Simon, du hast es perfekt gespielt, aber es wäre so assi gewesen, Dalu jetzt abzustechen, wenn er sich dann also zu mir stellt. Ich hab's dir geschenkt. Also ich weiß, aber ich stand da, weil du mich töten sollst. Ich weiß, aber so will ich das nicht gewinnen, dass du dich dann da ob was wäre, ja. War trotzdem eine schöne Runde, ey, ich hatte keinen Spaß. Super. Aber ja, vielen Dank fürs Mitspielen. Ich denke, wir hören uns wieder. Schönen Abend noch. Bis bald. Ciao. Ciao. Tschüss. So, okay, haben wir rausgemutet. Gut, dann war es das. Jetzt an der Stelle von mir.